Herzlich willkommen zur 776. Ausgabe und meine Chapter-Mark-Taste hat gerade versagt, ich weiß nicht warum. Egal, weiterreiten. Das ist der Sneakpot und wir haben unser verlorenes Königreich zu vereinen. Und wenn wir das machen, besprechen wir den Film The Last Kingdom, Seven Kings Must Die und dazu mit mir hier im virtuellen Studio die Königin im Exil, Christoph Perner. Guten Abend und durch die Sendung führt uns Robert Krüger, unser Arschling. Im Moment stolper ich eher durch die Sendung, muss ich sagen. Diese Kapitelmarkentaste ist kaputt, was ist denn hier los? Wie das ein Arschling eben so macht, das erwartet man so. Ich will gar nicht wissen. Wo das vorkam. Haben die das gesagt? Ja, er hat es einmal gesagt, als er das Heer so aufruft, so auf in den Kampf, ihr Arschlinge. Ich habe es auf Englisch geguckt. Das ist ein Zitat aus der Serie. Das wurde da, am Anfang wurde er immer so genannt, als er eben noch so ein frischer Rekrut mehr oder weniger war. Und so wurde immer irgendjemand genannt. Immer die Jungen wurden immer so genannt. Und er sowieso immer. Okay. Ja. Ich glaube, das war wahrscheinlich auf Englisch irgendwie anders. Ich glaube, es heißt auch Arsling auf... Echt? Ja, ich meine. Aber ich weiß es nicht genau. Ich habe es tatsächlich nur zum Teil auf Englisch geschaut. Aber wenn das nur einmal so genannt hat, dann ist mir vielleicht auch einfach... Ja, eben, dir ist es sicher nicht aufgefallen. Das war im Endeffekt Fanservice. Ganz klarer Fanservice. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal zum Fanservice über, indem wir uns hier an unser Konzept halten. Das glaube ich auch im Fanservice. Nein, egal. Jedenfalls musst du uns erstmal erklären, worum es in The Last Kingdom, Seven Kings Must Die denn eigentlich geht. Christoph, los, schieß los. Ja, wir befinden uns in der Zeit, wir befinden uns in Großbritannien in der Zeit, als England gerade entstanden ist, also als England gebildet wurde, beziehungsweise kurz davor. Und so zum Setting, das war die Zeit, als Norweger und Dänen, also Wikinger, die das Land durchzogen und versucht haben, da auch ihre Macht zu festigen und die ansässigen, hauptsächlich Sachsen, haben sich eben dagegen versucht zu verteidigen und wir begleiten hier eine halbhistorische Figur, also es ist schon eine historische Figur, aber das, was er hier tut, ist nicht so historisch. Uhtred von Bebbanburg, der als Kind entführt wurde von den Wikingern, bei denen aufgewachsen ist, deren Sitten und Gebräuche eben aufgenommen hat und dann später zurück zu den Sachsen kommt und dort immer sehr nah an den Königen von Wessex dran ist. Wessex ist eben auch dieses Last Kingdom, auf das sich der Titel bezieht, das eben das so die letzte Bastion gegen die Wikinger, das letzte Königreich, was besteht gegen die Wikinger und was dann eben die Keimzelle sein soll für England oder sein muss für England. Und er begleitet die Wessex-Könige, unter anderem eben Alfred den Großen, also in der Serie jetzt, hier im Film nicht, und dessen Sohn und Enkel und ist dann sogar Urenkel, das muss ich überlegen, egal, nee, ich glaube Enkel. Also wir haben hier aktuell den, ist sein Sohn, Alfreds Sohn, gerade noch König oder stirbt gerade am Anfang des Films und jetzt geht es um die Nachfolge von ihm durch seinen Sohn, beziehungsweise seine Söhne, gibt es erstmal ein bisschen Twist. Und ja, und wie das halt immer so ist, wenn der König gestorben ist, ist erstmal ein Machtvakuum und dann versuchen alle irgendwie ja, was zu erreichen. Und deswegen haben wir eben die verschiedenen Königreiche in Großbritannien, die noch da sind. Vor allem jetzt Nordkönigreiche, also Schottland, Orkney, Man,
angestachelt von einem extrem sinistren Wikingerfürsten. Und der König ist zusätzlich noch auch noch beeinflusst von einem auch extrem lächerlich sinistren bigotten Einflüsterer. Das war schon sehr albern. Das war wirklich lächerlich. Und und Uhtred von Bebbanburg, also Uhtreds Sohn, beziehungsweise Uhtred Ragnars Sohn, je nachdem, ob man eben ihn als Wikinger oder als Sachsen bezeichnet, muss eben hier wieder sich erstens gegen die extrem ungerechte Behandlung des Königs ihm gegenüber irgendwie damit auseinandersetzen und geht halt für ihn dann immer darum, wie sehr unterstützt er den König. Am Ende tut er das dann immer. Kann man durchaus spoilern, weil das war in der Serie auch ganz wiederkehrend. Ja, also die Könige behandeln ihn schlecht und ungerecht und bigott, obwohl sie selbst in der Regel nicht wahnsinnig moralisch sind. Und steht trotzdem immer zu ihnen und am Ende zahlt sich dann eben irgendwie aus, auf irgendeine Weise. Ja, und das läuft hier auch so. Und wir haben hier noch so eine Prophezeiung der Frau eines seiner besten Weggefährten, die eben am Anfang sagt, dass 7 Könige sterben müssen. Und gibt ja einen Haufen Könige auf den britischen Inseln. Also können auch einige sterben und die befinden sich dann ja auch alle im Krieg gegeneinander. Und dann ist halt die Frage, welche Könige sterben und welcher bleibt übrig. Ja. Und das ist der Abschluss dieser Uhtred-Saga, was ja so ein Kult Bücherreihe ist. Das heißt, es ist kein Spoiler, wenn wir sagen, dass die Saga wird endgültig abgeschlossen, das heißt mit seinem Tod. Die Szene fand ich ganz schön gemacht. Ja, fand ich auch, obwohl sie natürlich zum Teil auch Fanservice war, weil die halt nicht gezündet hat, weil die Figuren, die er dann eben in Valhalla sitzen sieht, das sind halt lauter Figuren, die man liebgewonnen hat. Das dachte ich mir, soweit konnte ich noch... Also, genau. Also da war zum Beispiel sein Ziehvater, sein Wikinger-Ziehvater, Jarl Ragnar und seine Adoptivschwester, gespielt von der deutschen Emily Cox, und dann einer seiner engsten Feinde, die auch so eine Feindfreundschaft, und der ihn früher Arschling genannt hat, war auch dabei. Und also ja, das war Fanservice, aber es war schön gemacht, das stimmt. Er blickt dann durch die Tür nach Valhalla, gell? Genau, und die Art und Weise, wie das inszeniert war, so, man hatte schon oft so Sachen gesehen, wo es dann halt irgendwie heißt, ja, dann gehst du ins Licht oder so, aber hier die Art und Weise, wie er so langsam davon dämmert zwischen den Welten und so, das war optisch schön gemacht, und die Art und Weise, wie die Figuren, von denen du gerade sprachst, gezeigt wurden, da dachte ich mir schon so, wenn ich jetzt die Serie gesehen hätte, dann würde ich wahrscheinlich... den und den und den alle erkennen, und Stefan würde sich fragen, wer sind diese Leute, wenn er die Serie gesehen hätte. Wenn er Jerks gesehen hätte, hätte er sie vielleicht, weil die Emily Cox spielt ja auch in Jerks mit. Ja. Ja, okay, Stefan, aber mal zum Rest. Also du hast ein paar Mal das Wort lächerlich gesagt. Wie fandst du das denn jetzt? Schwierig. Also ich bin Fanboy, deswegen ich bin da nicht objektiv, in beide Richtungen natürlich nicht. Ich bin natürlich auch leichter zu enttäuschen, aber es war halt der Abschluss dieser Serie. Ich bin gespannt, was du gleich erzählen wirst, wie verständlich das überhaupt für jemanden ist, der die Serie nicht gesehen hat, weil es schon, mir kam es so vor, was die Geschichte angeht, schon ziemlich dicht war. Und auch wieder relativ schnell erzählt war. Nicht ganz so schnell wie damals die erste Folge der ganzen Serie. Aber passiert schon ganz schön viel mit ganz schön vielen Königen, geht wild durcheinander, die, wenn man sie nicht kennt, ja, da wird dann jemand gehängt, zu dem jemand wie du wahrscheinlich keinerlei Beziehung hat. Ich schon, weil ich den eben mehrere Staffeln erlebt habe als wichtige und vielschichtige Gestalt. Und der wird hier relativ lapidar einfach gehängt. Die Szene macht aber schon klar, dass der irgendwie wichtig ist. Ja, genau, das schon, ja. Es ist halt ziemlich, weil es halt nur ein Film ist, dem geschuldet schnell erzählt.
Und was halt in der Serie langsamer erzählt würde. Und dadurch fehlen halt auch Versatzstücke. Also zum Beispiel, was immer in allen Staffeln war, war halt, dass er immer irgendeinen Love Interest hatte. Ich meine, er ist ja auch ein super gut aussehender Typ und ja, handsome guy, ja. Also ist halt nicht wie bei Vikings, sondern ist halt ein klarer Protagonist. Und der hat halt immer irgendwelche Frauen klar gemacht, ja, in jeder Staffel, oft mehrere. Also man kann das kaum zählen, wie viele Frauen der hatte. Und das wird ja hier auch so ein bisschen angedeutet mit der Königin-Witwe. Was lustig ist, weil diese Königin-Witwe trägt den Namen der letzten Ehefrau von dem historischen Uhtred. Also ist tatsächlich eine. Hier hätten sie tatsächlich mal eine Liebesgeschichte erzählen können, die es wirklich gab. Obwohl die in Wirklichkeit nicht die Witwe des Königs war, hat irgendwie zum Königshaus gehört, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber war nicht die Königin-Witwe. Aber egal. Das ist ausgelassen worden. Also es wird keine Liebesgeschichte erzählt, was wirklich seltsam ist. Also es wird eine kleine Liebesgeschichte erzählt, aber halt nicht um unseren Protagonisten herum. Ja, dann die Bösewichte, also sowohl dieser Einflüsterer des Königs als auch der Wikingerjarl oder König, die sind halt zu platt erzählt gewesen, fand ich. Also es war also selbst Ybbe im ersten, also Ybbe Ragnarsson im oder Ybbe Lodbrok ist es ja im Endeffekt in der ersten Staffel, der auch so ein krasser Bösewicht war nicht so flach erzählt wie die hier. Also die sind ja einfach nur sinister. Also das war mir ein bisschen, ist dem nicht gerecht geworden. Aber sonst fand ich es schon okay erzählt und ja, hat halt eine Story, wieder eben so eine Vermischung aus Historie, ja, diese große Schlacht am Ende, die ist ja historisch, und ja, und Freundschaftsgeschichte und und Mords, Schlamm und Leder halt, diese Sache, dass er am Ende auf dem Schlachtfeld stirbt und dann doch nicht tot ist und so, das war mir ein bisschen zu viel. Also, Ja, die fantastische Medizin, das. wenn er so tot ist, wie er da tot auf dem Schlachtfeld lag, dann soll er bitte auch tot sein und dann soll er nicht plötzlich aus seinem Bett aufstehen und so. Ja, also da habe ich gedacht, nee, Leute, jetzt verarscht ihr mich, ja? Die fantastische Medizin des 9. Jahrhunderts, Mann, da ging es richtig Ja, ab. genau. Ja, also das war, fand ich, nee, hätte nicht. Dann hätte er wenigstens auf dem Schlachtfeld, als sie ihn aufgesammelt haben, noch so zeigen können, so einen letzten Schnaufer, so dass er noch nicht ganz tot ist, ja. Aber also das war mir zu viel. Aber sonst fand ich es schon recht rund. Also es war schon okay. Wie war es denn für dich? Hast du überhaupt verstanden, wo vorne und hinten ist? Naja, gut, das ist ja nicht so schwer gewesen jetzt. Natürlich, die ganzen Feinheiten da, wer dieser Typ ist, der gehängt wird und so weiter, das ist schon mal mein Hauptproblempunkt gewesen mit dem Film. Natürlich, dass da einfach sehr viele Leute in Graubraun durch die Gegend reiten und sich ständig gegenseitig abstechen und dass der König offensichtlich ein Hohlbrot sondersgleichen ist. Ja, Also das sind die immer. der Haupt Die Wessex-Könige sind das immer. Super. Und sich halt von diesem Flüsterer, der auch so platt, wie du schon sagst, so platt ist, wie es nur geht, Ja. alles einflüstern lässt. Und ja, so, wie du sagst, das hat man schon mal intelligenter inszeniert gesehen. Es gibt ja sowas, dass Leute unter den Einfluss von irgendwelchen religiösen Predigern geraten oder irgendeiner Sekte verfallen oder sonst irgendwas. Und dann auch von ihren eigenen Familienmitgliedern und Verwandten und Bekannten, Freunden aus vergangenen Tagen nicht mehr zu erreichen sind, ist ja nicht unheard of, passiert ja auch heute noch ständig. Aber das war schon sehr mit dem Holzhammer rein inszeniert in diesen Film. Und ja, so, Punkt 1. So, dann. Klar, wie du sagst, schnell erzählt, wahnsinnig viele Charaktere. Ich habe eine Weile gebraucht, um mich so zurechtzufinden und die so nach und nach wiederzuerkennen, wenn sie auftreten. Bin da zur Mitte des Films, glaube ich, dann einigermaßen klargekommen.
Aber wie du auch sagst, da wird dieser Typ gehängt und den hatte ich zu dem Zeitpunkt vielleicht 2 oder 3 Mal gesehen. Die Szene war so inszeniert, dass der bestimmt wichtig war, wenn man die Serie kennt. Und es gab mehrere solcher Punkte, wo ich dachte so, okay, die haben mit Sicherheit alle eine totale Historie miteinander. Natürlich haben sie die historischen Figuren wie auch die Serienfiguren. Ja. Und das kenne ich aber alles nicht. Und das wird mir jetzt auch nicht ausreichend vermittelt. Von daher ist es mir dann auch so ein Stück weit egal. Und das war mir ganz, ganz viele Teile des Films waren mir komplett egal. Ich habe dann versucht, so ein bisschen mit meinem logischen Verstand und dem Verstand eines Filmzuschauers zu versuchen, so ein bisschen dem Plot zu folgen und zu schauen, wie versucht jetzt A, B auszutricksen oder sonst irgendwie. Und da waren halt auch so Sachen drin, die ständig immer so wohlfeil dahin passten, ja. Der eine reitet nach da, überhaupt, die sind ja immer dauernd hin und her geritten, ständig muss einer irgendwo hin. Vor allem wie weit, gell? Genau. Und Beppenburg und wo hat das andere gespielt? Ich weiß nicht, viel weiter. Wessex, sind die nicht immer zwischen Beppenburg und Wessex hin und her geritten? Da reitest du ja ewig lang. Beppenburg ist ja kurz vor Edinburgh und Wessex ist ja ganz im Süden. Also es ist wahnsinnig weit voneinander entfernt. Ja, und ich gucke nicht so wahnsinnig viele Schlamm- und Lederfilme, das überhaupt nicht mein Genre ist. und die hatten dann immer, also deshalb weiß ich auch nicht, wie diese Mechaniken funktionieren, die hatten dann immer so Informanten überall und im ganzen Land wussten ständig immer eigentlich schon alle Bescheid, auch teilweise über Unterhaltungen, wo ich jetzt so beim Zugucken gesagt hätte, da war doch jetzt kein anderer dabei. Also wer hat das denn jetzt rausgeplaudert? Ja, stimmt. Ja, Und wie wissen die das schon Kilometer, hunderte von Kilometer irgendwo in so einem komischen Wikingerlager irgendwo am Strand, wo es da jetzt wer hintergangen hat und so. Ja, da war ein Informant. Die hatten dann diese Frau, da hatten sie immer wieder geschickt und die soll alles belauschen, alles auflaufen. Ja, die Tochter vom Wikingerkönig. Genau. Ja, da war aber noch irgendwas. Natürlich, der Einflüsterer war doch dahin. Deswegen wusste der doch auch die Informationen, die kompromittierende Information. Ja, okay, das hat der mitgebracht. Eine Szene später erfahren, woher sie das wissen, ja. Ja. Und dann reiten die da quer durchs Land und es ist immer dann aber einer schon vorher da oder die sind irgendwie weggelockt worden oder irgendwas. Also es ging immer darum, wer schneller reiten kann, obwohl man das nie groß gesehen hat. Die müssen sich dann gegenseitig überholen und dann kommen sie da an und der andere ist schon da oder nicht oder sonst wie. Ja klar, Utrid ist immer der Schnellste, ist ja klar. Und muss so sein. Ja, das war mir halt so, hä, wieso denn jetzt das? Und ja, ständig so dumme Leute, die auf einer Burg wohnen und geschlossene Tore haben, die dann aber immer freiwillig aufmachen. Und und Burgen, die dann fallen, wenn zwei Typen nicht da sind. Und also es ist alles irgendwie zwei Typen. Ja, stimmt. What the fuck. Und so Burgen, wo das Tor steht offen und alles ist komplett verwüstet und gebrandschatzt, kaputt, komplett, gedingst, ja. Und offensichtlich sind die tagelang geritten, weil, wie du gerade gesagt hast, die Entfernungen sind unfassbar. Aha. Und dann kommen sie da an in so eine völlig verdingste Hütte, wo man denkt, es steht jetzt schon seit einer Woche oder so offen rum und alles ist verwüstet und dann gehen die da rein und laufen eine Minute rum und dann kommen so Leute aus so Verstecken und Löchern und aus Schränken und so. Und ich so, wie lange hat er in dem Schrank gesessen? Was passiert denn hier? Das ist alles so. Ja, genau. Ich meine, wenn die Angreifer weg sind, wie wäre es dann mal mit rauskommen, Tür wieder zumachen und anfangen mit Aufräumen oder so? Ja, genau, so. Richtig. Nee, der Tatort darf nicht verändert werden, bis die Spusi da ist. Es sind lauter so Sachen ständig passiert, wo ich als dieses Genre nicht gucke, dann ständig denke, sag mal, seid ihr alle bekloppt? Sind die Leute im 9. Jahrhundert wirklich so bescheuert gewesen? Oder will mich hier das Filmteam für doof verkaufen? Ja, also das ist zum Teil, hast du recht, zum Teil ist es so ein Genre-Ding, aber zu einem nicht unerheblichen Teil, also dass die immer so schnell durch Großbritannien reisen, das liegt halt auch daran, dass es ein Film ist. Das hätten sie in der Serie nicht gemacht. Also in der Serie sagen die so, wir reisen jetzt nach Eofervik oder keine Ahnung wohin oder nach Beppenburg und da sind die dann eine Staffel unterwegs oder eine halbe Staffel, gell? Also wir reiten mal schnell in den Süden und dann wieder schnell in den Norden, musst du halt jetzt machen, weil du diese Orte in diesem Film unterbringen musst. Aber das macht es halt hektisch und unglaubhaft. Also es
vieles funktioniert halt in dem Film nicht so richtig gut. Dafür wird dann einfach eine zu weit gestreckte, also auch räumlich weit gestreckte Geschichte erzählt. Ja. Ist einiges unrund. Sehe ich genauso wie du. Also, ja. Ja, der kriegt jetzt bei mir auch nicht so wahnsinnig viele Punkte, weil ich auch mich also über Strecken gelangweilt habe. So diese Art von Film ist nicht meins. Die Geschichte war so ein bisschen krude. Die ganze das jetzt nicht. Also das macht dann der Fanservice, macht das ja, halt wett. Ja, also die Geschichte dieses Englands von vor über 1000 Jahren ist jetzt auch nicht so mein Steckenpferd. Also die sind mir alle ziemlich egal, diese Könige und die Wikinger auch. Von daher, ich habe wenig gefunden, wo ich jetzt Freude dran hatte. Okay. Wie fandst du denn den Akzent unseres Protagonisten? Weil der ist ja kein Schotte. Versucht aber hier so ein lustiges Schottisch-Nordenglisch zu sprechen. Sehr abgehackt und ich fand es interessant und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also ich kenne den Schauspieler nicht, deshalb ich weiß nicht, was der für ein Landsmann ist, was der normalerweise spricht. Der ist Deutscher. Echt? Okay. Nee, der ist in Deutschland geboren und ist dann, ich glaube, in der Schweiz und in Frankreich und dann in Amerika aufgewachsen. Also der ist sehr, sehr breit, spricht mehrere Sprachen fließend, aber nicht Schottisch. Okay. Und ich finde, man merkt es ein bisschen. Also ich finde, er spricht ordentlich, aber irgendwie nicht flüssig. Also ich habe mir immer gedacht, ja, okay, das war vor 1000 Jahren, da waren die Sprachen eh alle noch völlig anders, ja. Natürlich, die haben auch unser heutiges Schottisch-Englisch nicht gesprochen. Ja, also so kannst du es immer argumentieren. Aber die schottischen Könige, die haben, oder der schottische König, der hat halt richtig schottisches Englisch gesprochen, ja. Oder die von Orkney und sowas. Und er spricht halt immer so ein bisschen lustig, finde ich. Ja, es ist. Gut, ich war noch nie in Schottland. Ich habe zwar mit Schotten Curling gespielt und meine liebe Mühe gehabt, mich mit denen zu unterhalten und vor allem sie zu verstehen, wenn sie nicht explizit mit mir geredet haben, sondern so in der Gruppe, vielleicht auch unter sich selbst, so, dann tut es sich ja wirklich schwer, sie zu verstehen, je nachdem, wo sie auch herkommen. Naja, absolut. Aber insofern, ich hatte jetzt auch keine Erwartung, wie ein Schotte mit dänischem Hintergrund im 9. Jahrhundert hätte jetzt sprechen müssen. Insofern, der sprach irgendwie lustig. Ah, stimmt, und du hast recht. Ja klar, der hat ja auch noch den dänischen Hintergrund. Ja, okay, das ist natürlich eine gute Argumentation dafür, dass er einen Akzent hat. Ja, stimmt. Ja, also von daher, ich hatte da keine Erwartungen dran und er sprach irgendwie lustig. Die Grammatik war so ein bisschen komisch und seine Betonung war so ein bisschen komisch und ich dachte mir, ja, das klingt historisch, das passt schon. Ja, also, die Betonung ist schottisch, also das hat schon gepasst. Ja, ich habe ja bisher die Serie habe ich auf Deutsch geschaut, weil ich sie mit meiner Frau geschaut habe. Und jetzt habe ich den Film auch auf Deutsch geschaut und habe ihn aber gestern Abend nochmal auf Englisch angefangen, damit ich halt sehe, wie das überhaupt auf Englisch ist, weil ich es bisher nie auf Englisch geschaut hatte. Und ja, fand es ganz lustig. Ja. Ja, von daher, die reden ja alle ganz wirr. Ja, das stimmt. Und er halt noch besonders. Passt du schon irgendwie so. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass die Wikinger immer alle so fließend Englisch sprechen. Das ist halt großer Unsinn. Können die nicht wenigstens einen harten Akzent haben? Warum nennen sie die alle immer Wolfsdings? Weil ich meine, die haben so Felle an, aber wie haben sie die genannt? Wolfskrieger oder ja, was? Ja, irgend sowas, ja. Wolf Warriors, irgend sowas ähnliches, ja. Ja, das war, glaube ich, auch irgendwie so ein Wikinger-Ding. Das weiß ich auch nicht so genau. Das tatsächlich leitet das schon über zum nächsten Film fast. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Ja, das ist aber auch sowas, ich glaube, sowas Halbmythisches. Da weiß ich nicht, wie viel da wirklich historisch dran ist an dieser Wolfskrieger-Sache. Ja. Das ist auch bisher nicht aufgetaucht. Also in der Serie ist das nicht thematisiert worden. Die hießen jetzt zum ersten Mal so. Warum auch immer. Da weiß ich vielleicht auch zu wenig drüber. Kann sein. Okay, na gut, dann müssen wir da jetzt noch einen Knopf dran machen. Mhm. Also wie gesagt, meine Bewertung ist da wahrscheinlich nicht maßgeblich für Fans der Serie. Naja, schon. Es ist ja ein Film auch. Es ist ja nicht eine Serie oder ein Teil der Serie. Es ist nicht die so und so viele Staffel, sondern es ist nun mal ein Film. Also, und ich finde, dann muss er sich auch messen damit,
daran, wie er rezipiert wird von Leuten, die ihn, die nicht die Serie kennen. Also ich finde das durchaus legitim. Ja gut, okay, also dann bewerte ich das jetzt mit 4 Punkten, weil wie gesagt, also aber auch mit dem Hintergrund, dass das überhaupt nicht mein Genre ist, auch diese Schlussschlacht, so ich habe die ganze Zeit auf den taktischen Kniff gewartet, der da jetzt kommt mit den Bäumen. Die Schlussschlacht fand ich super. Echt? Ja, da muss ich noch drüber reden. Da habe ich immer zu meiner Frau gesagt, ja, genau so muss das aussehen. Weil das ist nämlich, diese Schlachten, die werden ja in diesen Schlamm- und Lederfilmen, und also über Vikings brauchen wir da gar nicht reden, ja, werden in der Regel katastrophal dargestellt, katastrophal falsch dargestellt. Also Schlachten werden, so mittelalterliche Schlachten werden in der Regel so dargestellt, dass zwei optisch nicht voneinander zu unterscheidende Armeen aufeinander zurennen, sich ineinander verkeilen und jeder auf jeden einschlägt. Und trotzdem jeder immer weiß, wen er zu töten hat. Was übrigens bei der dieser norwegischen Wikinger verarsche Norseman sehr gut verarscht. Das muss ich wirklich jetzt langsam gucken. Jetzt, vielleicht ist das jetzt hier mein Einstieg. Ja, unbedingt, jetzt dann Norseman zu gucken. Das wird nämlich auch genau das wird behandelt, dass die sich alle gegenseitig umbringen und dann gar nicht merken, dass sie die eigenen Leute umbringen und ach scheißegal, ich war gerade im Blutrausch. Ah ja, passt schon. Und das finde ich hier endlich mal gut dargestellt, weil nämlich die Hauptfehler, die dargestellt werden in diesen, was ich gerade genannt habe, ist dieses Aufeinander-Zurennen, das ist nicht passiert. Also dieses, wenn, die haben ja keine Schusswaffen oder sowas, die können sich nicht irgendwo wie in Verdun zum Beispiel, ja, du rennst nach vorne. Sie haben die Pfeil und Bogen haben sie ja schon gehabt. Ja, klar. Nee, aber jetzt für den Infanteristen, ja, du in Verdun oder in Bachmut rennst du nach vorne, gehst irgendwo in Deckung und versuchst dann von da zu schießen und irgendwas zu erreichen. Ja? Da ist es sinnvoll, irgendwo vorzurennen, vielleicht einen Feind zu überrennen oder sowas. Ja? Kann es sinnvoll sein. Also, ja, muss auch, also, nee, eigentlich ist es auch nicht, ist egal, ja, wir brauchen nicht auf moderne Kriegstaktik. Aber im Mittelalter, bei so einer Schlacht, so einer Feldschlacht, ist es kompletter Nonsens, weil du eben, erstens mal, du musst ja mit dem Schwert oder mit der Axt irgendwas erreichen noch. Also, du musst ja irgendwie kämpfen, was hochkörperlich ist. Wenn du da vorher 200 Meter gerannt bist, in Rüstung möglichst noch, da hebst du dein Schwert nicht mal mehr. Ja? Ja, da bist du einfach hinüber. Der Typ, der gestanden hat, die ganze Zeit und gewartet hat, bis du ankommst, der macht dich alle. Also das, richtig, der piekt dich einfach mit seiner Pike einmal über den Haufen und dann war es das mit dir. Ja? Deswegen, die sind nicht aufeinander zugerannt. Das ist totaler Quatsch. Wer als erstes rennt, stirbt als erstes. Und dann das andere Problem, dass du nicht weißt, wer ist. Und dem kannst du nur entgegenwirken, entweder Uniform, das haben die noch nicht gemacht. Oder Ordnung. Oder Ordnung, genau. Und das haben sie gezeigt hier. Ja? Sie haben zwei Schildwälle, die geordnet stehen, die langsam aufeinander zu rücken, die sich dann natürlich mit Pfeil und Bogen auch beschießen, klar. Und die dann versuchen, sich irgendwie zu bedrängen, sich gegenseitig eben durch die Deckung zu stechen, vielleicht irgendwo durchzustechen, diese Sache mit dem Keil, das war natürlich arg übertrieben, ja, aber solche Dinge sind tatsächlich passiert. Also ich fand die Darstellung der Schlacht hatte ich echt, ja, klar konnte man über Dinge streiten, logisch, es wurde dann ja am Ende auch dieses wilde Aufeinander einkeilen, aber so, da wurden Dinge gezeigt, die sonst nicht gezeigt werden, die richtig waren. Fand ich echt gut. Ja, also wie gesagt, wenn, da würde ich sogar mitgehen, so historisch, das, was du erklärst, macht Sinn, auch wenn ich da jetzt wenig Wissen habe an der Stelle. Das scheint mir sinnvoll, auch das bisschen, was ich so über römische Kriegsführung weiß oder so, das ist ja auch alles sehr ordentlich dann verlaufen. Ergibt Sinn in dem Kontext. Dennoch, das gibt mir nichts, dazu zu schauen. Das wird dann ein riesiges Geschiebe und in sehr entsättigten Farben sehe ich sehr entsättigtes Blut durch die Gegend spritzen und alle schreien und es ist ganz viel so. Also irgendwer macht am Anfang, kurz bevor das losgeht, mal den Witz, wer hat meinen Arsch angefasst oder sowas. Und alle lachen. Das ist im Grunde so dieses, es ist eine sehr eng aufeinander gedrängter Haufen Männer, die alle wahrscheinlich fürchterlich riechen. Und dann kommt noch sehr viel Blut dazu und wahrscheinlich. Und Schlamm. Und Schlamm und Dreck und irgendwas. Und irgendwann dann auch noch Pferde, die riechen sich ja auch nicht gut. Und das, ja,
und das geht dann 20 Minuten gefühlt und da schalte ich ab irgendwie geistig. Das ist nicht. Ja gut, das ist halt Schlamm- und Lederästhetik, gell? Also ja. Auch diese entsättigten Farben, das ist einfach das Genre. Also mir gefällt das, ja. Das ist, also es hat was, also rein ästhetisch gefällt mir das einfach, ja. Schlamm, Leder, Blut in entsättigten Farben. Das ist genau das, was man sehen will da eigentlich. Okay, ja. It's just not for me. Ja, genau. Ich habe dann auf den taktischen Superkniff gewartet und habe gedacht, wann kommen jetzt die Brandpfeile, wann er hat den Boden mit Petroleum getränkt und zündet alles an oder so, ja, deshalb rückt er zurück oder so. Ich habe auf irgendwas total Knallermäßiges gewartet und irgendwie müssen Bäume dazukommen. Dachte ich, was will er mit den Bäumen? Irgendwas mit den Bäumen ist ganz wichtig und so. Und dann, ja, da ich auch mehr erwartet. Ich will jetzt nicht spoilern, was dann passiert, aber dann denkst du so, ah, okay, ja, das ist ja geradezu konventionell, aber von mir aus. Ja, stimmt. Ja, war ich auch ein bisschen, okay. Aber gut, da haben sie halt auch versucht, diese historische Schlacht irgendwie reinzubringen, gell? Und das war halt historische Schlachtkniffe aus dem, ja, von vor 1000 Jahren, gell? Also. Ja. Also, es ist ja dieser Barbaren-Serie, wie die Schlacht im Teutoburger Wald. Da werden halt dann moderne Taktiken zum Teil reingebracht und uns als Taktiken des dritten Jahrhunderts verkauft. Und ja, das ist dann, finde ich noch nerviger, weil du dann denkst so, ja, nee, das ist halt Unsinn. Also das ist halt, so war das halt nicht. Deswegen, also, ja, nee, also, da kann ich mit leben. Das, ja, stimmt, das war lame, aber hast du schon Punkte gegeben? Ich habe auch keine Punkte gegeben, nee. Ich, ja, ich bin Fanboy, es hilft ja nichts. Also mir gibt der Film natürlich was. Er hat durchaus Schwächen, die genannten. Trotzdem gibt er mir was. Ich gebe ihm sehr wohlwollend 6 Punkte. Okay. Liegen wir effektiv gar nicht so weit auseinander. Punkte weg voneinander. Ja, ja. Wo du es gerade von Kriegstaktiken hattest und Verdun erwähnt hast, ich habe die Woche ein Video gesehen vom Panzermuseum. Jetzt weiß ich die Stadt nicht. Die haben einen YouTube-Account, der heißt, glaube ich, einfach nur das Panzermuseum. Ja, ich kenne den YouTube-Account, ja. Und die haben ein Video gemacht über die Panzerszene im Westen ja, nichts Neues. Habe ich auch gesehen. Hast du auch gesehen? Es geht ja, über eine Stunde. Es ist eine schöne super. Analyse, wo er da. Ja, vor allem, ich habe danach den Film mir nochmal angeschaut, komplett. Ja. Und habe dann natürlich auch drauf geachtet, auf diese Szene. Und die ist halt wirklich richtig kurz, ja. Also, die geht irgendwie so 3 Minuten oder so. Und der nimmt die da richtig auseinander eine Stunde lang. Ist echt geil. Ja gut, er nimmt halt alles, jedes einzelne Bild und alles, was so zu sehen ist, zu einem Exkurs, was über die Panzer des Ersten Weltkriegs zu erklären. Sehr lehrreich, wenn man total, also ich habe den Film ja nicht gesehen, aber die Szene kenne ich jetzt sehr, sehr gut, auch wenn sie nur sehr kurz ist im Film. Du musst den echt mal schauen. Also ich habe ihn jetzt ja wieder geschaut und wieder festgestellt, dass es ein wirklich toller Film ist. Also wirklich ein verdammtes Kunstwerk, also auch was, ich konnte jetzt viel mehr auf Ton und sowas achten, was ich vorher nicht habe, weil der hat ja auch, glaube ich, dafür auch Oscars gewonnen, ja, für Musik oder sowas. Also das ist einfach ein verflucht guter Film. Ja, und da fand ich es interessant, so die ganzen Definitionen zum Thema Panzerwaffe im Ersten Weltkrieg, wie die funktioniert, warum die funktioniert, warum auch so Sachen, wo man auch so im ersten Augenblick so der Laie dann sagen würde, ja, die schießen da mit ihren Handfeuerwaffen auf diese Panzer mit dem MG, genau. Was soll das denn bringen? Mhm. Und er ordnet das dann halt ein und erklärt das, halt warum. Die Doktrin. Ja, die Doktrin zum einen und aber zum anderen auch, was es wirklich konkret bringen kann. Ja. Geht auch auf die Fehler ein, die Szene hat und also was nicht so gewesen wäre in Wirklichkeit. Und aber auch, was Fehler sind, die andere dem Film vorgeworfen haben über diese Szene, was er dann entkräften kann und sagen kann, nee, das ist tatsächlich so. Sehr interessantes Video, wenn man da den Film gesehen hat und vielleicht irgendwie diese Kritiken irgendwo gehört hat. Ich weiß nicht, wie ich auf das Video gekommen bin, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat YouTube mir das einfach hingehalten, ich kann es dir nicht mehr sagen. Aber können wir ja mal verlinken, kann man gucken zu dem Thema. Ja, wo wir es gerade von Kriegstaktiken in Schlachten hatten, in Stellungskriegen. Wo nicht viel Bewegung ist, so wie in Bachmut im Moment, das ist auch nicht schön da. Nee. Habe ich heute auch ein Video gesehen, aber das gehört jetzt nicht hierher. Ist auch sehr unschön, alles anzuschauen. Ah. Das Panzermuseum heißt der YouTube-Account, glaube ich, gell? Genau, ja, so ein gelbes Icon. Ich suche es raus. DPM, ja.
Genau. Mhm. So, dann lass uns zum nächsten. Was, du wolltest über Bachmut reden? Nee, das nee. Finde ich zu unerfreulich. Lass uns nicht über Bachmut reden. Ja. Lass uns trinken, das ist stattdessen jetzt an dieser Stelle dran. Ich dachte, wir kommen zum zweiten Film, der auch unerfreulich ist. Dazwischen müssen wir uns kurz aufheitern mit Alkohol. Ja. Immer eine gute Taktik. Ja, immer gut. Hast du was Passendes zum Film? Ich habe ja mich letzte Woche hervorgetan durch schlechtes Recherchieren und habe einen Film vorgeschlagen, der von 2018 ist. Und habe jetzt deswegen diese Woche so fast ein Double Feature. Und ich habe jetzt etwas gefunden, was zu beiden Filmen passt, nämlich die englischste aller Spirituosen, nämlich Gin, aber aus Norwegen, weil wir gehen ja gleich noch nach Norwegen. Ah, verstehe. Deswegen habe ich Barreksten Gin. Hast du den hier schon mal getrunken? Habe ich den schon mal getrunken? Der sagt mir gar nicht. Ist ein ziemlicher Nobel-Gin, glaube ich, so ein handcrafted Ding, der, glaube ich, ein ziemlich großes Ding in Norwegen ist. Die machen auch einen tollen Aquavit. Und den habe ich von meinem Bruder im Geiste André bekommen, ein Norweger. Und er ist, ich befürchte, du musst dich ranhalten, weil er ist schon ziemlich leer. Okay, na, mal sehen. Ah, doch, du hast den wahrscheinlich schon. Das ist so eine schwarze Flasche, so eine opake. Okay, ja gut, dann ich kann mich vielleicht nicht erinnern, wenn ich sie sehe, vielleicht würde sich das dann ändern. Ja, geiles Zeug. Und die trinkst du jetzt pur oder machst du dann irgendwas? Ja, mehr? Trinke ich pur. Okay, alles klar. Cool. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, ob ich gesehen habe, was die so saufen in dem Film und die sitzen da ums Feuer und trinken Sachen und so richtig erinnern konnte ich mich aber nicht dran, aber es gibt eine Szene, da wird hier unser Protagonist abgeholt von seinen zwei Dudes, die kommen da und in dem Augenblick, wo sie ihn im Empfang nehmen und er sich freut, dass er sie sieht, sagt der eine zu dem anderen, let's find us an ale house. Und, genau. Also die Bier. Trinken immer nur Ale. Die trinken immer Bier, ja. Und deshalb habe ich jetzt von Brewdog, was tatsächlich eine schottische Brauerei ist, das klassische Pale Ale, West Coast Classic. Es spielt ja das mehr an der Ostküste von England, aber das hier ist ein West Coast Classic Pale Ale. Ich glaube, das bezieht sich auch eher auf einen amerikanischen Bierstil. Treffen die sich nicht in Orkney? Ist das nicht Westküste? Weiß ich nicht. Dünnes Eis. Nee, Orkney ist, glaube ich, nördlich. Aber ne? Northumbria ist im Osten. Ja, das auf jeden Fall. Und das hier ist auch Brewed in Berlin, aber Brewdog ist trotzdem eine schottische Marke. Oh nee, Orkney ist ganz nördlich. Ganz genau so, nördlich. Also von daher, das gibt es bei mir. Und wenn das jetzt leer ist, weil das ist nur ein kleines, dann habe ich noch ein Zäpfle hier stehen, weil ich hatte keine zwei davon. Am Ende wird ja auch, geht es ja in die Jetztzeit und es wird eben auf das reale Babenburg bzw. Bamberg der Fokus gelegt. So eine Überblendung. Ja, vor allem, weil wir ja dieses Jahr so einen Roadtrip durch Großbritannien machen. Und als das halt gezeigt haben, hat meine Frau so zu mir geschaut und ich habe so gesagt, so, ich glaube, da müssen wir auch hin. Und meine Frau so, ah ja, ich hab's geahnt. Auf dem Parkplatz steht demnächst unser Auto. Ja, genau. Ja, es liegt nicht ganz auf unserem Weg, aber naja, es könnte. Wenn wir auf dem Rückweg in Newcastle aufs Schiff gehen und das ist direkt nördlich von Newcastle, dann könnte es praktisch unsere letzte Station in Großbritannien sein. Also, ja, doch, da muss ich auf jeden Fall hin. Als guter Fanboy. Und meine Frau ist ja auch ein Fan, also von daher. Ja, das liegt also auf so einem Felsen und es sieht noch ganz... Sieht super aus, ja. Sieht super aus, ja. Kann man wahrscheinlich auch besichtigen, nehme ich an. Und was gut gemacht war, was sie auch die Falle, in die sie nicht tappen, in der ganzen Serie, wir befinden uns ja hier noch nicht richtig im Hochmittelalter, also wir befinden uns noch vor 1000 und es gibt quasi noch keine oder nicht nennenswert Steinfestungen. Das heißt, Babenburg, wie es am Ende gezeigt wird, ist ja so eine, wie man sich das vorstellt, so eine klassische mittelalterliche Steinfestung. Aber das, was uns im Film gezeigt wird, ist so ein Holzfort. Mhm. Und das ist auch realistisch für die Zeit. Und das finde ich gut. Also so, es ist zwar so fiktiv angereichert, die Serie und auch der Film, aber, also gerade was die Figuren angeht, aber solche Dinge, wie dann Schlacht dargestellt wird oder wie Burgen dargestellt werden, da gehen sie dann nicht in die Falle, in die viele andere gehen. Und
Winchester angeht, also die Hauptstadt von Wessex, da ist ja so eine auch Steingebäude recht zentral, also so ein Palast haben die. Und da, das thematisieren sie sogar in der ersten Staffel gleich, und rechtfertigen sich dafür, weil das noch alte Römerbauten sind. Das ist zwar Quatsch, also die in Winchester gibt's keine alten Römerbauten, aber also die Idee überhaupt, das zu sagen, so, dass das jetzt hier ist und das wird so ein, die haben dann so ein Swimmingpool im Haus, ich weiß nicht, wie sie das nennt, gibt es eine römische Bezeichnung für, das sagen sie halt so, ja, das ist nur hier, weil die Römer das gebaut haben vor so und so vielen 100 Jahren und das ist, entspricht nicht unserer frühmittelalterlichen oder ja, fast hochmittelalterlichen Baukunst. Also das ist cool gemacht, finde ich. Also da hat sich jemand Gedanken gemacht. Da merkt man halt, dass es kein Kanadier geschrieben hat, sondern halt BBC, gell? Oder ich weiß nicht. Nee, ich glaube, es ist Netflix, oder? Netflix, BBC, ich weiß nicht genau. Egal, aber Engländer wahrscheinlich. Irgendwas. Ja, genau, irgendwas. Okay. Aber halt nicht Michael Hurst. Sehr gut. Ja. Dann gehen wir weiter. Zu dem norwegischen Satanistenfilm, an den ich mich zugegebenermaßen nicht rangewagt habe. Du hast dann zwischendurch noch irgendwie gesagt, so, du hast ihn schon gesehen und er ist garstig oder so. Und tut mir leid. Lords of Chaos. Ja. Darüber musst du jetzt berichten. Lords of Chaos. Ich habe es ja letzte Woche schon angedeutet. Lords of Chaos gibt es auch ein Buch. Also das ist praktisch ein Film nach einem Buch, der die Geschichte der frühen 90er Jahre Black Metal Szene in Norwegen behandelt, um die Band Mayhem und im Speziellen um den Bandleader Euronymous, ich weiß jetzt seinen echten norwegischen Namen gar nicht, hier gespielt von Rory Culkin, dem kleinen Bruder von Macaulay Culkin, also Kevin allein zu Hause, der das echt gut spielt. Es ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Wir haben ja hier ein urnorwegisches Thema mit urnorwegischen Charakteren, die jetzt gespielt werden von zu einem nicht unerheblichen Teil Amerikanern. Und der Film ist auf Englisch auch. Die sprechen amerikanisches Englisch miteinander, was ein bisschen kurios ist. Also was gerade für mich, der ich es ja gerne auf Norwegisch auch geschaut hätte, schon ziemlich kurios ist. Vor allem wenn man dann drauf achtet im Hintergrund, also wenn zum Beispiel Fernseh eingeblendet wird oder eine Frau singt auf der Straße irgendwelche christlichen Lieder, das ist alles auf Norwegisch. Aber die Figuren aber die Figuren reden halt amerikanisches Englisch miteinander. Das ist seltsam. Aber sie spielen halt ziemlich gut. Also deswegen macht es nicht so viel. Also ich bin, es hat mich trotzdem irgendwie eingenommen und berührt und es war für mich glaubhaft und es fühlte sich auch in irgendeiner Form nach norwegischem Leben an. Es fühlte sich zwar auch nach amerikanischem Highschool-Teenie-Ding in Böse an, aber ich meine, ich war nicht dabei damals. Ich glaube, dass das nicht völlig unrealistisch ist, weil diese Szene war geprägt davon, dass völlig ausgelassen Normen in Frage gestellt wurden, dass ganz bewusst mit dem Bösen gespielt wurde, unheimlich viel Alkohol, Drogen, Sex. Wenn man das darstellt, dann sieht das halt nach einer bösen Variante von einem College-Film aus. Gell? Ist nun mal so. Ja, und die waren halt auch so in dem Alter, oder? Ein bisschen älter, ja, aber ja, schon ja, College 20, ja. 18 war, als ja, die Band gegründet genau. hatte ich gerade in seinem Wikipedia-Artikel, also jetzt der echte. Ja, also das passt schon ziemlich und auch was, wo ich mich ein bisschen rantasten musste, die wirken halt echt doof zum Teil, also oder so jung, so wo du dir denkst so, oh, das ist kindisch, was ihr da macht. Ja, auch selbst als sie dann eben die so Kirchen abbrennen, ja, hat das nichts irgendwie,
auf irgendeine böse Weise Erhabenes oder ja, als was man sie so im Hinterkopf hat, ja. Das sind so, wow, das sind die bösen Black Metaler, die diese Kirchen niedergebrannt haben. Und jetzt sieht man halt, dass es dumme Jungs waren, ja. Dumme Jungs, die vielleicht auch eine Persönlichkeitsstörung hatten oder ganz sicher eine Persönlichkeitsstörung hatten, ja, sei es drum. Aber es sind auch einfach nur dumme Jungs, die auch albern sind oder die auch, die, also mit albern meine ich nicht, dass sie irgendwie Spaß miteinander haben, sondern die ich als mittlerweile ja schon fast alter Erwachsene nicht richtig ernst nehmen kann. Also das ist halt so, ja, natürlich muss man Leute ernst nehmen, die sich und andere verletzen und töten, das ist klar. Aber eigentlich sind es Idioten, ja. Also, und das fand ich gar nicht schlecht, dass die mal als das dargestellt werden, weil das waren sie in meiner Erinnerung auch nicht. Ja, für mich ist Mayhem und Burzum, das sind solche, das sind so die Altvorderen des norwegischen Black Metal, die es gegründet haben. Ich meine, als das werden sie auch dargestellt hier. Aber so, das sind so die Urväter, ja. Die sehe ich nicht als 20-jährige Idioten, ja. Die Partys feiern und nebenher und sich denken so, ah, wir gründen mal ein Black Metal Label, ja. Deswegen, das fand ich gut, dass das so dargestellt wurde. Und ja, das macht es irgendwie amerikanisch, vor allem wenn sie dann noch amerikanisch reden. Aber ich fand das passend. Also, und dann kommt natürlich die ganze Gewalt und so, gell? Also dieser, also die Geschichte ist halt die, dieser Euronymous, der sich Euronymous nennt, der irgendeinen norwegischen Namen hat, ich habe ihn vergessen, keine Ahnung, gründet halt diese Band Mayhem. Øystein Aset. Genau. Das spricht man wahrscheinlich komplett anders aus. Ja, ein bisschen anders, aber egal. Und der hat dann einen Drummer mit dabei, der nach kurzer Zeit, dem das nach kurzer Zeit zu heavy wird und der wieder geht. Dann haben sie einen anderen Drummer und dann brauchen sie einen Sänger. Und diesen Sänger finden sie, der bewirbt sich bei ihnen, indem er ihnen, ich glaube, eine tote Katze oder sowas schickt in einem Umschlag. Und der nennt sich Dad und ich glaube, ist Schwede und wird gespielt vom Sohn von Val Kilmer und wird richtig gut gespielt. Also ist auch also unheimlich berührend und also hart in die Fresse und der ist halt völlig durchgeknallt. Also der ist, vor dem hat man richtig Angst, ja. Also der inhaliert halt vor einem Auftritt noch aus so einer Tüte irgend so ein Kadaver, ja, irgendwie tote Mäuse hat er in der Plastiktüte, um darin daraus zu inhalieren, dass er eben den Tod aufgesogen hat, kurz vor dem Auftritt und so, ja. Also, Hantavirus, ich höre dir zu. Zur Zeit von Hantavir nicht mehr machen würde, genau. Aber ja, also ist wirklich krass und schneidet sich halt auf der Bühne die Pulsadern auf, aber richtig derb, ja, also durchbohrt sich richtig, also wo man denkt so, wow, ist richtig außerhalb meiner Wohlfühlzone. Und da fällt mir ein, ab morgen ist der Vorverkauf für das Death Stars Konzert in Aschaffenburg. Muss ich dran denken, muss ich am besten nachher noch Karten kaufen. Hörertreffen auf dem Death Stars Konzert, jetzt wisst ihr, wo ihr Christoph abpassen könnt. Ja, wenn ihr noch Karten kriegt, ich weiß nicht, am 20. gibt es. Und du noch Karten kriegst. Ja, ich kaufe in anderthalb Stunden Karten. Dann ist nämlich 12. Okay. Der Typ ist völlig durch und wie sollte es anders sein, der bringt sich dann halt auch um, gell? Also die leben in so einem abgeschiedenen Haus im Wald zusammen und er schneidet sich dann die Pulsadern oder die Arme, muss man sagen, nochmal richtig derb auf und sticht sich in den Hals und dann erschießt er sich noch mit einer Schrotflinte, also ja, damit es auch ja nicht schief geht. Und Euronymous kommt dann dahin, findet den Leichnam und den weggeschossenen Kopf. Und auf welche Idee kommt man da? Man sammelt Knochenfragmente des Schädels ein und macht Halsketten daraus. Kann man machen. Ja, ist vielleicht nicht so wahnsinnig gesund. Aber das ist dann praktisch ihr Markenzeichen für also die Bandmitglieder haben alle so eine Kette aus Schädel von Dad. Und er macht dann Bilder davon auch, wird dann auch, die Bilder werden, glaube ich, auch in Cover Artworks von Mayhem verwendet und so. Also, ja, solche Sachen. Und jetzt haben sie halt wieder keinen Sänger und finden wieder einen neuen Sänger.
der mit dem sie vorher schon mal kurz aneinander geraten waren und den der Euronymous da als Poser bezeichnet hatte, aus naheliegenden Gründen, und der jetzt aber eskaliert ist, der eigentlich Christian Vikernes heißt, und der nennt sich aber jetzt nicht mehr Christian, weil, oder Christian, weil das natürlich ein unpassender Name ist. Er nennt sich jetzt Vark. Und Vark ist eine alte Bezeichnung für Wolf, also altnordische Bezeichnung für Wolf. Und da sind wir jetzt auch wieder bei den Wolfskriegern, die wir vorhin, das ist nämlich praktisch eine Referenz an die Wolfswikinger, die er da gemacht hat, die aber vor allem so im Rechtsradikalen benutzt wird. Also das ist nicht richtig historisch, und das ist, also soweit ich weiß, und das ist tatsächlich auch ein Thema bei ihm. Er hat so eine sehr starke, so einen sehr starken Bezug zum Nationalsozialismus und zu vielem anderen auch. Also er wird dann später auch mal interviewt, und da fragt dann der Interviewer so, und sie sehen sich als Paganist und als dies und als das und als Satanist und als Nationalsozialist, wie passt denn das zusammen? Ja, weil es passt halt nicht zusammen, ja, du kannst nicht Satanist, weil wenn du Satanist bist, ja, dann bist du ja im Endeffekt Katholik, ja, das ist ja im Endeffekt die böse Variante vom Katholizismus, das heißt, wenn du an Satan glaubst, dann bist du ja im katholischen Gedanken, in der Gedankenwelt, ne? Wenn du Paganist bist, ja, also im Endeffekt einer, der den alten nordischen Göttern anhängend, ja, das ist unvereinbar mit Satanismus, weil das ist halt ein Vielgottglauben. Ja, wie hat der Dings gesagt, der Uhtred, als die Königin ihm irgendwas erzählt von Christentum, your God doesn't speak to me. Ja, genau. Und dann halt noch den Nationalsozialismus mit einem klaren Bezug zu Adolf Hitler. Also das sagt er auch. Der ist ja dann in den Knast gekommen, später die reale Figur. Ja, genau. Und hat aus dem Knast raus die allgermanische heidnische Front, eine internationale Neonazi-Organisation, gegründet. Ja, genau. Super. Nee, ist natürlich nicht super, aber ja, ist halt, da passt halt nichts zusammen, gell? Das ist so. Mittlerweile hat er dem Belief-System dann wohl jetzt mittlerweile wieder abgeschworen, aber auch nicht so richtig, nicht. Und es ist alles irgendwie Bullshit. Nee, der ist schon Nazi. Ja, ja. Er hat auch einen YouTube-Kanal gehabt, den sie eben gelöscht haben. Also. Der hat halt dieses, die Nazis sind das Urböse, und deswegen bin ich für sie. Das hat er halt inkorporiert. Gell? Also der ist halt für alles. Also der ist eigentlich immer noch so ein kleiner 15-jähriger Dummkopf, richtig, der von nichts eine Ahnung hat, aber weiter auf diesen, das ist cool, deshalb mache ich das rumreiten. Ja, exakt, so ist es. Alles klar. Und wird auch hier so dargestellt, so als er den Euronymous dann zum zweiten Mal trifft, und der Euronymous, die wollen irgendwie essen, und stellt sich raus, Vark ist Vegetarier, und Euronymous sagt so, Vegetarier, wie Adolf Hitler. Und Vark strahlt so richtig, ja, weil im Endeffekt sofort sein Beweggrund für seinen Vegetarismus hier identifiziert wurde. Ja. Also es ist genau wie du sagst, so 15-jährig, völlig kindisch, aber die sind halt nicht mehr 15-jährig. Das mit Vark eskaliert dann natürlich auch, der benennt sich dann auch um in Count Krischnach und macht halt all das, was Euronymous praktisch nur vorgibt zu sein und zu tun, macht der halt wirklich, ja, der zündet halt dann wirklich Kirchen an, und es beginnt dann halt eine Gewaltspirale, wo dann eben auch Menschen ermordet werden. Also lustigerweise wird einer ermordet, der gespielt wird von einer der zentralsten Figuren, nämlich dem zentralen Bösewicht aus Northman, der in Northman ja Vark heißt. Jarl Vark. Haben wir wieder eine schöne Verknüpfung. Das Ganze eskaliert dann dahin, dass am Ende die beiden sich nach dem Leben trachten, Euronymous und Vark, und einer von beiden, du hast es ja schon gesagt, welcher, Euronymous bezahlt das mit dem Leben, und Vark geht in den Knast. Ja,
Und das ist hart und verstörend, aber auch entzaubernd. Und deswegen finde ich, ist es ein guter Film. Okay. Wirst du jetzt die Musik dieser Band noch hören oder eher nicht mehr? Ja, das ist schwierig. Das war schon immer schwierig für mich. Also Mayhem ist ja keine Nazi-Band, gell? Deswegen Mayhem hören geht schon. Ist eigentlich unproblematisch, finde ich. Es ist mir eine Idee zu oldschoolig, obwohl ich gestehen muss, ich höre es schon hin und wieder. Also Mayhem finde ich schon, es war auch während ich den Film geschaut habe, wird ja deren Musik auch eingespielt, die geht schon an mich ran. Also es ist schon, da denke ich schon, weiß ich schaue einen Film über diese Band, die eigentlich in dem Film demontiert wird, und trotzdem berührt es mich in der Weise, dass ich mir denke, so, oh ja, Mayhem müsste ich mal wieder hören. Also das ist schon so. Bei Burzum habe ich mir immer unheimlich schwer getan, weil der Typ halt Nazi ist. Die Musik von Burzum, also die Texte sind nicht nationalsozialistisch. Deswegen ist es immer, war immer die Kontroverse, in was, also teilt man das in nationalsozialistischen Black Metal ein oder nicht? Also es gibt ja dieses Genre, gell? Also die, oder dieses Subgenre. Und im Allgemeinen wird es nicht dazu darin eingeordnet, weil die Musik und die Texte das nicht hergeben, aber der Typ war halt ein krasser Nazi. Also von daher ist es schwierig und also ich höre eigentlich ungern Burzum. Ich habe das vielleicht in meinem Leben dreimal reingehört, um halt zu hören, wie das ist und was das ist. Und ja, das ist schon, das wird auch hier dargestellt, so, dass der halt auch musikalisch völlig absurde Ideen hatte, ja. Also, wo dann der Euronymous versucht, ihn davon abzubringen, so extrem puristische Aufnahmemethoden. Es soll möglichst scheiße klingen, damit es halt echt ist und sowas. Ja, was dann bei rauskommt, also die Musik von Burzum ist nicht so schlecht. Also es ist, ja, muss ich gestehen, die ist nicht so verkehrt. Da ist schon was drin. Ich will nicht sagen, dass das genial ist, um Gottes Willen, aber das ist schon kein Track. Aber ich meine, ich kenne mich da auch zu wenig aus. Wenn ich das hören wollte, dann würde ich es ja bei Amazon Music hören oder so. Oder bei Spotify. Und wie ist das? Die kriegen, glaube ich, Geld von mir, wenn ich deren Lieder höre, oder? Also das ist immer so mein Gefühl. Ich glaube, ganz wenig, aber sie kriegen was, oder? Ja, so ist das nicht. Das, die kriegen Geld, wenn du es hörst, sagen wir es mal so. Aber ja, genau. nicht in dem Ausmaß, wie du das vorstellst. Also die kriegen unheimlich wenig Centbeträge, oder? Also genau, so weil das wird nicht von deinem Anteil gerechnet, sondern von dem Gesamtanteil aller Streams, die bei Spotify laufen. Also ja, jetzt gut, nicht dann so. Kriegen die ja im Endeffekt indirekt, kriegen die dann ja von mir Geld, gell? Ja, aber die Theorie, die immer aufgemacht wird, ist so, wenn du jetzt der oberkrasse Burzum-Fan wärst und zahlst 10 Euro im Monat und hörst für deine 10 Euro im Monat den ganzen Tag nur Burzum, nichts anderes. Dann kriegt der die 10 Euro. Dann kriegt der die 10 Euro und so ist es. Ja, nee, das ist natürlich Quatsch. Ja, ist, oder sagen wir mal, dann nimmt sich Spotify 2 davon und gibt ihm 8 oder so. Könnte man ja sagen, könnte man ja argumentieren, dass das eine faire Sache wäre, weil du hast sozusagen mit deinen 10 Euro hast du einen gewissen Teil an Spotify bezahlt und du hast ausschließlich Burzum gehört. Also müsste ja der Anteil von Spotify an Spotify gehen und der Anteil, der alles andere müsste ja 1:1 zu Burzum gehen, weil du ja nur Burzum gehört hast. Ja. Das ist zum einen jetzt theoretisch, weil du das nicht tun würdest, und zum anderen ist es so auch nicht, sondern es wird dann einfach nur gezählt, wie viele Streams hast du denn gemacht, und wenn du da jetzt, sagen wir mal, nicht ein 13-jähriger Teenie mit zu wenig Lebensinhalt und zu viel Zeit bist, hast du vielleicht irgendwie 100 Songs im Monat gehört, wenn das, also ich komme nie im Leben auf 100 Songs im Monat, aber ja, also ich höre bei der Arbeit viel Musik. Ich nicht. Also, okay, dann hast du 100 anderen Black Metal. Genau. Hast du 100 Streams gemacht, dann werden halt 100 Streams aufgerechnet für diesen Nazi. Aha. Und parallel
haben aber andere noch Milliarden andere haben Songs. Milliarden Leute Taylor Swift gehört. Und dann wird das quasi, so einfach ist es wahrscheinlich am Ende auch nicht, aber so mal grob gerechnet. Ja, genau. Dann wird das alles zusammengerechnet und dann wird das ganze Geld auf einen Haufen geschüttet und dann wird geguckt. Und damit kriegt halt Taylor Swift und Dieter Bohlen alles und er kriegt irgendwie 26 Cent. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, genau. So, also ja, genau, richtig, das wusste ich. Und trotzdem ist es ein blödes Gefühl. Ja, total. Selbst wenn du nur einen Song hörst, du weißt, auch wenn es verschwindet, so wie vorhin, als wir über diese ChatGPT, wie auch immer, genau, gesprochen haben, was irgendwie ein 125. Cent gekostet hat. Selbst das fühlt sich nicht gut an, weil ich weiß, ich finanziere jetzt gerade einen Nazi und das ist irgendwie uncool. Ja, du müsstest also die CD schon auf der Straße finden, um da reinzuhören oder ja, genau, torrenten, ja, oder so. Ja, richtig. Ja, aber ja, aus reiner Neugier habe ich schon hin und wieder mal reingehört. Und ich habe auch jetzt noch mal reingehört, muss ich gestehen. Also, weil mich jetzt auch wieder interessiert hat. Nazi-Finanzierer, du. ja, sein neuestes Album kam 2020. Ich habe übrigens jetzt tatsächlich auch unverschuldet reingehört, weil ich bei Spotify Mayhem mir angehört habe und da haben sie danach einfach Burzum gespielt, weil die machen ja dann immer so eine wilde Mischung, ne? Und das ist natürlich naheliegend, dass man Burzum spielt, wenn man Mayhem spielt, weil der halt in beiden Bands gespielt hat, der Count Krishnach. Oder Burzum ist er selbst, also das ist halt eigentlich keine Band gewesen. Es war als in der Wikipedia steht, es sei ein Music Project. Okay, wir reden viel schon zu lange über diesen Arsch. naja, aber es ist Geschichte der 90er Jahre, die schon relevant ist. Es ist europäische Geschichte, die nicht auf dem Schirm ist von den meisten Menschen. Und da ist einfach unheimlich viel passiert dafür, wie wenig in diesem Land normalerweise passiert. Und das hat auch echt Auswirkungen gehabt, gell? Sowohl auf die Musikszene als auch auf Norwegen, auf Oslo, auf die Subkultur da, auch auf die HIV-Statistik. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Das war alles. Habe ich da nicht zugehört? Was hat das mit der HIV-Statistik zu tun? Ja, da wurde einfach unheimlich das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ne? Aber so wurde es mir erzählt von Norwegern, dass da einfach in dieser Zeit unheimlich ausschweifende Subkultur in Oslo war oder in Norwegen war oder in den großen Städten. Und eben nicht, also das, was wir, wenn wir so an HIV-Verbreitung denken, denken wir an Sex. München in den 80er Jahren, ja, also Schwulenszene in den 80ern und sowas, gell? Und in Norwegen war das halt die Black-Metal-Kultur Anfang der 90er, ja, und das hatte halt nichts mit der schwulen Kultur zu tun oder so, sondern es war halt, die haben halt da völlig über die Stränge geschlagen und Drogen konsumiert mit Dreckchenspritzen und zu viel Sex mit gemischt und Druff und ja, also ich dachte, so aufgeschnittene Pulsadern und Blut überall, so das ist wahrscheinlich war jetzt auch meine nicht so Vorstellung gut. Gerade im Kopf, so, aber okay, dann doch ist Sex, wahrscheinlich auch nicht so gut, ja klar, Sex und Spritzen, ja. Ja, also unheimliche Drogenproblematik meine auch. Fantasie wieder mit mir durchgegangen. Blutpartys. Ja. Ist aber, ja, nochmal Disclaimer, absolut gefährliches Halbwissen. Ja? Ich habe das überhaupt nicht recherchiert, mir wurde das erzählt von Norwegern. Also keine Ahnung, ob es stimmt. Die dich beeindrucken wollten mit einer Schockgeschichte über ihr. Ja, tatsächlich wurde es mir erzählt von Norwegern, die auch ein sehr nahes Familienmitglied in dieser Zeit an HIV verloren haben. Also die sich in oder später verloren haben, aber der sich in der Zeit HIV geholt hat in Oslo. Also es scheint irgendwie so ein Ding gewesen zu sein. Wieder was gelernt. Vom Halbwissen wieder was gelernt. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, wie verwertbar so, das ist. Wie das halt so ist im Sneakpot, gell? Ja, ja, genau. Das ist immer das Schöne bei so Halbwissen. Man hört es dann so, dann vergisst man ein halbes Jahr später, wo man das gehört hat und vergisst, dass derjenige, der ihm das erzählt hat, dazu gesagt hat, dass es Halbwissen ist. Und zack, ja, genau. Und hat es sich manifestiert als, das weiß ich jetzt einfach. Ja, so funktioniert das menschliche Gehirn und wir sind gerade mitschuldig daran, dass sich das weiter verbreitet. So ist das. Deshalb kann man auch nicht Bildzeitung lesen und wissen, dass das ja alles Blödsinn ist, was da drin steht, weil genau dieser Effekt dich dann in den Arsch speist. Genau. Insofern macht das nicht. Keine Bildzeitung lesen. Die macht Blasen im Kopf und außerdem macht sie dumm. Ja. Gut, jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren, wo wir hier in unserer Sendung stehen. Und außerdem kurz
funktioniert meine Kapitelmarkentaste heute nicht. Das macht mich rasend, muss ich sagen. Ich glaube, wir stehen kurz vor ich weiß mal nicht, wie diese Buchstaben sind. GPT? ChatGPT, ja genau. GPT. Vorher wollte ich mit dir noch über deinen Schreibtisch reden. Du hast neulich ein Foto gepostet. Weil ich habe auch meinen Schreibtisch umgestaltet. Und ich bin auch immer noch an weiteren Optimierungs- ich auch. Dingen dran. Was hast du bei dir neu gemacht? Erzähl. Ich habe ihn aufgeräumt. Das ist schon mal immer gut. Mal mache ich auch so alle halbe Jahr, räume ich mal meinen Schreibtisch auf und dann fühle ich mich total ordentlich danach. Na gut, ich habe ja meinen Job gewechselt und habe deswegen meinen Bildschirm abgegeben meine Bildschirme abgegeben und alles andere an Gerödel und habe jetzt eben habe mir einen großen Bildschirm geholt. Was für einen? Oh Gott, frag mich doch nicht. Philips? Die Marke und das Modell interessiert mich nicht so sehr, also Größe so und breit, Format. So unheimlich breit. Okay, so absurd breit. Also dieses völlig absurde Format. So okay, also 21:9, wahrscheinlich 34 Zoll. Zwei Bildschirme nebeneinander sind im Endeffekt. Wo du immer drei Seiten drauf machst. Das ist ziemlich cool, finde ich. Ja, so ein Ding habe ich ja hier auch vor mir stehen. Ja. Und was habe ich noch? Ich weiß nicht. Ich habe seit heute einen neuen Stifthalter. Diesen Lego-Panzer, ich habe ihn gesehen, ja. Richtig, genau. Weil ich hatte bisher eine Tasse, wo Goethe drauf war, aus unserer Uni halt. Ich hatte eine South Park-Tasse. Und meine Tochter hat mich gestern oder vorgestern gefragt, warum ich da eine Tasse stehen habe. Und dann habe ich gesagt, um die Stifte zu halten. Aber warum eine Tasse? Dann habe ich gesagt, ja, weil die richtige Form dafür hat. Man kann Stifte reinstellen. Aber aus Tassen trinkt man doch. Ich habe eine Tasse, die ist irgendwann mal irgendwo angeschlagen worden und hat so einen ganz haarkleinen Riss. Und wenn du heißen Tee reinmachst, dann wird irgendwann der Tisch nass. Aber sie hält an sich so noch ihre Form und als Stifthalter geht sie noch. Das ist gut. Ich hatte ja eigentlich vor, so eine von diesen Star Trek Kopftassen zu nehmen, aber die sind irgendwie zu hoch oder ja, ich glaube, sie sind zu hoch. Also es funktioniert nicht, da ist der Stift weg, wenn man den da reinstellt. das bringt nichts. Und dann ist mir eingefallen, dass du neulich bemängelt hast, dass du ja gedacht hättest, dass ich diesen TPZ Fuchs, also diesen Transportpanzer, den ich bei der Bundeswehr gefahren bin, als Blue Bricks Modell, dass ich den irgendwo auf dem Schreibtisch als Display-Modell oder so stehen hätte und dass du das seltsam findest, dass das bei meinem Sohn im Regal steht. Dann habe ich mir gedacht, hast du eigentlich recht? Und ich hätte ihn ja sowieso gerne auf meinem Schreibtisch stehen oder ich hätte gern irgendwas Lego-mäßiges auf meinem Schreibtisch stehen. Und deswegen habe ich ihn jetzt auf meinen Schreibtisch gestellt und habe ihn ein bisschen modifiziert, beziehungsweise ich habe ihn einfach nur ein bisschen verstärkt, dass er ein bisschen stabiler wird. Und der hat ja oben solche Öffnungen, wo die Leute rausgucken, um dann eben das MG zu bedienen oder so. Und da hat er eben 1, 2, 3, 4 Öffnungen, in die zum Teil bis zu 2 Stifte reinpassen. Das heißt, ich kann mehrere Stifte in diesen Panzer oben reinstecken und habe jetzt eben einen... In die Luken, oder? In die Luken, genau. Der Panzer hat jetzt praktisch Stifte oben in den Luken stecken. Ist jetzt kein Panzer, der eine Kanone hat normalerweise, zumindest keine so eine, wie man sich das jetzt bei einem Panzer vorstellt. Das wäre natürlich noch besser, wenn du dann so einen Stift als Kanone hättest, die du dann so rausziehen kannst. So. Ja, stimmt, ja auch gut. Der hat keine MG. Das wäre so ein pazifistisches Statement, so den Stift vorne so raus und dann ich nehme das, um damit Schrägwerk zu schaffen. Ja. Der hat ein zu leichtes Chassis für eine Kanone. Muss ich aber auf das Panzermuseumsvideo zurückdingsen. Also da musst du nur so ein Rücklaufding mit Dämpfer haben. Ja, und dann, genau. Dann würde das gehen. Dann würde das gehen, ja, stimmt. Vor allem, ich kann es auch ehrlich gesagt nicht so ganz glauben. Ich habe so das Gefühl, das ist eine Ausrede, weil nämlich der Lux, also der Spähpanzer, der aus der gleichen Zeit stammt und nur eine Achse mehr hat und eigentlich ziemlich genau die gleiche Form, davon abgesehen, der hat ja eine Bordmaschinenkanone, ich glaube eine BMK-20. Und bei dem geht's, ja. Also ich sehe das nicht ganz ein, dass das beim Fuchs nicht gehen soll. Ich glaube, der Grund ist eher der, dass du dann ja, wenn du BMK hast, dann brauchst du ja Platz dafür, gell? Also auch für Munition, das ganze andere. Und dann ist halt die Idee des Transportpanzers dahin. Dann transportierst du halt nichts mehr. Aber das ist jetzt wieder ganz gefährliches Halbwissen, weiß ich nicht, ob das der Grund ist. Vielleicht ist das Chassis tatsächlich auch irgendwie anders als
beim Lux, keine Ahnung. Aber hat auf jeden Fall nur ein MG. Man hätte ja auch so ein verstärkt, oder wie nennt man das, überschweres MG drauf machen können. Ich weiß, die Bundeswehr hat sowas nicht, aber hätte man ja machen können, ne? Also, wenn man das auf einen Hilux machen kann, warum soll man das nicht auf ein TPZ machen? Also, leuchtet mir nicht ganz ein. BMK 20 habe ich ja gewartet, damit kenne ich mich aus mit dem Ding. Ah, BMK 20, super. Voller Fett meistens. Es ist halt der Sound von der BMK 20 ist das Beste, was es gibt unter den Waffentönen. Ich habe es mal auf einer Übung, der Marder hat es ja auch. Ja, der Marder, genau den habe ich ja zerschraubt. Und das ist halt, also habe ich ja auch schon erzählt, als ich zum ersten Mal den Schießen gehört habe, da habe ich ihn gar nicht gesehen. Da war ich im Moon-Lager oder keine Ahnung, irgendwie so im Lager auf dem Truppenübungsplatz und draußen ballert dieses Teil. Ich habe gesagt, boah, was ist denn das für ein geiles Geräusch? Weil es halt nicht so leer und tump wie die 120 mm vom Leo sind, ja, die so einfach so pff machen, sondern das ist halt so, das ist wie eine Bassdrum im Endeffekt. Und ja, so ein maschinenmäßiges Blechern-Geräusch da bin ich halt irgendwie so. Mit dem Black Metal auch nah dran, gell? Ich meine, die Double Bass beim Black Metal ist halt nah dran an der BMK 20. Das ist einfach ein tiefes. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich ein geiles Geräusch, wenn man auf das Geräusch von Schusswaffen steht, ja. Also, was jetzt habe ich nicht einen direkten Bezug zu. Also, das nicht. Aber die BMK 20 ist wirklich toll. Also, ja. Und es ist natürlich auch eine absolut beängstigende Waffe. Also ich habe jetzt neulich ein Video gesehen, wo dieser Terminator von den Russen, dieser, was ja im Endeffekt auch ein Panzerchassis, also ein richtiger Kettenpanzer ist, mit Bordmaschinenkanonen drauf. Ich glaube, eine Doppelbordmaschinenkanone hat der, gell? Ich weiß nicht, was für eine. Und wie der in so ein Waldstück reinschießt, das ist wirklich beängstigend. Also es ist viel beängstigender als so dieser Einfachschuss von einem Kampfpanzer. Es ist wirklich, also da weißt du halt, da wächst halt kein Gras mehr. Also es ist halt ganz furchtbar. Wirklich, dem willst du nicht begegnen in einem Krieg. Also, und zeigt sich ja auch bei den Ukrainern jetzt, habe ich glaube gestern oder heute irgendwie sowas gehört, dass sie eigentlich schärfer auf diese eigentlich schwächeren Bradleys und sowas sind, die halt was ist das? Transport, nee, ist nicht Transportpanzer, Schützenpanzer. Ja, mit, so genau. Ja, das ist ja mit Bordmaschinenkanone. Genau. Ist ja so das Marder-Äquivalent. Genau. Oder genau. Oder jetzt wo du halt Nachfolger. Erstens mal noch Leute dabei hast, die du absitzen kannst, die dich dein Ding halt noch verteidigen, infanteristisch, und du hast halt diese Bordmaschinenkanone. Das ist halt einfach eine krasse Waffe. Ja, das, also du willst mit dem Ding natürlich nicht irgendwie einem T-72 begegnen. Das ist klar. Aber in der Regel begegnest du halt Infanterie, gell? Richtig, genau. Das ist halt der Punkt. Den C-72 oder den 80ern oder so, den begegnest du ja so normalerweise nicht. Davon gibt es ja einfach zu wenig. Mhm. Und selbst wenn du von recht weit, also der Marder zum Beispiel hat dann den Milan dabei. Ja, das kommt noch dazu, ja. Kann man auch noch einsetzen. Also der ist schon, auch wenn er jetzt schon abgekündigt ist bei der Bundeswehr, glaube ich, trotzdem noch ein ganz potentes Fahrzeug. Glaube ich auch, ja. Aber wie sind wir jetzt hier hingekommen? Wir waren bei Schreibtisch. Ja, über meinen Stiftehalter. Ja, genau. Kommen wir zu deinem Stiftehalter zurück. Ja, sonst habe ich auf meinem Schreibtisch nicht sehr viel. Halt die üblichen Sachen, ein pinker Locher und ein. Nee, das meine ich jetzt nicht. Wie hast du das aufgebaut? Du hast ja wahrscheinlich auch einen Laptop, den du dann mit deinem Monitor benutzt. Zugeklappt oder aufgeklappt? Aufgeklappt. Als zusätzlichen Bildschirm. Auf dem Laptop habe ich das Mail-Programm immer offen auf Vollbild, und dann habe ich auf dem Hauptbildschirm in der Regel drei Fenster nebeneinander. Und den Laptop, also es gibt ja die Fraktion, die den Laptop mittig vor den großen Monitor stellt. Nee. Und dann den Monitor so erhöht irgendwie, dass er oben über den Laptopdeckel drüber guckt. Dafür bin ich zu klein. Da müsste ich viel größer sein. Ja, oder ein Schreibtisch, der relativ weit runtergefahren ist. Ja, nee. Ich habe den Laptop links daneben stehen auf so einer kleinen Kiste. Und dann mit externer Tastatur und Maus. Ja, genau. Okay. Ja. Nee, auf dem Laptop schreiben. Gott, nee. Nee, das war mit einfach. Ich verstehe diese Fraktion auch nicht. Man sieht das immer in so YouTube-Videos. Meine so Desk-Setup-Videos sind ja so ein Ding. Und ich habe jetzt in letzter Zeit auch wieder ein paar geguckt.
Und ganz oft, vor allen Dingen in so amerikanischen Desktop-Videos von so YouTube-Menschen, siehst du dann immer super clean aufgeräumte Schreibtische. Dann in der Regel haben sie entweder den Monitor an so einem Schwebearm dran, also an so einem, weiß ich nicht, ja, so einem Verstellarm halt, wo ich auch immer noch scharf drauf bin. Ich habe keinen, aber vielleicht, das könnte irgendwann nochmal so eine Anschaffung werden. Aber da brauche ich, glaube ich, erstmal einen besseren Schreibtisch, weil das hier ist so eine ganz billige IKEA-Arbeitsplatte. Ja, ich hätte da Angst, dass es dauernd wackelt. Man stößt an den Tischen, dann wackelt das Ding wie das verrückt. Das ist der Punkt. Du brauchst einen Schreibtisch, der den Namen verdient. Also das, ja, muss genau, irgendwas, richtig schwer irgendwas Massives sein. Mhm. Und die Arbeitsplatte darf halt auch nicht so IKEA-Presspappe sein. Weil du so musst das Ding ja ordentlich fest, ja, bei mir auch, genau. Du musst das Ding ja ordentlich festschrauben. Damit der diese Haltefunktion, da kommen ja auch so Scherkräfte und sowas zustande. Ja, das kann dann halt nicht irgendwie Presspappe sein, das muss dann irgendwie Buche oder Eiche massiv oder sowas sein, dass du da auch mal was festmachen kannst. Oder auch durchbohren. Das gibt es auch die Variante, dass man das durchbohrt. Oder durch das Loch, was der Schreibtisch vielleicht für so Kabeldurchführung von Haus aus schon mitbringt, dass es da durchgesteckt und da dran montiert wird. Da musst du nicht selber bohren und den Schreibtisch nicht verändern, faktisch. Oder sie haben halt so eine Erhöhung unter ihrem Monitor drunter, wie so ein kleines Tischchen auf dem Tischchen. Und dann steht der Laptop mittig davor und ist aufgeklappt. Und dann hast du quasi deinen einen Bildschirm unten und deinen anderen Bildschirm oben da drüber. Und die Leute benutzen dann die Tastatur und das Trackpad im Laptop. Und bei dem Mac kann ich das ein Stück weit verstehen, weil die Trackpads vom Mac, die sind zum einen unfassbar riesig im Vergleich zu denen von PCs. Und zum anderen, zumindest von den Lenovo-PCs, die ich hier habe. Und zum anderen sind sie, können sie Multitouch, also sie haben Gesten mit bis zu 5 Fingern, glaube ich. Gibt es verschiedene Gesten, die in macOS dann halt irgendwas Bestimmtes machen. Also kannst du von der Seite rein swipen und du kannst mit mehreren Fingern so eine Geste machen, so alle Finger von außen zusammen zur Mitte oder alle Finger von der Mitte zusammen nach außen oder mit 3 Fingern hoch, mit 3 Fingern runter, mit 2 Fingern hoch, 2 Fingern runter und von den Seiten rein und so. Kannst du gewisse Dinge, die du damit bedienen kannst, was dann halt jeweils passiert. Manches davon ist auch konfigurierbar. Kannst du einstellen, wie du es gern hättest. Und um das nicht zu verlieren, und weil die halt so gut sind, diese Trackpads, kann ich so ein Stück weit nachvollziehen, warum man das eventuell macht. Allerdings, ja, aber trotzdem, eine Maus ist einfach eine Maus. Die kannst du also ja trotzdem noch nebendran legen. Das nimmt dir ja keiner weg. Also du kannst ja trotzdem rechts von dem Laptop noch eine Maus liegen haben. Ich mache das jetzt so, ich habe meine Tastatur, meine Mac-Tastatur mittig davor liegen und das Trackpad dann links. Ich bin aber Rechtshänder. Also ein externes Trackpad von Apple. Noch links daneben und auf der rechten Seite für die rechte Hand eine Maus. Das heißt, ich habe die in der Mitte tippen mit beiden Händen oder einer, je nachdem, was ich gerade mache. Mit der rechten Hand die Maus, um den Mauscursor ganz normal zu bedienen und mit der linken Hand die Möglichkeit, wenn ich so eine Geste brauche, einfach die Hand auf das externe Trackpad zu legen und an der Maus quasi irgendeine Geste auszuführen, um irgendwelche, meistens beschreibt man damit irgendwie Fenster oder holt so. Zum Beispiel kann man so ein, das nennt sich Launchpad reinholen oder so eine Übersicht aller Fenster, auch der minimierten, so alle mal anzeigen, das nennt sich Exposé. Oder Mission Control heißt es mittlerweile, glaube ich. Egal. So, und dann hatte ich die ganze Zeit immer das Problem, was mache ich mit der Tastatur von dem Windows-Rechner, weil ich wechsle ja immer zwischen Mac und Windows. Windows im Beruf, also tagsüber quasi und dann abends nach Feierabend auf den Mac rüber. Also meistens dann nur hier, wenn ich podcaste oder schneide oder wenn ich irgendwas Privates halt abends noch nach der Arbeit mache. Am Rechner dann jetzt habe ich mir dieses Tischchen auf dem Tischchen habe ich mir gekauft. Das ist sozusagen meine Neuerung. Hat 35 Euro gekostet bei Amazon. Ich weiß nicht, ob das irgendein Markenprodukt ist oder nicht. Keine Ahnung. Es hat irgendeine Marke draufstehen, aber ich habe es wieder vergessen. Ist so ein Bambusbrett mit zwei Metallfüßen rechts und links, die dann auch noch unten so Korkgleiter drunter haben, damit es nicht so schrabbelt. Und wo steht das? Das steht quasi direkt unter meinem Monitor, wenn du so willst. Das Ding ist ungefähr. Also zentral auf deinem Schreibtisch oder was? Zentral auf meinem Schreibtisch, direkt vor mir, genau. Und da drauf steht der Monitor. Und der Monitorfuß lässt von dem Ding rechts und links noch jeweils ungefähr 15 cm übrig. Der Monitorfuß von meinem Monitor ist recht massiv, aber da trotzdem bleibt rechts und links noch ein bisschen was übrig. Und darauf steht zum einen auf der rechten Seite mein Soundinterface und auf der anderen Seite die Dockingstation vom Laptop. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, meine Windows-Tastatur
einfach, wenn ich sie nicht mehr brauche, geradeaus unter das Ding zu schieben. Zack, ist sie weg. Ah, ja, genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Genau. Weil das, das, was du vorhin beschrieben hast, dass der Laptop praktisch zentral steht und du schreibst auf der Laptop-Tastatur. Das mache ich ja nicht. Das sehe ich nur genau, in YouTube. Du hast gesagt, genau. Das siehst du, genau. Ja. Das würde genau mit meiner Verhaltensweise kollidieren, dass halt die Tastatur überhaupt nicht statisch ist, sondern dass die halt ganz bewusst eine Funktastatur ist, damit ich sie jederzeit nehmen kann und irgendwo zur Seite legen kann oder weiter vorschieben kann, vor mich legen, dass ich ein DIN A4-Blatt vor mich oder auch ein DIN A3-Blatt vor mich legen kann und irgendwas da fummeln oder schreiben oder zeichnen oder irgendwas vergleichen kann oder auch irgendeinen Ordner mal schnell hinzulegen und was nachzugucken oder abzuheften. Deswegen, also die Tastatur muss auf jeden Fall beweglich sein. Deswegen dieses Laptop, also das geht für mich überhaupt nicht. Ja, mein Laptop steht auch links von mir auf so einer Erhöhung drauf. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass mittlerweile also wenn ich jetzt tagsüber zum Beispiel hier im Arbeitsmodus bin, dann früher hatte ich auch meinen Laptop links neben mir aufgeklappt als zweiten Bildschirm. Aber ich brauche es am Ende nicht so wahnsinnig oft. Der Hauptbildschirm ist so groß und ich kann da so viele Fenster parallel haben. Auf dem linken hatte ich dann doch meistens irgendwie nichts Nennenswertes. Ich habe den dann meistens nur offen gehabt, damit ich die Kamera habe für die Videokonferenzen. Ja, und fürs Einloggen. Ja, fürs Einloggen, okay, ja, stimmt. Das ist weg, aber das geht über die PIN-Nummer auch irgendwie. Und jetzt habe ich oben mittig auf den großen Bildschirm noch eine Webcam draufgehängt. Ja, übrigens, ja. Ich habe auch als Anmeldefunktion hinterlegt, so auf einem Bild rumklicken. Ich habe ja Windows 11, ich weiß nicht, ob es das bei früheren Windows auch schon gibt. Du kannst eben ein Bild hinterlegen. Aha. Und dann kannst du, also irgendein Foto, und dann kannst du auf dem Foto irgendwelche Klicks oder Bewegungen machen mit der Maus. Okay. Die halt, also kannst dann irgendwie vom rechten Auge zum linken ziehen und auf die Brustwarze ticken und dann noch aufs rechte Ohr klicken oder irgendwie sowas, ja. Und das musst du dir halt merken, was auf diesem Bild du berühren musst, in welcher Form. Mhm. Und da habe ich halt auch so ein die Brüste deiner Frau und da ein bisschen. Nein. So ein Enterprise so hier Funktionsbildschirm von der Enterprise und dann habe ich da auch so typische Enterprise-Bewegungen. Musst du wirklich quasi dann klicken. Ja, klicken und so hochziehen und so oder runterziehen und so. Ah, okay. Solche Sachen, ne? Sehr schön. Fühle ich mich dann immer sehr Enterprise-mäßig. Sehr schön. Das ist gut, ja. Das ist gut. Das habe ich noch nie ausprobiert, diese Funktion. Ich habe nur das PIN, Fingerabdruck und Gesicht. Und der Fingerabdruckleser vom funktioniert überhaupt nicht bei mir. Ist eine Katastrophe. Katastrophe, kannst du vergessen. Also ja. Ich war jetzt ein paar Mal wieder, also ich habe jetzt das Klettern wieder angefangen, das Bouldern seit ein paar Wochen. Und im Grunde kannst du immer, nachdem ich bouldern war, kannst du das sowieso. Auf meinem Mac kannst du meinen Fingerabdruck einen Tag oder so nach dem Bouldern komplett vergessen. Mhm. Und dann kommt's wieder, dann geht's wieder. Und an dem Lenovo ist es allerdings so, 3 Tage, nachdem ich es angelernt habe, geht's nicht mehr und zwar für immer. Und dann kannst du es wieder neu anlernen, dann geht's wieder 3 Tage und dann geht's wieder nicht mehr für immer. Ja, also ist viel so ähnlich. Ist eine Katastrophe, dieser Laser. Ja, und der war es auch schon bei der letzten, also der Laptop jetzt hier, den ich habe, ist ein 2021er Modell, glaube ich, oder ja, 21, genau, 22 habe ich bekommen, aber es ist ein Jahr alt gewesen. Und der davor war ein 2018er oder 19er Modell, da war das exakt genauso. Also es ist eine Katastrophe. Diese Dinger haben nichts dazugelernt. Das ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich gut die sind. Also ich kenne das ja von meinen Samsung-Handys. Das ist so, also flüssig ist anders, ja, aber es geht so halbwegs. Meine Frau hat ein Motorola-Handy. Das ist beeindruckend, wie gut das geht. Weil eigentlich ist das Motorola-Handy, was so die Software angeht, ein ziemlicher Fußgänger. Aber dieser Sensor, der ist ja bei Motorola auf der Rückseite, was schon auch, ja, hat Vor- und Nachteile, aber ich finde es ziemlich cool. Du nimmst das Handy einfach in die Hand und hältst da, wo der Zeigefinger auf der Rückseite liegt, ist halt dann der Sensor. Mhm. Und der erkennt es innerhalb kürzester Zeit. Also wirklich, du hast das Gefühl, du nimmst es und es ist an. Also das ist schon sehr, sehr cool, wie gut das ist. Allerdings, ansonsten kannst du das Motorola-Handy ziemlich, naja.
egal, vielleicht komme ich nur nicht gut damit zurecht. Ich möchte gar nichts Negatives sagen. Nee, aber du hast recht, also auf dem Lenovo-Ding, das ist eine Katastrophe. Das ist, kann man fast nicht Sensor nennen. Also das, der er senst ja gar nichts. Also ja, so ungefähr. Also, völlig wertlos. Ja, leider wirklich wertlos. Ja, ich hatte bei dem neuen, also als der neue Laptop dann kam, hatte ich irgendwie das Gefühl, so, ich richte das jetzt mal nochmal ein und vielleicht ist ja jetzt alles besser geworden als bei dem alten und so. Aber nee, kannst du einfach verreibe. Das mit der Kamera funktioniert übrigens auch nur so halb gut, weil da ist wohl, die Kamera hat wohl keine gut genug Auflösung, gut genug vor allem. Der fordert mich immer auf, näher zu kommen und ich möchte mich nicht über den Tisch beugen. Der Laptop steht halt in der Ecke des Tisches. Kann der nicht die 60 Zentimeter bis zu mir gucken? Warum muss ich da auf einen halben Meter an den Laptop rankommen und mein Gesicht da reinhalten? Also, ich muss mal meinen Kopf so nach unten beugen. Also ich muss mich nach vorne beugen, was ja dazu führt, dass mein Gesicht quasi nicht mehr stirnlastiger wird. Die Stirnlast, ja, genau, das trifft's. Und dann muss ich den Kopf so in den Nacken legen, weil das nicht sein darf. exakt. Und das nervt auch so hart. Das voll, ist, voll. So, wenn das Ding vor dir auf dem Schreibtisch steht und der Laptop-Deckel so ein Stück nach hinten geneigt ist, dann funktioniert das, dann geht das ganz okay. Aber wehe, die Sonne scheint auf dich drauf oder so, weil da zu harte Kontraste auch, dann ist er ganz verwirrt. Oder die Sonne scheint seitlich rein und scheint quasi an seitlich aus dem Fenster an dir vorbei auf die Kamera. Also, dass der Laptop in der Sonne ist oder so. Dann ist er auch, ja, oder es ist so dunkel halt. Das geht ja auch. Ja, das natürlich auch. Hier, das ist auch was bei Apple, ich bin jetzt wieder Apple-Fanboy, kann man mich schimpfen, aber von mir aus, das Handy von Apple, also zum einen der Touch-Sensor, den ich in meinem letzten Apple-Handy hatte, nee, in meinem vorletzten tatsächlich noch, das letzte hatte auch schon Gesichtserkennung, das vorletzte hatte noch einen Touch-ID-Sensor, der hat immer funktioniert. Also nach dem Bouldern hat er mal ein bisschen angefangen, so ein bisschen zickig zu sein. Oder wenn die Finger besonders nass waren oder ich mir beim Bouldern an den Händen wehgetan habe, weil ich irgendwo abgerutscht bin oder so, dann kann es mal sein, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich mir echte Furchen in die Fingerkuppen gemacht, jetzt mag er mich nicht mehr. Aber auch das hat in der Regel nach einem Tag oder so oder nach einem halben wieder funktioniert. Wenn die Hände so ein bisschen, machst du mal Creme drauf, lässt es ein bisschen verheilen und dann geht's wieder. Und zwar ohne neu anlernen. Und der Gesichtserkennungssensor vom iPhone, der geht einfach immer und überall. Nachts, in völliger Dunkelheit. Hä, wie macht er das? Ja, der projiziert ein unsichtbares Infrarotmuster auf dein Gesicht. Okay. Cool. Mit so einem Infrarot-Punktewerfer. Wenn du das mit einer bestimmten Kamera filmst, die in der Lage ist, die keinen guten Infrarotfilter hat, dann siehst du das auch. Der projiziert ein Punktmuster auf dein Gesicht. Und mit diesem Punktmuster versucht er dann sozusagen das durch das Displacement der Punkte, weil er ja weiß, dass das eigentlich, wenn es auf eine glatte Fläche geworfen würde, dann müsste er ja ein absolut gleichmäßiges Punkteraster sehen. Da das ja aber auf eine dreidimensionale Fläche geknallt wird, sieht er halt kein gleichmäßiges Punkteraster, sondern irgendeine Verzerrung. Und darüber kann er halt Tiefeninformationen extrahieren und sieht halt nicht nur ein Foto von deinem Gesicht, sondern er sieht eine dreidimensionale Karte von deinem Gesicht. Dadurch ist es auch gesichert gegen Foto davor halt. Genau, es ist sogar gesichert dagegen, dass du nicht hinguckst, also er erkennt, ob du hinguckst oder nicht und du kannst ihm sagen, ob du das akzeptieren möchtest, also wenn du es weniger sicher möchtest, dann akzeptierst du das, wenn du es sicherer möchtest, dann ist Augen zumachen schon eine Möglichkeit, um dich davor zu wehren, dass dir jemand dein Handy vors Gesicht hält, zwangsweise, um dein Handy aufzusperren, dann musst du nur die Augen zumachen. Dann geht's nicht. Und darüber will das Ding angeblich auch erkennen, ob du jetzt eine Latexmaske von jemandem angefertigt hast. Also das haben auch schon Leute probiert, es damit auszutricksen. Da bin ich jetzt nicht über die Details informiert, wie gut es da standhält, aber es ist schon ziemlich ausgefeilt, dieses Teil. Weil du damit auch bezahlen kannst und so, ne? Also es sollte schon ein bisschen was halten. Und da sind die halt weit entfernt davon. Also bei Lenovo musst du trotzdem die bessere Kamera kaufen. Die normale Standardkamera bei dem Standard-Laptop-Modell kann das nicht. Du musst schon auch die mit Infrarot oder irgendwas haben. Die wird auch mit IR-Kamera oder sowas beworben. Aber ich habe es also jetzt in den letzten Tagen auch wieder öfters gehabt, dass es mich nicht erkennt. Ja. Naja, nee, aber ansonsten quasi bei mir die Neuerung ist jetzt dieser Tisch auf dem Tisch, der den Monitor unterbaut.
Und ich glaube, wenn ich jetzt noch den, also mein Laptop ist dann jetzt mittlerweile unter den Schreibtisch verschwunden. Mein Schreibtisch hat an der Seite so ein Kästchen unten und da steht er jetzt drin. Das heißt, wenn der da so ein bisschen anfängt zu föhnen oder so, dann höre ich den auch nicht mehr. Und oben auf den Laptop-Ständer, auf den mein Laptop sonst immer gewesen ist, ist jetzt mein Mac draufgewandert. Das heißt also, auch tagsüber, wenn ich im Arbeitsmodus bin, ist der Laptop, der Mac hier, also mein privater, zwar zugeklappt und in der Regel ausgeschaltet, aber im Wesentlichen nur einen Griff, ihn schnell aufzumachen, im Zugriff jederzeit. Mhm. Was auch ganz angenehm ist, weil manchmal, dann hat man irgendwas, wo man denkt, das ist jetzt privat, das mache ich auf dem anderen Rechner. Und dann ist der immer da. Ja, das heißt auch, das Tastaturwechseln ist jetzt sehr schnell geworden. Die Maus ist zum Glück so eine von Logitech, die sich mit mehreren Systemen paaren kann und hat so einen Knopf auf der Unterseite, die hebt man nur kurz hoch, drückt einmal drauf und dann verbindet die sich instant mit dem anderen Computer. Cool. Darüber kann man quasi dann sagen, so okay, jetzt der Computer geht nicht gleichzeitig. Gibt es auch ein Software-Tool von Logitech, was das möglich macht, aber es ist mir auch meistens zu anstrengend, weil es dann immer rumzickt, wenn es nicht weiß, wo ich was hingestellt habe und dann nehme ich das in die Arbeit mit und dann funktioniert gar nichts mehr. Das ist immer irgendwie seltsam. aber ja. Aber ich bin noch nicht so, ein Trick habe ich noch gelernt bei MKBHD in dem Video. Die hatten nämlich gerade so eine Serie von What's on my desk einmal durchs ganze Team. Und da hat jeder so ein kurzes Video gepostet, was auf seinem Schreibtisch ist. Und da habe ich halt auch so ein bisschen aufgepasst, was die so, wie die es so aufgebaut haben. Der Knochen, den Knochen muss ich noch nennen. Oh ja, dein Knochen, erzähl. Ja, ich habe doch diesen riesigen, also was heißt riesigen, sehr großen tertiären Knochen, also den ich in meiner Firma im Büro hatte, um nicht aufstehen zu müssen und trotzdem die Tür zustoßen zu können. Und diesen Knochen hatte ich mal bei einer Probenahme gefunden, und zwar nicht nur den, sondern eine ganze Reihe von Knochen, also nicht das ganze Tier, leider nicht den Schädel, aber ich habe es mittlerweile auch Fotos davon mit Längenangaben an Senckenberg geschickt, aber habe noch keine Antwort bekommen. Wir nehmen eigentlich an, dass es irgend so ein tertiäres, keine Ahnung, es vielleicht ein Flusspferd, vielleicht aber auch nur ein großer Hirsch oder sowas ist. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Säugetier gewesen. Das Ding ist echt beeindruckend, dein Knochen. Genau, es ist ein großer Knochen und ist halt, und ist nicht der größte von dem Tier, gell? Es ist halt nur der am besten gepasst hat und der auch in einem guten Zustand ist. Ich habe Knochen, die wirklich, also ich habe so einen Knochen, das ist nur ein halber Knochen, auch ein Röhrenknochen, wo so ein Gelenk noch dran ist, was so im Endeffekt wie so ein Kniegelenk, aber das ist halt ein Kniegelenk, da ist das Gelenk, also da wäre halt das Knie doppelt so breit wie unser Knie, gell? Also so ein richtig martialisch großes Gelenk. Also es muss ein richtig großes Tier gewesen sein, aber halt tertiäres Tier, gell? Also das ist, hatte ich auch schon Leute gesagt, haben so, hast du da nicht Angst, dass du dir da irgendeine Krankheit holst von der Verwesung, bla bla bla. Ja, nee, das Tier ist wahrscheinlich 30 Millionen Jahre tot oder so. Also es ist halt richtig alt. Es ist halt im Endeffekt ein Fossil, gell? Also ist nicht wirklich versteinert, wie man eben so Versteinerungen kennt, so von Dinosaurierknochen, weil die halt noch viel älter sind. Aber ist schon, also das ist halt nicht mehr der Knochen selbst. Also wahrscheinlich ist es nicht so alt. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe das ganze Tertiär genommen, aber es ist schon, ja, vielleicht 6 Millionen Jahre oder so, ja. Also Rundungsfehler. Ja, genau. Ist schon richtig alt, ja. Und es ist natürlich auch eine völlige Missachtung der, wie soll man nennen, wissenschaftlichen Heiligkeit dieses Gegenstands. Gell? Also das ist schon ist effektiv ein Briefbeschwerer bei dir.
Genau, ist, ja, ein Türzustoßer jetzt, und jetzt Briefbeschwerer. Wenn das Fenster mal offen ist, damit die DIN A3-Zettel vor der Tastatur nicht wegwehen. Genau, ja, und es ist aber halt eigentlich sowas, was in einem Museum liegen sollte. Aber wie gesagt, ich habe es Senckenberg gemeldet und die sollen sich halt dazu verhalten. Sollen, wenn sie mir sagen, sie wollen es ausstellen, dann kriegen sie es natürlich, ist ja klar. Aber nee, bisher ist es bei mir der Briefbeschwerer. Und gehört immer dazu bei mir. Muss sein. Ja, ich habe aus diesem Video gelernt, dass das, achso, genau, ein anderes Objekt, was ich auch noch habe, ist mein Mikrofonständer. Das ist ja der, so ein Schwenkarm, der ist tatsächlich an der Schreibtischplatte so festgeschraubt an der Seite, an der linken Seite, der kommt so über den Laptop, so über die Kante vom Laptop so drüber. Und in das Mikro spreche ich auch gerade und das benutze ich tatsächlich auch in der Arbeit für meine Videokonferenzen. Das Schöne an diesem Ständer ist von Rode, der PSA-1, glaube ich, oder so heißt der. Der bleibt halt immer in jeder Position stehen. Du kannst ihn einfach so ein Stück schieben und dann bewegt er sich. Und wenn du ihn loslässt, dann bleibt er exakt genau da stehen. Also wie so ein Schwebestativ. Der bewegt sich dann nicht weiter und nicht hoch, nicht runter, nicht rechts, nicht links. Den kannst du genau irgendwo hinschwenken, sodass das Mikro auf deinen Mund zeigt. Und wenn du mit deinem Call fertig bist, dann gibst du ihm einfach mit der Hand so einen Schubs und zack, weg ist er. Dann klebt er, hängt er da wieder irgendwo oben über dem Laptop oder so. Und dann habe ich dazu meinen Studio-Kopfhörer und da war eben die Frage, wo tue ich den Studio-Kopfhörer hin? Und bisher hatte ich den immer, wenn ich ihn nicht benutzt habe, hier an der Seite so eine Schreibtischlampe, da habe ich ihn auf den Lampenständer gehängt. Aber das war irgendwie nicht schön, das war wahrscheinlich auch nicht gut für das Leder von dem Kopfband. Von dem Laptop und dann habe ich in diesem MKBHD Short-Videos gesehen, wie die Leute das machen und die haben da alle denselben Trick gehabt, nämlich eine, da wäre jetzt der Stefan vonnöten zu fragen, wie dieses Ding heißt, so eine Klammer, so eine Klemme, die so Holzwerker benutzen, um zwei Holzstücke, die sie zum Beispiel miteinander verleimt haben oder so, zusammenzupressen. Es ist im Wesentlichen, sieht das aus wie so eine Mischung aus einer Schere und so einem Handtrainingsgerät. Da ist eine Feder drin. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Das gibt es auch in kleinerer Form für zum Nähen, oder? Das mag sein. Man benutzt das auch gerne, wenn du irgendwas miteinander verschrauben willst oder so. Mhm. Oder du willst irgendwie ein Stück Holz an deiner Arbeitsplatte kurz mal befestigen, damit es nicht rumwandert und sich bewegt. Dann nimmst du zwei von diesen Klemmen und klemmst quasi rechts und links dieses Werkstück an deinen Arbeitstisch oder sowas. Und ich hatte mir die irgendwann mal gekauft, so für, ich weiß gar nicht, als ich die Küche gebaut habe oder so, irgendwas, was ich mit Holz gemacht habe, hatte ich mir diese Dinger mal im Baumarkt geholt, die kosten ja auch nicht viel. Und die lagen halt in meiner Werkzeugkiste vollkommen unbenutzt rum und ich wusste, dass ich die habe. Und dann sah ich diese Videos und die Leute hatten diese Klemmen einfach genommen und so ein Stückchen rechts von sich am Rand vom Schreibtisch einfach an den Schreibtisch geklemmt. Und dann steht halt das, was eigentlich das Griffende ist, wo du so dran fasst, wenn du sie wieder abmachen möchtest, steht halt dann so aus deinem Schreibtisch raus. Und da kannst du ganz fantastisch einen Kopfhörer draufhängen. Und du kannst es verstellen, wenn es dir im Weg ist, kannst du es einfach abnehmen mit der Hand und irgendwo hinlegen und dann genauso schnell wieder dran machen. Es verändert den Schreibtisch nicht, du musst nichts bohren, du musst nichts schrauben, also das ist vollkommen portabel, funktioniert dadurch, dass es ja so eine Feder drin hat und sich auf beliebige Breiten funktioniert mit jeder Schreibtischplatte. Fantastische Idee, bin ich nicht drauf gekommen, habe ich in diesem YouTube-Video gesehen, jetzt hängt mein Kopfhörer da drauf und meine arme Schreibtischlampe ist von dieser Bürde befreit. Tolle Sehr Idee. Gut. Einfache Lösung. Ja, total. Echt gut. Ja, und dann natürlich noch mein gehäkelter Grogu. Kommen wir vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche zu dem Thema wieder, was der Herr Grogu so macht in der dritten Staffel. Ach Gott, jetzt mach mal keinen Druck hier. Die letzte Folge ist heute erschienen und ich werde sie morgen gucken. Ich habe PK noch nicht fertig. Ja, ich auch nicht. Aber den hat mir meine Frau mal, glaube ich, irgendwann zu Weihnachten geschenkt, so eine Häkel, du kennst ja die Häkelfigur. Echt hübsch. Ne? Ja. Ein Häkel-Grogu, der raidet bei mir immer Videokonferenzen. Und da bin ich mittlerweile auch, glaube ich, ganz gut drin. Wenn du eine Videokonferenz hast du ja in der Regel irgendwo, also meine Kamera ist so eingestellt, so ungefähr, wie sie da oben auf dem Monitor sitzt, dass sie so mein Kopf und noch meine Schultern und ich glaube, es reicht nicht mal ganz bis zu den Brustwarzen runter oder so, das Videobild. Das heißt, alles, was meine Hände unten auf dem Schreibtisch machen und meine Unterarme, das ist in der Regel nicht zu sehen. Und dann kann ich den Grogu greifen
und kann ihn zu mir ranholen und die Leute sehen das nicht. Für die Leute in der Konferenz bin ich im Grunde unbewegt und wenn ich gerade nicht dran bin mit Sprechen oder so, dann schauen die Leute ja wahrscheinlich auch nicht auf mich. Und dann kann ich ihn so mit einer Hand von unten so hochkommen lassen und dann sehe ich ja auf dem kleinen Vorschaubild, wann er ins Bild kommt, sozusagen. Und dann, das ist so lustig. Vor allem, wenn du nicht dran bist mit Sprechen und mehrere Leute in der Konferenz sind und eine Person redet gerade und sechs gucken zu oder so, alle haben das Video an, alle sehen so ein bisschen gelangweilt aus, die eine Person redet da so vor sich hin. Und dann hebst du diesen Grogu hoch und lässt ihn so von unten mit seinen kleinen riesigen Ohren und riesigen Augen ins Bild kommen. Und dann darfst du halt nicht zu hoch heben, dass deine Finger, die ihn unten so mit spitzen Fingerspitzen am unteren Ende halten, dass die nicht zu sehen sind. Und dann lässt du ihn so gucken und dann lasse ich ihn meistens so rechts, links gucken, dass er sich so umschaut. Und währenddessen muss ich halt meine Gesichtszüge vollkommen unter Kontrolle haben und so tun, als ob der nicht da wäre, als ob ich das überhaupt nicht mitkriege, dass der da irgendwas macht. Und dann guckt er irgendwie, dann guckt er mich. Wäre nur so nachdrücklich reingeschnitten worden. Von irgendeinem, und dann guckt er so hoch und guckt mich an und dann schüttelt er vielleicht manchmal den Kopf und dann geht er so seitwärts und nach schräg unten wieder aus dem Bild oder fährt so diesen üblichen mit der Rolltreppe rausfahren Scherz, den viele Leute im Fernsehen schon gemacht haben. So, und dann halt einfach nicht kommentieren, nicht drauf eingehen, einfach, das hat er halt gemacht und dann ist er weg. Und manchmal sieht man dann in den Gesichtern der anderen Leute, dass sie es gesehen haben und dass sie dann lachen. Manchmal spricht es einer an. Manchmal passiert gar nichts, was dann immer auch lustig ist, dann weiß ich, gucken eigentlich alle irgendwo anders hin. Ja, sehr, sehr viel Spaß. Also ich kann das nur empfehlen, so eine Häkelfigur, vielleicht auch ein Häkelschwein oder so, einfach zu haben. Ich habe einfach zu selten Videokonferenzen, das ist schade. Ich hatte eine Baustelle, wo ich so eine wöchentliche Videokonferenz hatte im letzten Sommer, aber seitdem, das war die einzige. Ja, man braucht natürlich auch die passende, also wenn du jetzt gerade irgendwie im Meeting mit dem Vorstand bist, wo die du gerade den Arsch aufgerissen kriegst, dann machst du das vielleicht die hätten nicht. Das lustig gefunden. Ja. So auf so einer Baubesprechung ist sowas immer gut. Ja. Nee, dafür steht der hier auf meinem Schreibtisch, der ist immer gerne genommen. Ja. Ja, sonst habe ich noch nicht so viel auf meinem Schreibtisch. Es ist so, der müllt dann halt immer zunehmend voll. Deswegen bin ich ganz froh, dass er momentan relativ leer ist. Es liegt halt noch so das übliche selbstgebundene Werk mit den wichtigsten abfallrechtlichen Verordnungen, dass ich die schnell bei der Hand habe. Das liegt auf dem Schreibtisch und sonst liegt nicht wahnsinnig viel. Ich habe rechts auch noch so einen Laptop-Erhöhungsständer. Da ist noch ein zweiter Arbeitslaptop drauf, den ich aus zugriffsrechtlichen Gründen und so brauche ich zwei. Den benutze ich so gut wie nie, aber es gibt gewisse Aufgaben, für die muss ich den dann anmachen. Und da drunter, unter diesem Halter, das ist also quasi so toter Raum, den man nicht sieht und wo man so ein bisschen Unordnung haben darf, weil man das nicht sieht, da habe ich so ein 10-fach USB-Ladegerät mit ganz vielen Ladekabeln aller unterschiedlicher Art, also hier so für Apple, iPhone. Ja, ein USB-Hub habe ich auch noch, weil das ist ja total nervig an so einem Laptop, wenn es nur zwei USB-Slots hat. Das ist ja absolut, so ist halt USB nicht gedacht. Ja, das habe ich, also alles, was mit USB anzuschließen ist, ist entweder an die Dockingstation angeschlossen oder an die Docking. Ja, das habe ich nicht. Die Dockings, das ist toll. Also Dockingstation ist einfach großartig, kostet halt. Ja, ich benutze meinen Laptop. Die haben mir halt einen Laptop hingestellt, weil sie der Meinung sind, es soll halt ein Laptop sein. Mhm. Aber ich habe den noch nie abgemacht. Also und ich bin gespannt, wie oft ich den abmachen werde. Der ist quasi statisch verbaut. Ja, dann ist es nicht so schlimm, ja. Zu Baustellen nehme ich den nicht mit. Das einzige Problem, was ich habe, ich muss wirklich versuchen, dran zu denken, ihn zuzumachen abends, weil der staubt so dermaßen ein. Mhm. Also furchtbar. Dafür hat mir meine Schwiegermutter mal irgendwann eine Bürste geschenkt. Ein seltsames Geschenk, muss ich sagen, aber das hat sie mir so mitgebracht. Und zwar heißt das Ding PC-Bürste. Aha. Steht auch wirklich so drauf, ist ein Holz. Kannst du alle ekelhaften Sachen aus der Tastatur wieder rausholen. Ein sehr schöner Griff. Und dann ist es so eine ganz feinhaarige Bürste. Mhm. Auf der einen Seite ist sie sehr breit, wie so ein Besen. Also hat wirklich, wenn man so drauf guckt auf die Bürstenfläche von unten, dann würde ich sagen, sind es mindestens 2,5 Zentimeter. Also sehr, sehr viele, sehr weiche Haare. Und dann hat sie auf der Rückseite oben quasi auf der Kante von dem Holz, auf der anderen Seite guckt nochmal so eine dünne Reihe Borsten nochmal so raus. Das ist vielleicht 4 Millimeter oder so oder 3. Mhm. Und dafür eine lange Reihe.
Damit kannst du so zwischen, also mit der großen Seite kannst du so den groben Staub von dem ganzen Ding runterfegen und mit der dünnen Kante kannst du wirklich so zwischen Tasten tief in die Tastatur reinkommen. Ich glaube, dafür ist es auch gedacht. Ja. Und am Anfang, als ich mir das mitgebracht habe, habe ich gedacht, ja, eine PC-Bürste, weil ich der PC-Nerd bin. Haha, sehr lustig. Aber ich muss sagen, so. Gutes Geschenk gewesen. Ist auch wirklich praktisch. Liegt immer hier hinter mir. Ich hoffe, du hast dir das mal gesagt. Ich glaube, ich habe mich ganz artig bedankt am Anfang schon. Das war nur so mein Gedanke am Anfang. Den habe ich natürlich nicht geäußert. Nee, das ist tatsächlich saupraktisch, so eine dedizierte Bürste zu haben, um seine Tastaturen sauber zu machen. Und man kriegt damit eine Menge Krümel. Also ich drehe die ja dann immer um und klopfe die so mit Schwung, also nicht den Laptop, aber die externe Tastatur mit Schwung so auf den Schreibtisch Krümel. So drauf. So das kommt auch an, ob mal was krümelt über seine Tastatur. Da fliegen Sachen raus, das willst du nicht sehen. Nee. Und danach kommt die Bürste zum Einsatz und holt die Reste raus und dann ist wieder gut. Mhm. Aber diese mechanische Tastatur, die ich da habe, über die ich ja auch schon mal hier berichtet habe, ja, die hat sehr schöne Tastenabstände. Stimmt, die hat viel Platz. Und da passt viel rein. Da kommt man ganz fantastisch mit der Bürste dazwischen. Also die kriegst du gut sauber. Das ist schön. Mhm. Und die hat nicht diese, was die anderen Tastaturen immer so haben, was wie so ein Vertiefungsschacht, wo die Tasten so drin sitzen, weißt du, so die Untiefen drin sind, wo die Sachen verschwinden können drin. Sowas gibt es bei der nicht, sondern die Key-Switches sitzen im Grunde auf einer Grundplatte und es gibt keinen Weg hinter die Grundplatte. Also ja, der Dreck gut, kommt ja da auf jeden Fall wieder raus und ist sehr gut sauber zu machen. Das ist schon wirklich ein Vorteil gegenüber dem alten Ding. Ja. Ich habe noch zwei Bilder von meinen Kindern auf dem Schreibtisch stehen, also die meine Kinder gemalt haben, gerahmt. Die stehen bei mir nebendran auf dem Fensterbrett. Ja, ich habe ja Schreibtisch, der geht ja bei mir so L-förmig, geht ja noch an mir vorbei so. Ich habe ja noch so neben mir. Das hätte ich gern, das passt aber hier in meinem Arbeitszimmer nicht. Führt nur dazu, dass es halt eine Ablage ist, die dann immer sofort zumüllt und die dann da dauernd aufräumen musst. Ja. Aber da im vorderen Bereich stehen eben die Bilder. Mein Sohn hat mir schon vor einiger Zeit so ein Star Trek wie nennt sich das? Diorama gebaut. Genau, 3D-Bild gebaut. Und meine Tochter malt immer neue Bilder, die sie mir dann immer bringt und die werden dann immer oben drauf geheftet auf das, was sie mir da gegeben hat. Und eine pinke Stehlampe, die ich zur Hochzeit bekommen habe von einer guten Freundin. Die steht da auch noch. Und das ist es ziemlich. Und halt eine Ablage mit, ich weiß nicht, 10 Fächern oder so. Ich bin ja der Ablagenfetischist. Ich kann nicht mehr mit Papier. Auf meinem Schreibtisch gibt es Stand jetzt aus Papier. Warte, hier habe ich ein Stück Papier. Das ist ein Taschentuch. Und ich glaube, das ist es. Es gibt hier kein Papier. Nee, meine neue Kollegin hat, also was heißt neue Kollegin, die Leiterin von der anderen Zweigniederlassung, die hat mich eben so ein bisschen so eingeführt, was und wie ich es machen kann. Ich meine, ich bin da relativ frei, weil ich ja im Endeffekt eine eigene Zweigniederlassung habe jetzt und da eben ja erstmal walten kann. Aber hat halt eben vorgeschlagen, dass ich mich an ihr orientieren kann, wenn es für mich passt. Und die macht halt so ein Bautagebuch für jedes Projekt im Projektordner digital. Und das ist mir völlig zuwider. Das kann ich nicht. Ich habe für jedes Projekt ein Projektlaufzettel, die DIN A4-Seite und da steht alles drauf. Da steht drauf, wann ich wo war, wann ich mit wem welches Gespräch geführt habe und so. Also da bin ich total analog. Und das wird dann in den Ordner abgeheftet, wenn das Projekt zu Ende ist. Und dafür brauche ich halt eine Ablage, weil die Projekte sind ja immer in irgendeinem anderen Status, ja. Also die sind irgendwie kurz vor der Probenahme, kurz nach der Probenahme, wenn die Proben im Labor sind, dann wenn die Proben zurück sind, dass ich das Gutachten schreiben muss. Und da habe ich dann für, das habe ich allerdings noch von der alten Firma des Systems, habe ich momentan, brauche ich es noch nicht, die Dringlichkeit, dass ich das Gutachten schreibe, habe ich eben schreiben, eilend, quengelnd
Und noch irgendwas, ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, die drei habe ich. Schreiben, eilen, quengeln. Ja, also wenn ich so das Gefühl habe, so müsste langsam mal geschrieben werden, oder der Kunde hat schon angerufen und will wissen, wann es fertig ist, und dann kommt es in Quengeln. Sehr gut. Und die werden dann eben auch in dieser Reihenfolge, also im Endeffekt das, was bei Schreiben liegt, wird halt nie bearbeitet. Die müssen sich erstmal hocharbeiten, rausarbeiten, genau, ausschreiben. Die müssen möglichst anrufen, dann kommen sie direkt in Quengeln. Das nennt man eine Übergangsfunktion. Ja, genau. Ja, und so habe ich da einen Haufen Fächer. Da wurde ich am Anfang verlacht für, aber später hat es dann auch ein Kollege nicht genauso, aber ein bisschen adaptiert. Weil es hat schon, also eine ordentliche Ablage. Ich hatte das sowas früher auch nie. Ich hatte früher auch meinen Haufen. Und das hatte auch mein Kollege dann, der mich eingearbeitet hat bei der jetzt vorherigen Firma, der hatte auch einen großen Haufen auf seinem Schreibtisch, aber das ist halt eine Katastrophe, wenn du da halt irgendwie 20 Projekte parallel hast und dann noch 30 alte Projekte in dem Haufen drin liegen. Ja, klar. Furchtbar. Da findet man halt nie irgendwas. Alles klar. Nee, bei mir ist das alles digital. Das hat schon auch Vorteile. Entweder wenn es so Dokumente sind oder irgendwas, woran wir gemeinsam arbeiten oder ich alleine arbeite, ist dann alles halt irgendwie SharePoint oder wenigstens OneDrive. Was ja auch ist, ja alles SharePoint bei Microsoft, kannst du ja nicht mehr auseinanderhalten. Oder wenn es so mit Softwareentwicklungskram zu tun hat, dann halt in dem Ticketsystem DevOps, Azure DevOps. In Form von irgendwelchen Tickets, die dann natürlich auch Prioritäten haben können und so ein Käse. Ja. Nee, das ist bei mir ganz analog. Das ist ein Zettel und da steht was drauf. Genau. Und dann habe ich noch ein E-Mails, habe ich noch einen Ordner, Kalender mit Flex und so sind. Das ist ja auch. Habe ich noch so ein Wochenkalender, wo drauf steht, wann ich welchen Termin habe. Ja, ich bin total analog. Nee, das ist der Outlook-Teams-Kalender. Das nervt mich tatsächlich, dass ich den. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Security Policy von unseren IT-Leuten liegt oder ob das generell nicht so richtig miteinander spielen möchte. Ich habe halt meine Firmentermine in Outlook und du siehst sie dann ja auch in Teams. Das ist ja ein und derselbe Kalender. Und meine privaten existieren halt in meinem Apple-Kalender, also iCal auf iCloud gehostet. Und ich krieg die nicht übereinander gelegt. Also ich habe zwar Outlook und Teams auf dem Handy, aber du kannst halt in die eine Kalender-App reingehen oder in irgendeine Kalender-App, da gibt es ja viele auf dem iPhone, die in der Lage ist, in die Apple-seitigen Kalender zu gucken. Da benutze ich meistens Fantastical, aber kann auch irgendeine andere verwenden. Und dann sehe ich halt meine ganzen privaten Kalender, auch die geteilten mit meiner Frau und so weiter. Oder ich gehe halt in Outlook und oder in Teams und schaue da in den Kalender, sehe ich halt meinen Berufskalender. Aber wenn es dann halt so Sachen sind, wo irgendwie, keine Ahnung, dann rufst du bei einer Autowerkstatt an und sagst, du willst einen Termin machen für den 27. Und dann hast du dir das schon extra rausgesucht, dass der 27. gut passen würde und rufst mit dem Vorsatz da an und dann sagen die, ja, naja, können wir nicht. Also können wir frühestens 2 Monate später, da können wir ihnen anbieten, hier den 6. irgendwas. Und dann können sie da. Und dann muss ich erstmal 2 Apps hintereinander aufmachen und gucken, bin ich da irgendwie irgendwo? Habe ich da irgendwas vor? Habe ich im Büro noch irgendwas anderes? Also dieses oder einen Friseurtermin ausmachen oder irgendwas. Du musst immer 2 Apps jonglieren, damit du deinen privaten und deinen Berufskalender so virtuell übereinander gelegt hast. Oder was weiß ich, Elternbeiratssitzung, können sie da? Ja, keine Ahnung, warten Sie mal eine Sekunde. Ich muss erstmal in 10 Apps gucken. Arzttermin, stehst du vor der Frau in der Arztpraxis, den Nachkontrolltermin machen wir dann am so und so, können sie da eine Sekunde, muss ich erstmal 3 Apps aufmachen und alles, warten bis das geladen hat, mich einloggen, Second Factor, hast du nicht gesehen, bis ich in dem Outlook-Ding drin bin, das vergeht eine Woche, das ist furchtbar. ja, aber so ist das wohl. Ich habe mir neulich in den Kalender Zahnarzt reingeschrieben und dachte, das wäre der. Ich war neulich mit meinen Kindern beim Zahnarzt, beziehungsweise nur mit meinem Sohn, weil meine Tochter krank war. Und die hat aber eigentlich auch Termin gehabt. Und dann wurde der Termin verschoben. Und jetzt stand in meinem Kalender Zahnarzt. Und ich war davon ausgegangen, das ist der Kalender, wo ich mit der Tochter hin muss. Und jetzt konnte sie wieder irgendwie nicht, oder ich konnte nicht, oder ich glaube, ich hatte irgendeinen Termin. Und das war irgendwie ungünstig. Und
Irgendwie hat es nicht gepasst. Lass mich raten, du hast beim Kinderarzt angerufen und hast gesagt, also beim Kinderzahnarzt, wir können da nicht. Und der hat gesagt, wer sind Sie? Was wollen Sie? Exakt, Sie haben hier exakt. Ja doch, Sie haben einen Termin, aber erst im April. Ich so, also es war im März, gell? Und da habe ich gesagt, komisch, da habe ich mir das wohl falsch eingetragen, habe ich jetzt einen falschen Monat eingetragen. Okay, na gut, dann passt's ja. Und dann bin ich am nächsten Tag auf dem Termin und dann ist mir eingefallen, scheiße, das war dein eigener Zahnarzttermin, den du vor einem halben Jahr ausgemacht hast. Schaffe ich es jetzt noch von Hanau nach? Nein, schaffe ich nicht mehr. Naja, ja, habe ich da angerufen. Ja, doof. Habe ich halt den nächsten Termin in 2 Monaten bekommen. Naja. Tja, nee, das machen wir bei uns immer in den Familienkalender und dann wird immer hinten in Klammern geschrieben, wen das betrifft. Ja, das sollte man tun, ja. Weil es dann, ja, sonst auch unübersichtlich wird. Und irgendwas hatte ich neulich auch mit Kalender, wo ich, ach genau, meine Frau hat irgendwie den Vorschulkalender von der Großen, gab es irgendwie so einen Kalender, so eine Liste, wann die Termine sind, wann die da ihre Vorschulkurse haben. Und da waren irgendwie 2 oder 3 Gruppen drauf. Ich sag jetzt mal Tiger, Frösche, Löwen oder irgend sowas. Ja, wie das immer so ist in so Kindergärten, so komische Tierviecher. Mhm. Und dann hatte ich gefragt, welche sind wir denn, weil ich es nicht wusste. Und dann hat sie mir irgendeins von den Viechern gesagt. Ich glaube, die Tiger. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe diese Terminliste genommen und habe jeden einzelnen Termin, der da drauf stand, das waren jetzt irgendwie noch 20 oder so, in unseren gemeinsamen Familienkalender reingehackt, dass das halt immer irgendwie am Abend vorher oder so klingelt, weil da muss an dem Tag muss sie ungefähr 1 Stunde früher im Kindergarten sein. Da muss halt dann ja auch ihre ganzen Vorschulsachen mitbringen und so. Das sollte man schon wissen, wann das ist. Und dann, es gibt zwar dann auch immer in der WhatsApp-Gruppe von den Eltern, wird dann immer noch so, ja, ist morgen das und das, ist morgen das. Irgendeiner fragt immer dumm nach und dann kriegt man es doch nochmal mit, aber halt kann sich halt nicht drauf verlassen. Stimmt, ja. Also hatte ich dann alle. Bist du der dumm nachfragt. Genau, also habe ich alle diese Termine da reingehackt. Und das ist ja ganz schön, also du kannst dann zwar Termin duplizieren und dann das Datum ändern und so, dann musst du nicht den Text jedes Mal neu tippen oder du hast den Text schon komplett in der Zwischenablage und machst quasi nur einen Klick auf den Tag, einmal Paste und speichern. Das kann man ja irgendwie ein bisschen streamlinen, dass man das schneller schafft, aber trotzdem 20 so Dinger eingeben ist halt trotzdem nervig. Vor allen Dingen, wenn sie nicht irgendeinen regelmäßigen Takt haben, sodass du irgendwie sagen kannst, hier immer, was weiß ich, immer Dienstag und immer alle 2 Wochen oder so, sondern irgendwie so komische Aussetzer und dann wieder einen Takt und dann aber wieder einen Aussetzer wegen irgendeinem Feiertag und dann wieder einen neuen Takt und keine Ahnung. Habe ich fertig und dann war jetzt irgendwie Osterferien und jetzt fing das wieder an. Und dann haben wir gemerkt, irgendwie stimmt das nicht. Irgendwas stimmt. Jedenfalls haben wir rausgefunden, wir waren nicht die Tiger, wir waren irgendein anderes Viech. Ich habe die alle umsonst eingegeben. Scheiß Koala. Alles wieder gelöscht. Gutabfall. Ah, noch habe ich die neuen nicht eingegeben. Im Moment ist Blindflug. Ich muss das jetzt mal machen. Herrlich. Ja. Es hätte so schön sein können. Ja, naja. Aber das ist also so ein digitalen Kalender, den man sich mit seiner Frau teilt. Also ich habe meine am Anfang ja nicht davon überzeugt bekommen. Schaffe ich bei meiner auch nicht. Keine Chance. Ja, ich habe auch gedacht, dass ich keine Chance habe, aber tatsächlich mittlerweile hat sich das eingespielt und am Anfang hat es so ein bisschen, ja, dann mache ich das jetzt halt, weil er hat das jetzt hier angefangen und ich habe sie dann auch immer genötigt, habe gesagt, schreib's rein. Und dann irgendwann hat sie angefangen, es reinzuschreiben. Und mittlerweile höre ich tatsächlich manchmal Beschwerden von ihr, wo es dann so ist, warum steht das nicht in unserem Kalender? So vorwurfsvoll Dings ist. Oder dann denkst du, ja, hast du recht, schreibe ich rein, mache ich. Weil es bringt dir einfach einen Überblick. Also es ist einfach schön zu wissen, wenn du weißt, der ist gut gepflegt, der Kalender, da stehen alle möglichen Sachen drin. Da steht, da stand jetzt letztes Wochenende Christoph, der Pernas zu Besuch stand drin. Und dann wusste ich, da 15:30 kommt, schlagt ihr hier auf und das einfach, ja, man verliert ja doch so viele Sachen aus den Augen und ich bin da so ein großer Fan von, dass einfach mein Hirn das auch vergessen darf. Mhm. Ich schreibe das da rein und mit großer Genugtuung weiß ich bei jedem einzelnen Termin, den ich da reinschreibe, diese Information darf ich jetzt vergessen, weil ich muss das nicht parat haben, so im Alltag, weil ich, wenn ich mich frage, was ich am Samstag mache, dann gucke ich rein und dann steht das ja da wieder und dann ist es wieder da.
Ich muss das nicht präsent haben bis dahin. Und wenn ich weiß, ich muss noch was vorbereiten, dann schreibe ich halt rein, dass das Ding mich einen Tag vorher, 24 Stunden, 48 Stunden vorher dran erinnern soll. Dann meldet sich das ja, wenn ich weiß, dass ich dafür noch einkaufen muss oder so. Das weiß ich ja. In dem Augenblick, wo ich es eintrage, setze ich mir auch immer irgendeinen Alarm, wenn ich weiß, dass ich da irgendwie noch Vorbereitungsarbeit zu leisten habe. Ja, das Problem ist bei meiner Frau, die sagt dann halt bei solchen Sachen, die eigentlich leicht zu durchschauen sind, warum sowas passiert, ja, also warum jetzt das Gerät mich erinnert und so, weil ich es halt dem Gerät gesagt habe, dass ich das tun soll, dann sagt halt meine Frau, ah, das ist doch gruselig, wenn das Gerät mehr über dich weiß als du selbst, oder, ja, so. Was ist das denn für ein Argument? Psychologisierend, so, aber die ist halt auch so eine, was ist das die so, ja, genau, das ist genau der Punkt, die macht da halt auch so ein Primborium draus, sich einen Kalender zu kaufen jedes Jahr, ja. Der muss dann besonders schön sein, in irgendeiner besonderen tollen Optik. Wo ich denke, ja, okay, das hat halt einen anderen Wert, gell? Und das ist halt nicht vereinbar mit diesen rationalen, wir benutzen zusammen einen Kalender und so. Mal ganz abgesehen davon, dass ich auch da ja ein analoger Fußgänger bin, einfach. Aber also ich habe da schon noch irgendeinen Bezug dazu. Also ich könnte mir vorstellen, sowas mich da überzeugen zu lassen, aber meine Frau ist halt so far out, was das angeht. Die ist halt, ich weiß gar nicht, wo sie ausgestiegen ist aus der, also Vorstudieverzeichnis ist die aus dem Gleichschritt der digitalen Entwicklung ausgestiegen. Von daher, das ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass, also da seid ihr aber über den Punkt ja auch schon hinweg, dass bei uns jetzt die Tatsache, dass die Kinder jetzt anfangen, so viele Termine zu haben, also sei es jetzt, was ich eben gesagt habe, Vorschule, dann irgendwelche Arzttermine, irgendwelche Impfungen und Treffen mit anderen Eltern und dann irgendwie jetzt mit, gerade im Kindergarten, so in der Endphase, dann ist da irgendwie, ist die sowieso Party und dann ist die Vorschulkinderverabschiedung und dann ist der... Oh, jetzt diese ganzen Kindergeburtstage. Ja, genau, Kindergeburtstage, Einladungen zu Freunden bei Partys und so weiter. Mhm. Von den Kindern jetzt, nicht von meinen Freunden, sondern von ihren Freunden. Ja. Und irgendwie Schnuppertag in der Schule und Rückgabe von irgendwelchen Büchern in der Bücherei, die man sich für 3 Wochen ausgeliehen hat, die dann nur bis zu dem so und so fehlten und dann muss man die zurückbringen und so weiter. Gott, ja. Also es gibt ganz viele Sachen, die einfach so auf einen einstürmen an zeitlich, terminlich gebundenen Dingen, die im Zweifel jeder von uns beiden Elternteilen machen kann, wo auch in dem Augenblick, wo der Termin klar wird, noch überhaupt nicht klar ist, wer von uns beiden den wahrnehmen wird, wenn jetzt so ein Impfungstermin oder so, ja, das ist so, ja, was weiß dann ich, was in 4 Wochen ist, wenn ich den vereinbart habe. Manchmal macht man die kurzfristig, aber manchmal halt auch nicht. Und da ist das so ein bisschen pointless. Klar, sie kann sich das in ihren Papierkalender eintragen, den meine Frau, glaube ich, auch immer noch hat. Wie regulär sie den pflegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist auch ihr Bier, nicht meins. Aber zumindest auf diesen Part, dass so die Termine, die die Kinder betreffen und die uns gemeinsam betreffen, dass die in diesem elektronischen Kalender stattfinden, darauf hat sie sich eingelassen, da bin ich ihr auch sehr dankbar für, weil das, seit das eingespielt ist, das funktioniert einfach so gut, du kriegst dann immer mal wieder so eine Notification, wo drin steht, dass sie irgendwas eingetragen hat, irgendwas wurde hinzugefügt, irgendwas wurde gelöscht, irgendwo wurde der Termin verschoben. Und dann kann man sich immer noch mal beim Essen oder wenn man sich sieht, drauf ansprechen und sagen, hier, du hast den Termin 2 Tage nach hinten verschoben, was ist denn da? Und dann kriegt man es erklärt, was ist ich, der hat angerufen, hat gesagt, das geht an dem Tag nicht und deshalb ist es jetzt da. Aha, alles klar, wunderbar. Aber man, selbst wenn man nicht nachfragt, der Kalender, der eigene, ist halt aktuell und das ist einfach Gold wert. Also, du musst da nochmal mit deiner Theresa reden, das geht so nicht. Ja, das stimmt. Ich muss da nochmal dran arbeiten. Also vor allem noch dieser Zahnarzt-Sache. Ja gut, das war einfach ein Eintragungsfehler, dass da kein Klammer auf, Christo-Klammer zu dahinter stand. Ja, stimmt. Hätte so einfach, oder einfach nur ein C. Hätte ja gereicht. Hätte gereicht. Ja. Ja. Ja, ich muss da nochmal dran arbeiten, das stimmt. Okay. Pass auf. Aber das ist jetzt schöner, wenn man in einem neuen Job ist, dann kann man so Dinge ein bisschen neu ordnen und Dinge neu machen, die man auch vorher schon hätte machen können natürlich, aber man hat sie halt nie gemacht und jetzt geht man sie aber halt mal an. Also das, da bin ich tatsächlich optimistisch, dass ich da vielleicht auch jetzt noch was bewegt kriege. Mal gucken. Ja, vor allen Dingen hast du jetzt die Möglichkeit, dein
Bürokalender mit deinem Privatkalender irgendwie so zu machen, dass er in einem statt oder dass man irgendeine Software hat, wo man es übereinander legen kann. Ja. Das würde ich nachträglich empfehlen, das ist total toll. Wenn man das so macht. Ja, da kommt es dann immer wieder drauf an, ob ich dann wieder genug technisches Verständnis, weil das merke ich bei dir immer, dass du von Dingen so selbstverständlich sprichst und wenn man dann eben sich versucht, nicht mal erklären zu lassen, sondern nur sagen zu lassen, wie man sowas macht, dann fängst du an, Dinge zu erklären, wo ich mir denke, ah ja, okay, ja, das ist für uns Fußgänger nicht machbar. Okay. Im Zweifel musst du mir halt sagen, dass ich vorbeikommen soll, dann kriegen wir das hin. Weil es geht ja schon damit los, du hast vorhin gesagt, was sich mit deinem Outlook verbindet oder so. Ja. Ich habe ja nicht mal Outlook, gell? Auf meinem, also ich hatte ich bisher in der Firma. Ja, sei froh, das ist gut, wenn du kein Outlook hast. Das ist nur positiv. Das möchte man nicht. Man wird dazu gezwungen von seinem Arbeitgeber. Ja. Nee, mein Arbeitgeber hat, da gab es irgendwie, hat irgendwie nicht so richtig geklappt und da hätten wir den IT-Fuzzi bemühen müssen auf eine Weise, der hat jetzt keine Kapazität dafür und hat mein Chef dann gesagt, ich soll jetzt erstmal Thunderbird benutzen. Macht er auch. Ist das schlecht oder ich habe keine Ahnung. Naja, Habe ich ganz früher mal benutzt, als so vor 20 Jahren oder so, privat. Und jetzt habe ich. Der Unterschied zwischen einem Mail-Client und einer Groupware-Lösung, wie das so schön heißt. Genau, ist halt nur ein Mail-Client, gell? Genau. Ja, der Punkt bei Outlook ist halt, dass du diese Zusammenarbeiten-Features mit anderen Leuten, zum Beispiel in die Kalender von anderen Personen reingucken. Wenn du jetzt einen Termin machst mit deinem Chef und sagst halt, hier Termin zum. Was ich immer unheimlich übergriffig fand, was natürlich unproblematisch war, aber ich habe das halt nur so genutzt oder bin benutzt worden, dass sie mir halt Kunden so einen Termin schicken, wo ich dann Ja oder Nein zu sagen muss. Mhm. Und wenn ich dann Ja zu sage, dann wird es in meinen Termin eingetragen, in meinen Terminkalender eingetragen. Was sich so anfühlt wie, der drückt mich zur Seite an meinem eigenen Schreibtisch und schreibt in meinen Kalender rein. So fühlt sich das für mich an. Also finde ich nicht gut irgendwie. Das ist interessant, dass du das so wahrnimmst. Ja, ich verstehe, wo du daherkommst, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, du könntest es auch so sehen. Rational ist das schon sinnvoll, ja. Nee, ja, genau. Du könntest es auch so sehen, du hast auf Ja geklickt und mit dem Moment, wo du auf Ja geklickt hast, hast du quasi. Du hast ja diese Aktion vollbracht und hast quasi deinem Computer gesagt. Genau, der kommt hier an meinen Schreibtisch rein und sagt, hier, lass mich mal hinsetzen, ich muss mal in deinen Kalender schreiben. Nee. Und ich sag, okay, ich stehe mal auf, damit du in meinen Kalender reinschreiben kannst. Nein, 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 dieses, okay, ich stehe mal auf, das war das Ja. Nein, du musst das anders rationalisieren. Du musst dir sagen, so, der hat dir einen Vorschlag geschickt und da steht drauf, hier wollen wir uns treffen am 13. um 12 Uhr. Kann ich da auch zurückschicken? So, nee, ich möchte gerne lieber eine Stunde später. Ja, kannst du machen. Du kannst auf andere Zeit vorschlagen oder sowas kannst du klicken. Ah, okay. Hab und ich dann nie gemacht. Schickst du damit automatisch ein Nein mit einem Gegenvorschlag zurück. Und du kannst auch auf Vielleicht klicken. Dann sieht der andere, also wenn das komplett in Outlook integriert ist, also wenn ihr beide in derselben Organisation seid und so weiter und das oder zwei Exchange-Server sind, die miteinander reden können, dann kannst du auch auf Vielleicht klicken und dann kriegt der andere halt zurückgemeldet, dass du das unter Vorbehalt angenommen hast. Was immer wichtig ist, wenn es jetzt so ein One-on-One-Termin ist, ist unter Vorbehalt natürlich Blödsinn. Aber bei so großen Meetings, so was weiß ich, so das wöchentlich stattfindende Abteilungsmeeting oder so, da kann es ja durchaus mal sein, dass du sagst, eigentlich wird von mir erwartet, dass ich da hingehe, aber wenn ich einen wichtigen Grund habe, warum ich nicht kann, dann ist es auch okay, wenn ich nicht komme, da sind noch 20 andere. Und dann drückst du da auf Vielleicht und dann wissen die halt, okay, der kommt, wenn es klappt und der weiß aber noch nicht so genau. Dann haben die halt das Feedback, das sie dann auch in ihrer Teilnahmeliste sehen. Von den 20 eingeladenen Leuten haben 16 zugesagt, 2 haben vielleicht gesagt und ein paar sind im Urlaub, die haben Nein gesagt. Und dann hat derjenige so ein Feedback und kann damit rechnen, wer da kommt und wer da nicht kommt. Wie ist denn das, wenn jetzt der mir sowas schickt? Also weil die Woche hat mich gerade ein Kunde gefragt, ob ich nächste Woche da Zeit habe. Und habe ich gesagt, ja, kein Problem. Ob er mir nochmal so einen Outlook-Kalender-Eintrag schicken soll, damit ich es mir merke im Endeffekt. Wie ist denn das, wenn er mir das schickt? Ich kann damit ja nichts anfangen. Ich habe ja kein Outlook, ich habe ja nur Thunderbird. Ich kann da ja auch gar nicht dann okay drücken. Also der kriegt dann gar kein Feedback, oder? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, wie das funktioniert. Ob das kann durchaus sein, dass da ein Link in dem Ding ist, wenn du den anklicken würdest, dass sozusagen die Tatsache, dass du den geklickt hast, dann das Feedback generiert, weil das halt irgendein Server sammelt diesen Klick auf und
Da gibt ihm das, da bin ich jetzt nicht im Bilde, weil ich, dadurch, dass ich da ja in dieser Welt lebe, funktioniert das natürlich integriert. aber da, das weiß ich jetzt nicht. Wenn du dir das vorstellst, so jetzt in der Welt, wo Stefan und ich unterwegs sind, so großes Unternehmen und die allermeisten Meetings finden nicht mit externen Kunden, sondern mit den eigenen Kollegen statt. Auch sehr lustig, das Meeting von Stefan gestern oder heute, oder? Was war da nochmal? Fantastisch bei Be Real. So einen leeren Konferenzraum und da schreibt irgendwie das rein. War gestern, so, das war gestern. So, ja, schade, dass irgendwie alle außer mir informiert wurden oder irgendwie sowas, dass das Meeting digital stattfindet. Hm. Ey, das war sehr lustig. Sehr, sehr gut. Ach, Be Real ist einfach super. Ich bin nicht sicher, ob das so geflunkert war für Be Real oder ob es wirklich ja, so egal. Ist. Ja, egal. Die Geschichte ist gut. Das stimmt. Ja, nee, also da ist es dann, das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Wenn das digital stattfindet, dann ist ja der Link für das Teams-Meeting, der hängt ja an dieser Einladung mit dran. Oh ja, das ist wertvoll. Das hatte ich nämlich auch häufig bei diesem letztes Jahr, was jede Woche wieder stattfand. Dann musste ich diesen Link für das Teams-Meeting suchen in E-Mails, die steinalt waren, irgendwie Monate alt. Und dann musste ich diese eine Mail finden, wo dieser Link drin war. Ziemlich ätzend. Das ist natürlich besser, wenn du das in deinem Kalender hast und dann ja, den Link dann direkt hast. Du hast es in deinem Kalender, sondern es ist, also du kannst dann einfach in deinem Kalender auf den Kalendereintrag klicken und sagen Join und dann geht das Ding auf und du bist drin. Schon besser. Also das ist halt, ja, die Integration an der Stelle ist schon ganz gut. Ja. Wir reden jetzt wahrscheinlich über Sachen, die alle Hörer schon wissen, aber es ist halt jetzt Sneakpot, Robert Berry, ja, Christoph Corner. Ich habe den Barrickston jetzt ausgetrunken, also du hast Pech gehabt, Bob. Und ich bin hart angeschiggert, deswegen, aber egal. Geschiggert? Ja. Sehr gut. Jetzt kommen alle peinlichen Wahrheiten auf den Tisch. So ist das halt in den späten Stunden des Sneakpots, nach 2 Stunden. Genau. Ja gut. Oh. Ja, in 3 Minuten muss ich Death Stars. Ist das überhaupt um 12 Uhr? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich muss mal gucken. Aber auf jeden Fall morgen. Es ist auf jeden Fall dieselbe Zeitzone. Von daher musst du dir jetzt darüber keine Gedanken machen. Dass ja, es findet in Aschaffenburg statt. Ja, eben. Sag ich ja. Dieselbe Zeitzone ist sogar nicht mal Ausland. Ist ja Bayern. Ist aber ein anderer Landkreis. Ja, okay. Aber das, ich glaube, da kommt er noch drüber hinweg, oder? Geht gerade noch, ja. Okay. Ja, wir hatten es im Vorgespräch, hatten wir es von ChatGPT und deshalb kommt jetzt an diese Stelle hier der Jingle, den du nicht hören wirst, weil ich ihn im Nachhinein reinschneide. Jazzwitz der Woche. Der ChatGPT Jingle. Jazzwitz der Woche. Genau, deshalb machen wir jetzt den ChatGPT Jazzwitz der Woche. Ich habe nämlich die Woche mal ausprobiert, ob ChatGPT, also dass es Witze erzählen kann, wusste ich. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, vielleicht kann es auch Jazzwitze erzählen. Das wäre doch fantastisch, wenn es Jazzwitze erzählen könnte. Und dann habe ich es nach einem Jazzwitz gefragt und es hat es auch sofort gemacht und der ging natürlich übers Geld. Und dann habe ich gedacht, so, man kann doch ChatGPT auch so Rahmenbedingungen setzen für seine Antworten. Da habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Jazz-Trompeter-Witz, der sich aber nicht auf Geld oder Armut beziehen soll. Und folgendes Werk hat ChatGPT erschaffen. Warum hatte der Jazz-Trompeter Probleme, seinen Garten zu pflegen? Weil er immer nur Blowin' in the Wind spielen wollte, anstatt das Laub zu haken. Oh Gott, ist das blöd. Und der ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ja, das erfüllt die äußere Form eines Jazzwitzes, aber ist Blowin' in the Wind nicht eine Mundharmonika? Ja, ja, das ist Folk. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist super. Also wir haben jetzt quasi einen unendlichen Vorrat an neuen Jazzwitzen, indem wir einfach ChatGPT fragen. Ich kann das ja live nochmal machen. Erzähl mir einen. Gott, kostet dich dann wieder ein Hundertstel Cent. Das kostet mich wieder Geld, ja. Tausendstel Cent. Klar, gerne. Hier ist ein Jazzwitz für dich. Was sagt ein Jazzmusiker, wenn er eine Tür öffnet? Sorry, ja, ich dachte, das war ein Blues. Was? Was? Was sagt ein Jazzmusiker, wenn er eine Tür öffnet?
Sorry, ich dachte, das war ein Blues. Verstehe ich nicht. Kannst du dem Programm sagen, erklär mir bitte den Witz? Erklär mir diesen Witz. Dieser Witz spielt auf die musikalischen Unterschiede zwischen Jazz und Blues an. Jazz und Blues sind beides Musikgenres, die oft miteinander verbunden sind, aber die haben auch ihre Unterschiede. Was hat das mit der Tür zu tun? Wenn ein Jazzmusiker eine Tür öffnet und denkt, dass es ein Blues ist, bedeutet das, dass er denkt, dass er in einem Raum voller Bluesmusiker ist. Der Witz ist ein Wortspiel, da Blues auch eine Farbe ist, die oft mit Traurigkeit oder Melancholie in Verbindung gebracht wird. Der Jazzmusiker entschuldigt sich dafür, dass er dachte, dass er in einem traurigen Raum gelandet ist, als er die Tür öffnete. ChatGPT, du bist doch genauso besoffen wie wir. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Das ist echt super. Warte mal, ich schreibe zurück. Was? Fragezeichen. What? Entschuldigung, wenn ich mich schlecht ausgedrückt habe. Der Witz ist ein Wortspiel zwischen den Musikgenres Blues. Wenn ein Jazzmusiker eine Tür öffnet und denkt, dass er in einem Raum voller Bluesmusiker ist, dann ist das ein Missverständnis. Der Witz ist lustig, weil er auf eine unerwartete Wendung hinausläuft. Sag ihm, nein, der Witz ist nicht lustig. Er entschuldigt sich dafür, dass er dachte, er wäre in einem Raum voller trauriger Bluesmusiker, als er die Tür öffnete. Nein, das ist nicht lustig. Du hast offenbar keine Ahnung von Humor. Es tut mir leid, dass dir der Witz nicht gefallen hat. Humor ist subjektiv und was für den einen lustig ist, kann für den anderen nicht so lustig sein. Als AI-Assistentin, das ist kein Sternchen, die ist eine Sie, versuche ich so hilfreich wie möglich zu sein, aber kann mich nicht immer die Vorlieben und Erwartungen jedes Benutzers erfüllen. Wenn du möchtest, kann ich gerne einen anderen Witz für dich finden oder bei etwas anderem helfen. Ich will mein Geld zurück. Es tut mir leid, aber ich bin ein virtueller Assistent und ich verkaufe keine Dienstleistung. Wenn du mir sagen könntest, was das Problem ist, kann ich dir gerne helfen, es zu lösen. Gib mir jetzt keinen Scheißwitz! Okay, ich glaube, wir beenden das an dieser Stelle. Aber, auch wenn mich das jetzt Geld gekostet hat, ist immer wieder. Nicht viel. Es ist immer wieder fantastisch. Es ist wirklich unterhaltsam, ja. Es ist zwar vollkommen brain dead, aber unterhaltsam. Nein, Mann. Du hast ja vor der Sendung mir diesen Link zu dem Postillon-Post zu TruthGPT geschickt. Fantastisch. Ich habe jetzt gehört, OpenAI trainiert wohl, gerade gibt es Gerüchte, also irgendwie sagen sie zwar, dass sie es nicht machen, aber andere Gerüchte sagen, sie machen es doch. GPT-5 und der wird auf 250.000 Grafikkarten-CPUs trainiert und es wird mehrere Monate dauern. Also es ist unfassbar, unvorstellbare Datenmengen an Processing-Power, die da gefressen werden von dem Ding. Und das soll dann natürlich noch schlauer sein als, das war jetzt übrigens GPT-3.5 nur so für die Nerds da draußen, um es einzuordnen. Ja, das kriegt man ja auch schon um die Ohren gehauen, wie viel CO2 jetzt damit man emittiert, wenn man GPTQ, wie auch immer, eine Frage stellt. Das ist ja auch schon wieder so ein Thema. Ich weiß nicht, ob dir das schon begegnet ist. Nee, bisher noch nicht, aber ich glaube, der Hauptteil an CPU ist rausgeblasen worden, als das Ding trainiert worden ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, und solange noch Bitcoin und Kryptowährungen erlaubt sind, also gut, das ist Whataboutism, aber trotzdem, also da wird eine unfassbare Menge an Energie wirklich vollkommen sinnlos verbrannt. Ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht, ist es so, wie da so viel Energie verbraten wird. Also einfach dadurch, dass Computer laufen, oder was? Nee, das führt jetzt zu weit, aber machen wir kurz noch eine Kapitelmarke. Bob erklärt Kryptowährung. Warte, ich sag, meine Kapitelmarkentaste ist kaputt, ich muss es händisch machen, so. Um es kurz zu machen, es gibt verschiedene Arten, wie bei Kryptowährungen sozusagen neues Geld erschaffen wird, und bei den meisten von den erfolgreichen, und Bitcoin ist ja sozusagen da der Pionier und auch nach wie vor der Platzhirsch, funktioniert das so, dass das Ding mathematisch. Soll ich mal erklären, wie ich es mir vorstelle? Jetzt kommt's, hau raus. Also, ich habe mal gehört, die müssen ja diese Kryptowährung minen, also irgendwie suchen und finden, und ich stelle mir das so ähnlich vor, wie
die Suche nach einer Primzahl. Man rechnet und rechnet und rechnet, braucht unheimlich viel Rechenleistung dafür und am Ende findet man die nächste Primzahl. Das und die ist dann das Coin oder keine Ahnung. Und dann sucht man weiter. Und das braucht halt Rechenleistung, um dahin zu kommen und das kostet Strom. Das ist im Grunde gar nicht falsch. Es sind Hashes, die da gesucht werden, also nicht Primzahlen, sondern Was ist ein Hash? Ein Hash ist eine Abbildung von einer großen Menge Daten auf eine kleine Menge Daten, die sich nicht umkehren lässt und demzufolge nur in eine Richtung berechnet werden kann. Also du kannst zum Beispiel, wofür Hashes benutzt werden, ist, du hast eine Bilddatei und du willst die Bilddatei mit einer anderen Bilddatei vergleichen, willst wissen, ob das dasselbe Foto ist. Dann könntest du das Pixel für Pixel den ganzen 20 Megabyte oder wie wenn du so ein riesiges File hast durchknütteln. Man kann aber auch diesen Bitstrom, der da drin ist, quasi in einen Hash zusammenrechnen. Das sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 32 Zeichen lang, 64 Zeichen lang oder meinetwegen 256 Zeichen lang, aber jedenfalls deutlich, deutlich kürzer als die eigentliche Bilddatei. Ja, es ist ein komprimiertes Bild dann, oder? Nee, das ist einfach nur eine mathematische Abbildung. Also wie ein Vektor oder was? Es hat nichts mehr mit dem Bild zu tun. Das ist einfach nur sozusagen eine Platzhalternummer, wenn du so willst, die mit einem bestimmten mathematischen Verfahren aus dem Originaldaten gewonnen wurde. Und sobald du auch nur ein Zeichen in den Originaldaten änderst, wird diese Abbildung ein komplett anderes Ergebnis auswerfen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass zwei... Ja, aber wie eine Vektorgrafik ja auch im Endeffekt, gell? Also, dass du eigentlich das Bild dargestellt hast, sind viel weniger Informationen, aber eigentlich hat es viel mehr Informationen drin. Und wenn du ein Dings änderst, ja, dann kommt das ganz anderes bei raus. Ja, nur, dass das Ding halt völlig agnostisch der Eingangsdaten ist. Also, es ist dem Ding egal, ob das ein Bild ist oder ob das 1000 Millionen E-Mails sind oder ne, der Inhalt einer Festplatte oder irgendein Bytestrom, ist dem Ding völlig wurscht, rechnet es auf einen Hash, der immer dieselbe Länge hat, zusammen. Das lässt sich nicht reversieren, also die ganzen Informationen sind da nicht drin, sondern das ist quasi nur eine Abbildung, wo man sagt, wenn irgendjemand dieselben Daten nochmal nimmt und in dieselbe Hash-Funktion reinschmeißt, kommt wieder die gleiche Zahl raus. Ja. Aber du kannst es nicht rückwärts auflösen. Und natürlich könnte es irgendwo auf der Welt eine zweite Menge Daten geben, die man also da reinschmeißt. Im Endeffekt schon ein bisschen wie ein komprimiertes Bild. Also so wie sich Bild zu komprimiertem Bild verhält, was halt auch nicht wieder zurück zu entkomprimieren ist. Richtig, nur dass du den Hash nicht, also du kannst ihn nur angucken als Haufen von Zahlen, also Buchstaben. Ja, genau, ist, aber hat von der Idee her, gell? Also genau. So vom Informationsgehalt. Richtig. Es könnte jetzt natürlich irgendwo auf der Welt eine zweite Menge Daten geben, die exakt denselben Hash hat. Das wäre dann eine Hash-Collision. Die ist aber bei den heutigen Hash-Verfahren einfach so unfassbar unwahrscheinlich, dass man einfach stillschweigend davon ausgeht, dass das nicht passiert. Und das beweist sich auch in der Praxis, dass das nicht passiert. So, und dieser Hash, das ist das Bitcoin, oder was? Nee, der Hash ist das Rätsel sozusagen. Und die Frage ist, finde die Daten, die diesen Hash erzeugen. Und dann probieren die halt wie bekloppt irgendwas aus, um was zu finden, was zu diesem Hash gerechnet wird. Also du versuchst, die Daten zu finden, die diesen Hash erzeugen. Und wer gibt die Hashes vor? Da bin ich jetzt über die Details nicht informiert. Das ist irgendwie so ein Algorithmus halt, der irgendwie, das kann ich dir jetzt nicht erklären. Da würde ich jetzt Blödsinn reden. Okay. Irgendwo kommt dieses Rätsel her. Ja. Und dann muss sozusagen der nächste Block an die Blockchain gehängt werden, wo jemand quasi die Daten reinwirft und sagt, das hier sind die Daten, die diesen Hash ergeben, der gefragt war. Und das ist das Meinen, oder was? Das ist das Meinen, genau. Und jetzt kannst du dich alleine hinstellen, also am Anfang konnte man das noch machen, ganz, ganz am Anfang, weil diese Hash-Dinger, die werden immer komplizierter. Also je mehr Rechenleistung das Netzwerk aufbringt, umso, dann reagiert der Algorithmus darauf, damit, dass er das Rätsel komplizierter macht. Also könntest du dir jetzt vorstellen, der Hash wird länger oder die Anzahl der signifikanten Stellen in dem Hash werden mehr oder sowas in der Richtung.
dann dadurch wird das Rätsel schwerer. Du musst also mehr Sachen durchprobieren, bevor du einen Treffer landest. Am Anfang hätte man theoretisch noch alleine Minen meinen können, indem man alleine seinen Rechner das ausprobieren lässt. Aber irgendwann mussten sich die Leute dann zu so Mining-Pools zusammenschließen, wo halt quasi der Raum des Problems aufgeteilt wird auf alle Teilnehmer des Pools. Und dann am Ende, wenn dein Pool dann am Ende den Hash findet, dann kriegt dein Pool die Belohnung und das teilt sich dann halt auf die Teilnehmer des Pools auf. So nachdem, wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben. So, und das bedeutet natürlich, alle 10 Minuten wird ein Block gefunden. Die Ausschüttung, wie viel Geld aus einem Block rauskommt, die nimmt über die Zeit ab. Am Anfang war die mal 50 Bitcoin, wo sie heute steht, weiß ich nicht, werde das nicht mehr verfolge. Aber mittlerweile sind die Pools ja auch sehr, sehr groß, weil es einfach sehr, 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 sehr viele CPUs oder GPUs oder spezielle Chips, die extra genau dafür gemacht werden, wahnsinnig viele Hashes pro Sekunde berechnen zu können, da drauf geworfen werden. Und dann verteilt sich das natürlich am Ende auch auf sehr viel mehr Teilnehmer. Das heißt also, wenn dein Pool den Block findet, dann kriegst du dann am Ende irgendeinen Bruchteil von dem, was da ausgeschüttet wurde. Und das, was ausgeschüttet wurde, nimmt auch über die Jahre immer weiter ab. Und irgendwann wird es auch zum Stillstand kommen. Irgendwann wird es gar keine neuen Bitcoins mehr geben. Hä, warum? Weil das in dem Algorithmus so festgeschrieben ist, dass die Bitcoin-Bros, die Crypto-Bros gehen dann davon aus, dass das dann Deflation geben wird und ihr Geld immer mehr wert wird. Aber das ist natürlich auch totaler Bullshit, weil das wird auch nicht passieren, aber das verstehen die nicht. Finanztheorie muss man da eigentlich nicht, eigentlich muss man gar nicht so wahnsinnig schlau sein. Das ist halt eigentlich ein Pyramidenschema, ne? Also die Leute, die am Anfang dabei waren, werden immer reicher und suchen jetzt halt immer mehr Leute, die ihr echtes Geld da reinwerfen, damit diese Pyramidenschema weiter am Laufen bleibt. Aber es werden ja, ist ja nicht reine Pyramide, sondern es entstehen ja neue Bitcoins, oder? Ja, aber die haben ja nur einen Wert. Also, wenn jemand was dafür zahlt. Nicht nur das, wenn jemand was dafür zahlt und wenn jemand bereit ist, sein echtes Geld sozusagen einem Stromanbieter zu geben, um überhaupt dieses ganze Netzwerk damit zu finanzieren, dass es am Laufen gehalten wird. Und das wird jetzt alles, da bin ich nicht drauf vorbereitet, da jetzt aus dem Stegreif einen Vortrag drüber zu halten, aber es hat gewisse Schwächen, die, wenn man genau darüber nachdenkt, was ein Wert ist, wie ein Wert erschaffen wird und warum ein Wert, wie ein Wert Bestand haben kann, ja, und wer sozusagen was leisten muss, damit dieses System weiter funktioniert, hat es gegenüber Fiat-Geld, also Notenbanken ausgegebenem Geld, gewisse Nachteile, die einfach strukturell so sind, und solange nicht irgendwo daran was geändert wird, wird das so nicht funktionieren. Also das ist im Moment darauf angewiesen, dass immer neue Leute reinkommen und neue Euros oder Dollar in dieses System reinpumpen, solange wie das, deshalb ist dieses Marketing ja auch so aggressiv, deshalb sind die ja so da hinterher irgendwie, deshalb bist du ja dauernd von Krypto-Werbung und du musst da jetzt investieren und es muss jetzt unbedingt, das ist jetzt der heiße Scheiß, jeder muss das machen. Was da dahinter steckt, ist, sie brauchen neues Blut, neues Geld. sonst funktioniert es für die schon drin sind, nicht noch reicher zu werden. Und je später du kommst, umso sinnloser ist es. Klar, für so Spekulanten, die jetzt absolut kurzfristige Geschäfte machen, so wie Aktien-Highspeed-Trader, die irgendwie auf irgendwelche Kursschwankungen ausnutzen oder so, da ist vielleicht was zu verdienen, aber zwei Schritte zurückgetreten, das ganze Bild, it's not gonna work. weil halt das System an sich, um am Leben zu bleiben, so unfassbar viel Geld frisst in Form von Strom, das ja irgendwo herkommen muss. Und das, ja, nicht von sich aus da irgendwie entsteht. Es ist auch so ein, normalerweise, wenn du in was investierst, dann investierst du ja in den Gedanken, dass das, was du da hast, mehr wert wird, also beispielsweise Aktien oder so. Du investierst in eine Aktie, weil du ja glaubst an das Produkt im Endeffekt. Genau, du glaubst daran, dass das, was du besitzt, was produziert. Also du kaufst einen Anteil an einer Firma und diese Firma
erschafft irgendwas, ein Produkt, verkauft das, erwirtschaftet damit einen Gewinn und du glaubst sozusagen an diesen Vorgang. Ja, oder du kaufst Gold. Ja, das ist vielleicht ein passablerer Vergleich, aber das Gold an sich und es zu handeln kostet halt nicht Unmengen an Strom. Das ist halt so, das ist halt einfach da, das legst du dir in den Keller und du kannst es theoretisch einfach irgendjemandem auf der Straße verkaufen, der dir einfach Geld dafür gibt. Mhm. Das hat auch nicht, die Analogie an der Stelle bricht sie dann auch, dass das so nicht funktioniert mit dem Bitcoin. Ah gut. Kannst ja ins Darknet gehen und irgendwas kaufen für Bitcoin. Ist ja quasi die Straße. Wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Wie waren wir bei Kryptowährung gelandet? Du wolltest es erklärt haben, aber ich weiß nicht mehr warum. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe nur mittlerweile nachgeschaut, die Death Stars Karten, die kann man morgen ab 11 erst kaufen. Und das Konzert, wo ihr mich treffen könnt, ist am 16. November in Aschaffenburg im Kolossal. Ach was, 16. Mhm. Sehr gut. Ja, schreib dir das in deinen digitalen Kalender, damit er dich daran erinnert. Und schreib dahinter, Klammer auf C, Klammer zu, damit du weißt, dass du da hingehen sollst. Ja, genau. Ja, am Ende geht meine Frau hin. Ich muss zu Hause bleiben. Nee, sie hat schon gesagt, solange ich da nicht mit hingehen muss, ist okay. Dann hat gesagt, nein, du musst da nicht mit hingehen. Sehr gut. Das ist, glaube ich, die erste Band, wo ich zum dritten Mal auf Konzert bin. Habe ich schon zweimal gesehen. Ich glaube tatsächlich auch schon einmal in Aschaffenburg und dann in Köln einmal. Und jetzt wieder in Aschaffenburg. Da gibt es bei mir mehrere, die ich so oft gesehen habe. Nee, ich habe... Ich glaube tatsächlich Seed habe ich in einem Jahr dreimal gesehen. Nee, ich glaube den meisten habe ich nur einmal gesehen. Manche habe ich zweimal gesehen. Aber nee. Ja, doch. Also ich habe auch nicht viele. Zweimal habe ich nicht viele gesehen. Manche auf so Festivals, wenn man sich halt immer auf den gleichen Festivals rumtreibt. Genau. The Trees habe ich, glaube ich, mehrmals gesehen. Gentleman habe ich mehrmals gesehen. Aber auch, glaube ich, beide nur zweimal. Obwohl bei Gentleman, der war ja eine Zeit lang, war der auf jedem Festival immer. Omnipräsent. Ja. Mona und Nikita Mann habe ich sehr oft gesehen. Gentleman habe ich oft gesehen. Max Herr habe ich wahrscheinlich auch zweimal dreimal gesehen. Ja, Delay habe ich bestimmt schon, weiß nicht, 4 oder 5 Mal gesehen und Seed auch. Der habe ich auch schon 2 Mal gesehen. Ja, der habe ich einmal auf dem Festival und einmal das Vorgruppe von Christina Aguilera gesehen. Metallica habe ich 2 Mal gesehen. Ah, habe ich ja nie gesehen. Nee, diese Metal-Bands, die also, wo ich wirklich bewusst auf das Konzert gehe, um die zu sehen, habe ich tatsächlich die meisten nur einmal gesehen. Ich kann immer wieder nur davon berichten, wie mein Bruder bei Metallica, wo man ja dann doch auch Nothing Else Matters hören will, auch wenn man jetzt vielleicht das größere Werk von Metallica auch zu schätzen weiß oder auch nicht zu schätzen weiß, egal, aber Nothing Else Matters ist halt so der eine Hit, wo man dann auch drauf wartet. Und er hatte irgendwie fürchterlichen Durchfall auf dem Festival. Oh Gott. Und hat dann irgendwann in irgendeinem Lied, ich weiß nicht mehr, was es war, gesagt, er geht jetzt mal scheißen und dann kommt ist jetzt mal weg. Und dann hört er halt dieses unverwechselbare Intro von Nothing Else Matters, während er in einem Dixie-Klo ist. Ich glaube, es war immerhin ein Wasserklowagen, in dem er völlig alleine war. Auf einem Festival ist ja auch selten, dass du mal in so einem Klowagen alleine bist. Aha. Und während er da drin ist, hört er dieses Intro und kommt nicht vom Klo runter. Er war im Wesentlichen für dieses Lied auf dieses Festival gefahren. Oh Gott, wie schrecklich. Da mussten wir ein paar Jahre später nochmal zurückkehren, um das nochmal zu wiederholen. Und da hat es dann auch miterleben können. Ja. Das ist eine Geschichte für die Ewigkeit. Ich habe heute von, wie heißt's, Mr. Chicken, glaube ich, oder? Ja. For Whom the Bell Tolls war's, oder? Ja, ich kann meine, sein, ja. Er hat mehrere Metallica mittlerweile, glaube ich. Ja, genau, aber heute neu. Ach so, glaube ich. Also das Neueste war For Whom the Bell Tolls, weil wir hatten es ja davon, weil du gesagt hast, hat doch auch irgendwas mit Metallica gemacht. Also Mr. Chicken, um es zu erklären, ist so eine lustige Tröte-Gummiente. Das ist so ein Hundespielzeug, glaube ich. So kann sein, ja. Gibt es das einem Hund und der beißt da rein und das ist so ein Gummihund. Und dann trötet es. Und dann trötet es, wenn er da drauf beißt. Und da gibt es diesen einen, der da richtig Musik mitmacht und das halt als Vokalpart von allen möglichen bekannten Liedern nimmt. Von
Nothing compares to you, bis eben For Whom the Bell Tolls. Und das ist ganz fantastisch. Da kann ich mich kaputt lachen. Ist wirklich, wir haben das ja, ich habe dir das gezeigt, als du hier warst. Und wir haben ja beide sofort einen Lachkrampf so gehabt. Das war und wirklich, ich habe heute auch wieder so gelacht. Ist wirklich unfassbar gut. Ja. Und meine Kinder finden es auch lustig, selbst wenn sie die Lieder nicht kennen. Also so, wir haben heute diesen Titanic-Song und ein paar Whitney Houston-Lieder und auch Nirvana. Das fanden sie alle wahnsinnig lustig. Es ist auch wahnsinnig lustig. Also Mr. Chicken. Meine Frau kann zwar auch lachen, aber sie versteht nicht, wie ich mich so ultra hart dabei wegschmeiße. Das ist so gut. Vor allem, wenn es dann halt so bricht und so vibriert und ja. Das ist so fantastisch. Oder wenn er dann noch so Kameraeffekte reinbaut, dass die Kamera so Vibrationen reinbringt, weil das jetzt so ultra hart am Rocken ist, das Huhn. Manchmal sind es auch zwei Hühner, genau. Ja, sehr, sehr schön. Müssen wir verlinken. Mr. Chicken auf Instagram. Eine Reise wert. Wir mussten mehrere Sachen verlinken. Vorhin war schon mal was. Was war das andere? Das Panzermuseumsvideo. Ja, richtig, genau. Panzermuseum. Mhm. Genau. Wir hatten ja wieder. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Um mal aufs abschließende Thema. Also, hast du einen Film für nächste Woche? Ich habe einen Film für die nächste Woche bekommen. Fantastisch. Vom Stefan. Oder haben wir noch ein anderes Thema? Ich glaube, wir haben kein anderes Thema mehr. Nee, wir haben kein anderes Thema mehr. 2:40 fast. Genau, nächste Woche. Mit zwei Filmen. Und ein bisschen abschweifen. also nächste Woche. Vorhin hatten wir so ein Thema. Also, haben wir noch ein Thema darüber hinaus? Und ich so, nee, haben wir nicht, aber wir werden schon, es wird uns schon eins finden. Ja, ist halt bei uns so. Plauder doch nicht alles aus. Das war alles geplant. Also, genau, ist alles geplant, dass wir plötzlich über Schreibtische und dann Panzer und Bordmaschinenkanonen reden. Oh Gott, was sagt das über uns aus? Nichts Gutes. Aber was hat der Kollege uns für ein Ei gelegt? Der Kollege hat uns ein Ei gelegt und zwar auf Disney Plus. Mhm. Und zwar schauen wir einen Animationsfilm aus den Walt Disney Animation Studios. Mhm. Und es gibt eine Legendary Family of Explorers, die Uncharted Treacherous Lands alongside a motley crew of mischievous including a mischievous blob, a three-legged dog and a slew of ravenous creatures. Also was auch immer, es ist eine seltsame Bande und die erforschen irgendwie unbekannte Länder und der Film heißt Strange World. Ach so, Strange World. Nicht zu verwechseln mit der Star Trek-Iteration zu dem, mit dem Titel. Das heißt doch Strange New World. Ja, genau. Das ist doch dieser Film, der so ein bisschen kontrovers war, oder? Ich habe das nicht verfolgt, das höre ich. Ich habe es auch nur so ganz, so was Grobes im Hinterkopf, dass das irgendwie kontrovers war. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf irgendeine Weise Wokismus-mäßig war das irgendwie kontrovers, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich werde mich informieren. Ah, Strange World features a gay couple und mit dem Florida Law, don't say gay und so, ist offensichtlich. Ich glaube, es ist nur bei... Irgendwas war da. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht gar nicht mehr, in welche Richtung es kontrovers war, aber... war da nicht auch irgendwas, wo diskutiert wurde, ob die Grundidee des Films eigentlich faschistoid ist, obwohl es so tut, als wäre es genau das Gegenteil? Irgendwie sowas. Aber das war mir auch zu kraus. Ich habe es auch nicht verstanden, die Argumentation. Vielleicht war es auch totaler Unsinn. Wahrscheinlich war es totaler Unsinn. Also will auf einer Seite eben so total woke und super toll sein und auf der anderen Seite verbreitet es aber faschistische Ideen. Aber das ist jetzt, also das ist nicht nur dünnes Eis, sondern das ist einfach nur völlig Hörensagen. Du bist quasi schon eingebrochen in das dünne Eis. Völlig. Fox News macht sich wohl lustig, dass der Film offensichtlich an der Kasse durchgefallen ist. Mhm. Und der Slogan dazu ist Go Woke, Go Broke. Das ist offensichtlich jetzt der sozusagen die Häme, die über dem schlechten Ergebnis dieses Films ausgekippt wird. Mhm. Vermutlich hat das eine mit dem anderen ja überhaupt nichts zu tun. Natürlich nicht. Aber das war halt Fox News ja noch nie interessiert.
die übrigens gerade heute, glaube ich, oder gestern ihren Lawsuit, wie heißt das auf Deutsch, ihren Gerichtsfall, wie sagt man, ihre Klage, die sie da abgekriegt haben von Dominion Voting Machines. Von den Gründern oder Gamma-Quadranten oder? Ja, genau. Nein, Dominion Voting Machines sind die Leute, die diese komischen Wahlmaschinen da gebaut haben. Aha. Und Fox News hat auch sehr viel Lügengeschichten darüber verbreitet, was die alles fälschen und so weiter. Aha. Darauf sind sie ja von denen verklagt worden. Und dann sind ganz viele interne Dokumente von Fox nach außen geblubbert im Rahmen dieses Gerichtsfalls und der Beweisaufnahme und wie auch immer das da so läuft in so einem amerikanischen Gerichtsprozess. Und das war natürlich ein Festmahl von Fox interner, über die sich die liberale Presse hergemacht hat und gar nicht genug kriegen konnte. Und jetzt haben sie für viele hundert Millionen, ich weiß die Zahl nicht genau, aber es war eine enorme Zahl, sich außergerichtlich geeinigt und damit geht der Gerichtsprozess jetzt nicht weiter, was gewissermaßen schade ist, weil jetzt wird Rupert Murdoch doch nicht als Zeuge vorgeladen und so, also es hätte ja noch sehr viel Lustiges passieren können in diesem Prozess und jetzt zahlen sie einfach eine unfassbare Summe an, also zumindest für meine Verhältnisse kaum greifbare Summe an Dominion Voting, weil die haben natürlich gesagt, das macht unser Geschäft kaputt und so weiter und wir sind hier sozusagen zu Unrecht verunglimpft worden. Ob das so ist, ob der Wahlcomputer generell schlechte Idee, bin ich auch dagegen, aber unabhängig in diesem Gerichtsurteil waren meine Sympathien dann doch so verteilt. Fox News had it coming, aber es wäre jetzt noch schöner gewesen, wenn sie so richtig hart vor Gericht verurteilt worden wären, wäre halt schöner gewesen als jetzt diese Außergerichtlichen. Die Sache in Amerika ist, glaube ich, dass die Wahlcomputer Dinge, Bevölkerungsgruppen an die Möglichkeit zur Wahl bringen, die halt normalerweise nicht die Möglichkeit hätten, oder? Das ist doch das Thema. Deswegen will es Fox ja auch nicht, weil dann einfach zu viel Schwarze wählen würden. Ja gut, dass diese Gesetze bei denen komplett bonkers sind also auf ganz vielen Ebenen kaputt sind, ist klar, aber Wahlcomputer sind aus so einer reinen IT-Perspektive eine grundsätzlich schlechte Idee, aber das Fass machen wir heute nicht noch auf, das kann ich bei anderer Gelegenheit auch gerne mal erklären, aber wenn das nicht eh schon bekannt ist, daraus, es wird in Deutschland auch immer wieder mal von Leuten angeführt, dass man das doch machen könnte und sollte und müsste. Also einfach nicht sicher genug, oder was? Ja, es geht nicht. Es ist inhärent nicht sicher zu machen. Es geht nicht. Weil halt vernetzt ist, oder? Weil du dem Computer nicht, du kannst ihn nicht kontrollieren. Du kannst nicht reinschauen. Damit ist so Sachen also, wie... Du weißt nicht, ob die Russen irgendwie ein Virus reingesetzt haben oder nicht. Genau. Oder du weißt, du kannst nicht nachvollziehen, ob das, was du oben reingibst, unten rauskommt. So eine heutige CPU von so einem Computer hat, weiß nicht, ein paar Milliarden Transistoren. Das ist nicht beobachtbar, das geht nicht. Mhm. Und insofern, es gibt so viele Möglichkeiten, das anzugreifen. Und dann ist so Sachen wie Wahlbeobachtung, die ja einfach ein Grundrecht ist, das irgendwie festgeschrieben ist, ist dann einfach nicht mehr umsetzbar. Ja. Und du bräuchtest dann Data, der dann die Wahl beobachtet. Genau. Aber dann müsstest du auch die Programmierung von Data vorher prüfen, ob du dem vertrauen kannst oder ob der nicht gehackt ist. Den kannst du ja fragen. Der kann ja sagen, alle Systeme arbeiten innerhalb normaler Parameter. Ja, das hat er auch schon ein paar Folgen gesagt und da war das nicht so. Ja, dann war es Lore. Genau, siehst du? Und dann ist dein Lore kontrolliert deine Wahl. Er ist vom Russen bezahlt und schon hast du das Problem. Ja, und vor allem hast du es dann so wie in der neuen Picard-Staffel, dass die lassen ja auch Data wieder auferstehen, kleiner Spoiler. Oh. Aber sie lassen ihn nicht als Data auferstehen, sondern als einen Androiden, in dem die verschiedenen Data-Iterationen zusammen drin sind. Also Data, Lore, Before, La, sind alle zusammen drin und wechseln. Gott. Also so eine gespaltene Persönlichkeit. Super, oder? Okay. Ja, fantastisch. Hat Brent Spiner Split geguckt und hat sich gedacht, das mache ich auch. Genau. Das ist so eine Brent Spiner Show wieder. Ja, wie immer halt. Okay. Ja, dann werde ich damit jetzt mal anfangen. Ist da schon alles raus von Picard? Ich glaube noch nicht, nee. Aber ja, fangen wir an. Es ist schon ganz spaßig. Ja, wie gesagt, ich guck also heute dann jetzt, weil jetzt haben wir schon nach 0 Uhr,
heute Abend dann Mandalorianer, letzte Folge, Staffel 3. Ist alles Setup für ein gutes Finale, ist gestellt, kann man sagen. Kann losgehen. Ja, ich werde es jetzt auch mal schauen. Und die größeren Zusammenhänge, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit, bis ihr es dann geguckt habt. Ich habe jetzt auch schon angefangen mit meinem Rewatch auf Englisch, weil ich habe es auf Deutsch mit meiner Frau zusammen geguckt. Jetzt habe ich schon mit meinem eigenen Rewatch auf Englisch begonnen, dass ich die Folge, die ganze Staffel nochmal gucke auf Englisch und sauge mir auch schon die ganzen Podcasts und YouTube-Besprechungen dazu rein, um mir das ins größere ganze Star Wars-Universum nochmal einordnen zu lassen bei den Sachen, die mir durchgerutscht sind. Aber mittlerweile stecke ich ja einigermaßen tief drin. Mittlerweile verstehe ich ja auch viel, viel mehr als noch vor 2 Jahren. Ja, ich bin gespannt, wie es mir gefällt, weil mir hat ja Andor sehr, sehr gut gefallen. Weiß jetzt nicht, ob das dazu führt, dass mir Mandalorianer auch noch besser gefällt oder ich dann das dann abfällt dagegen. Das kann ich schwer sagen. Also das, was du an Andor gemocht hast, kriegst du hier nicht, weil es nicht so politisch in dem Sinne ist. Aber es baut andere fantastische Brücken im Star Wars-Universum und wir können da gerne dann drüber reden, wenn du es gesehen hast. Also will ich jetzt auch nicht vorgreifen. Bin gespannt. Ist ein bisschen schwierig momentan mit meiner Frau, weil die gerade sehr viel Soko Leipzig und Soko Stuttgart schaut. I don't even. Ja, genau. und da ist halt, weißt du, Staffel hat 29 Folgen oder so. Also, und da ist halt gerade die neue Staffel raus. Deswegen ist es momentan ein bisschen schwierig. Wir kommen nicht so richtig gut voran. Aber ich werde es versuchen. Soko Leipzig. Ja, es ist zum Teil so, dass wir abends zusammen Soko Leipzig, also sie schaut Soko Stuttgart und wenn ich dann dazu komme, schauen wir Soko Leipzig und dann gehen wir ins Bett und schauen da noch Picard und das schauen wir dann 20 Minuten, dann schlafen wir, ja? Das ist halt das Problem. Deswegen kommen wir nicht so gut voran momentan. Habt ihr keine Möglichkeit, dass ihr zwei getrennte Sachen schaut, dass du irgendwie, musst du Soko Leipzig mitgucken, ist das deine eheliche Pflicht? So ein bisschen, ja. So, ja, es ist halt dieses, sie ist abgeschafft von der Arbeit und es geht nicht mehr viel und sie braucht irgendwas, was nur entspannt. Ne? Ist halt Soko Leipzig. Das ist ja auch ganz nett. Ich finde Soko Leipzig auch nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich auch das Beste von diesen Sokos. Aber es wiederholt sich halt schon sehr stark. Also vor allem, das läuft ja mittlerweile seit 20 Jahren oder so fast. Da wird das Rad nicht immer neu erfunden. Ja? Also naja. Es ist, wie es ist. Naja. Ja, okay. Und ich parallel schaue natürlich auch noch anderes. Und sie schaut ja auch noch anderes. Sie schaut ja Soko, was ist das noch, Stuttgart oder Köln? Oder? Ich glaube beides. Ich glaube, sie schaut Stuttgart oder Köln. Eine der wenigen Funktionen, die unser uraltes iPad 3, wenn sich an die Dinger noch jemand erinnern kann. Das Ding ist iOS 10, also aktuell sind wir bei Version 16. Sprich, das ist viele Versionen abgehängt und kriegt schon lange keine Patches mehr und viele Apps laufen auch nicht mehr darauf. Disney Plus zum Beispiel kann man nicht installieren. Aber Netflix und Amazon Prime laufen noch darauf. Auch wenn man wenn man es installiert hatte damals. Neu installieren kann man es nicht. Da gibt es Tricks, das geht. Ah, okay. Mhm. Dann kannst du es dafür noch benutzen, auch wenn es ein zäher Vorgang ist, da zu dem Play-Knopf zu kommen. Aber wenn es da mal läuft, läuft es flüssig und dann kannst du das problemlos schauen. Und das ist eine der wenigen Aufgaben. Das Ding darf bei uns die Maus-App abspielen für die Kinder und hin und wieder mal eine Sendung mit der Maus oder die Elefanten-App für die Kinder auch. Und irgendeine komische, ich muss Pferde striegeln-App für meine Tochter. Und, das klingt so öde. Ja, es ist auch öde, aber egal. Und halt Netflix und Prime, aber eben kein Disney Plus. Für wenn wir uns nicht auf ein Fernsehprogramm einigen können. Gestern war so ein Tag, wo hat sie dann gefragt, was ist der Film, den du gucken musst? Und ich irgendwas mit Wikinger überfallen England oder so ähnlich. Und sie so, ich bin raus. Wo ist das iPad? Hat sie mir den Fernseher überlassen. Hättest du sagen sollen, die Theresa fand es super. Ja, hätte ich versuchen können, aber nee, ich wusste, dass es nichts für sie wäre. Die wäre sowieso nach ein paar Minuten gegangen. Und von daher, nee, dann wird das iPad gegriffen und dann. Ja, dann hättest du halt den Norweger-Film mit ihr gesehen. Ah, nicht die falsche Frau, das wäre Stefans Frau gewesen. Wahrscheinlich. Ja, nee, also von daher. Dafür ist so ein Uralt-Pad dann doch noch gut, weil da kann man dann noch was drauf gucken. Nachdem unser Gästebett ja nicht mehr hier im Arbeitszimmer steht, aber hier noch ein zweiter Fernseher wäre,
Aber hier kann man nicht mehr so gut sitzen. Also irgendwie ist der hier fehl am Platz. Das steht im Moment im Kinderzimmer drüben, das Gästebett. Mhm. Ja, da ist halt kein Fernseher. Eben hatte ich noch ein Thema. Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich es gerade vergessen. Schade. Wir machen Deckel drauf, glaube ich. Glaube ich auch. Danke fürs Zuhören, vor allen Dingen für die Leute, die bis hierher durchgehalten haben, weil die zwei Filme waren ja dann doch eher schnell abgehandelt im Vergleich zu dem Rest der Sendung. Aber dafür, wie das halt ist, wenn wir aufnehmen. Wie das immer so ist, wenn wir beide aufnehmen. Wirklich verhext, also wirklich ohne Themen. Wir hatten kein Thema vorbereitet und das ist, so ist das. Wir hatten die zwei Filme vorbereitet und wir wussten, dass wir den Jazzwitz von ChatGPT machen würden. Der Rest war spontan. Genau. So ist das. Folgen Sie uns auf BeReal, folgen Sie uns gerne auch auf, warum sieht sich die Hörerinnen und Hörer jetzt? Duolingo. Duolingo, genau. Oh ja, ich gehe voll ab die Woche. Ich werde diese Woche Gold erreichen in meiner Saphir-Liga. Oh, super gut. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich auch. Echt? Also ich führe so martial, weil ich habe eigentlich gedacht, je höher man aufsteigt, desto schwieriger wird das. Das war nämlich am Anfang so. Und jetzt in der Liga ist es so, dass die Leute ziemlich entspannt und ich halt abgehe wie die Sau. Ich bin auf Platz 2 abgerutscht. Ich muss sofort noch ein paar Übungen machen. Wie viele Punkte hast du denn aktuell? Ich glaube, ich habe 1500 die Woche. Oh, okay. Ich habe nur 940. Und die vor mir gerutscht ist jetzt gerade, die war bis eben noch vorhin Platz 2. Jetzt, die hat 947, hat 5 Punkte mehr. Also die das... Oh nee, ich habe 1770 und der zweite hat 600. Also da, ja, mit 600, der muss sehr anstrengend nächsten Tage. Bei mir Tage. Nur auf Platz 3 in der Gruppe. Ja, ich habe hab jetzt neu mit Spanisch angefangen und dieses, wenn man morgens und abends diese Zeiten nutzt, wo man doppelte Punkte kriegt, das ist schon, da kann man es schon krachen lassen. Ja. Mein Sohn hat jetzt einen eigenen Account, diesen Kinder-Account, habe ich da letzte Woche schon von erzählt? Ich weiß es gar nicht. Du hast es mir erzählt, als du hier warst. Genau, ich habe es dir erzählt, ich habe jetzt so einen Kinder-Account für den angelegt und schon sind wir im nächsten Thema und habe festgestellt, dass da, also ich habe keinen Kinder-Account, sondern ich habe ihm einen Account angelegt und da wird man gefragt, wie alt man ist und da habe ich halt geschrieben 8 Jahre und dann sagt er sofort so, dann müssen deine Eltern hier, gib mal eine E-Mail-Adresse von deinen Eltern, die müssen da okay sagen und dann gehen da auch ganz viele Funktionen nicht. Also diese ganze soziale Netzwerkgeschichte und die Ranglisten und sowas, das ist alles nicht drin dann. Was er schade findet, weil er gerne die Ranglisten hätte und die liegen, wo ich auch finde, dass das eigentlich kein Problem wäre, das zu haben, aber gut, wird halt so gesehen. Und es werden manche Wörter nicht gelehrt, also Alkohol und sowas wird dann nicht gelehrt. Weil das wohl. Auch schön, wenn du dem Kind in Deutsch beibringst, Alkohol ist nur für Erwachsene, halte ich davon fern und dann im Ausland, keine Ahnung, was das heißt, trinkt. Genau. Ja, und ich hatte ja gehofft, dass ich mich mit ihm dann verknüpfen kann ich nicht. Also er ist völlig blind und ohne Connections zur Außenwelt läuft er durch diese Welt. Aber er macht es trotzdem immer noch sehr fleißig, jeden Tag. Er kann jetzt natürlich nicht mehr morgens, weil er morgens in die Schule muss. Und das Problem ist, diese Verdopplungsdinger, die kriegst du ja, wenn du morgens, ich glaube bis 12 eine Lektion machst und abends ab 6. Und das sind halt genau die Zeiten, wo halt ein Zweitklässler nicht kann, weil er halt da dann irgendwann Richtung Bett unterwegs ist oder morgens in der Schule ist. Also das ist ein bisschen gemein. Finde ich, hätten sie noch anpassen können, dass für 8-Jährige das eben nicht diese Morgens-Abends-Geschichte ist. Aber er ist sehr fleißig, lernt fleißig Englisch. Ich befürchte, wenn wir, oder was heißt befürchte, ich bin zuversichtlich, dass wir im Sommer nach England fahren, wird er schon ganz passabel Englisch sprechen und der macht auch so mit Sprache, also muss man ja dann auch reinsprechen und so. Gell? Mhm. Ich habe jetzt mit Spanisch angefangen, hatte ich damals bei Memrise schon mal gemacht und macht mir Freude, weil es auch nicht so schwer ist. Nicht so schwer wie Klingonisch, was ich auch angefangen hatte. Und das ist so bescheuert schwer. Oder es geht nicht an mich ran, ich weiß es nicht. Also irgendwie finde ich da ganz wenig Zugang. Wie auch zu dem Irischen finde ich auch unheimlich wenig Zugang. Kann ich mir ums Verrecken nicht merken. Ich bin gerade, also ich habe jetzt gerade mal so dieses zweiwöchige Pro-Abo angefangen. Das habe ich 3 Tage, glaube ich, gemacht. Ja, da gibt es erst 3 Tage und dann kannst du... dann musst du quasi ein Abo abschließen. Ja, ich habe da immer Angst, dass ich dann drinnen bin.
Das mache ich ungern. Aber ja. Du musst dir dann halt tatsächlich helfen, da auch ja, wieder genau. Reminder und Kalender, die klingeln. Mhm. Musst dich dann daran erinnern lassen, wann du es kündigen willst oder dich halt entscheiden, okay, ich zahle es jetzt und dann habe ich es ein Jahr lang. Aber dazu musst du halt wissen, machst du es auch weiter oder nicht. Ja. Ja, und ich muss sagen, ich finde das eigentlich, hat auch seinen Charme, diese Begrenzung mit den 5 Herzen. Also dieses völlig losgelöst von Fehlern, also von Fehlerbestrafung zu sein, weiß ich gar nicht, ob ich das cool finde. Ich finde es eigentlich cool, dass es das so eine Beschränkung hat. Und dass man dann eben wieder Herzen rausspielen muss mit Übungen und weil sonst würde man zum Beispiel gar nicht üben. Also diese Vergangenes üben, das macht man ja, um Herzen wiederzubekommen, ne? Ja, das mache ich auch immer. Und das würde man ja eher nicht machen, wenn man doch, habe ich jetzt auch. Also ich habe im Moment diesen sozusagen, bin in diesem Plus-Status und mache es trotzdem. Ja, das ist natürlich sehr, sehr diszipliniert, aber. Nee, weil es auch, die gelten auch als abgeschlossene Übung ohne Fehler. Wenn du da 3 Fehler ausbügelst, stimmt. Ja, das dann sagt er dir, ja, du hast die Übung ohne Fehler abgeschlossen. Und das, wenn das dein Tagesziel ist, wunderbar. Stimmt, ja, da hast du recht, ja. Von daher. Ja. Nee, ich bin im Moment Französisch, Spanisch und Italienisch mache ich, weil das immer so meine 3 Urlaubsländer sind. Aha, genau, ja klar. Wo ich zumindest die Urlaubsländer, wo ich die Dänisch vielleicht auch noch, aber Dänisch, weil habe ich schon mal bei Memrise probiert, das geht nicht an mich ran. Ich kriege also, ja? Weiß ich, vielleicht soll ich Norwegisch mal lernen und dann darüber die Kurve kriegen, aber das habe ich nicht probiert. Aber tatsächlich, wo mein Sommerurlaub hingeht, weiß ich noch nicht, da haben wir noch nichts gebucht. Mein Herbsturlaub wird nach Italien gehen. Allerdings am meisten orientierungslos fühlen ich mich immer in Frankreich, bin da aber verdammt oft. Und insofern, ich glaube, der Wunsch, ein bisschen besser Französisch zu können, ist größer als der Wunsch, ein bisschen besser Italienisch zu können. Und ich bin nicht sicher, ob 3 Sprachen, die sich ja auch sehr ähnlich sind teilweise, parallel zu machen, ob das so eine wahnsinnig gute Idee ist. Weil ich glaube, dass das gar keine schlechte Idee ist. Echt? Also, ja. Ich glaube, dass diese Angst davor, mehrere Sprachen parallel zu lernen, finde ich, ist fehl am Platz. Also ich, okay. Ja, weil? Total. Nix, weil ich also die Erfahrung, meine Erfahrung zeigt mir das. Und ich glaube nicht, dass ich besonders bin, was Sprachen angeht. Und mir fällt es überhaupt nicht schwer, da hin und her zu schalten. Und dann lernt man oder dann sieht man halt auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede und erkennt Strukturen, selbst in Sprachen, die gar nicht so verwandt sind. Zum Teil sind, ich lerne Französisch und Spanisch parallel, da ist natürlich unheimlich viel Verwandtschaft, dann zum Teil aber auch nicht, gell? Ja. Ich lerne ja auch Ukrainisch und zwar auch gerne und auch recht einfach eigentlich. Und das ist schon interessant, wenn du eben so Sprachen, die so, ja, so Struktur, aber eben ein bisschen unterschiedliche Struktur, aber dann eben auch, ja, also Grammatik. Deswegen ist das Klingonisch so schwierig, weil ich da einfach, wahrscheinlich hat sich da derjenige, der es erfunden hat, nicht ganz so viel Gedanken über die Grammatik gemacht. Und also da finde ich kaum Zugang dazu. Aber also dieses Parallel, ich lerne Spanisch, Französisch, Klingonisch, Norwegisch und Ukrainisch, das Irisch möchte ich gar nicht dazu zählen. Die mache ich momentan parallel und das ist kein Problem. Und das wechsle ich zum Teil von Dings zu Dings. Also da mache ich eine hiervon, dann wechsle ich rüber und mache eine vom anderen. Also ja, das mache ich im Moment mit den 3 Sprachen auch so, wo ich auf das Französische den meisten Fokus lege. Und ich merke beim Französischen, was mich ärgert, so, oder was heißt ärgert, das falsche Wort, was mich an Duolingo so ein bisschen, wo ich merke, dass es da zu kurz fällt, ja. Ist, dir werden keine Regeln erklärt. Du musst dir alle Regeln ja, selbst erschließen. Also so, ich glaube, deswegen hatte ich mit dem Irisch so Probleme, weil ich da die Grundgrammatik gar nicht verstehe und das ist halt viel leichter, wenn ich Französisch schon mal in der Schule gelernt habe, dann verstehe ich halt die spanische Grammatik, wenn die mir das dann zeigen. Dann weiß ich, in welche Richtung das geht und kann das dann abstrahieren. Das kann ich halt bei Irisch nicht. Bei Ukrainisch kann ich es halt dann doch. Also, ja, nee, mir geht es im Französischen mit den Artikeln so. Die musst du auswendig lernen. Ja, musst genau. Einfach beim Französischen musst du einfach, wie im Deutschen ja auch, Artikel musst du in der Regel auswendig lernen.
Ja, ich versuche es dann halt immer irgendwie vom Deutschen abzuleiten. Das ist dann irgendwie der Apfel oder die Katze oder sowas. Aber im Französischen gibt es halt auch echt Formen, wenn du die nicht gelernt hast, dann ist das schwer verständlich. Also diese Frageform mit dem que, ja, qu'est-ce que c'est, das ist schon, wenn du damit noch nie Berührung hattest, oder auch die Verneinungssachen, ja, also diese Form mit ne pas ums Verb herum, das ist schon ganz schön abgefahren, wenn einem das noch nie begegnet ist. Gell? Und wenn ja, es fängt ja schon viel weiter vorne an mit den, ich bin ja da noch ganz am Anfang, also ich bin ja in diesem Grünschnabelkurs 2 oder so, das ist ja noch ganz, ganz am Anfang. Wenn du so Sachen, wo du im Deutschen sagst, irgendwie, fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, ich esse Käse. Und dann heißt es je mange du fromage. Was macht das du da an der Stelle? Du heißt das. Du, ja, okay. Also, ja. Ja, genau. Wie entsteht das du? Ja. Weißt du, wie das du entsteht? Nee, weil das erklärt mir Duolingo nicht. Ja, das du ist ein Wort, was ein zusammengezogenes Wort ist aus de, le. Ja, also wenn es, also von der oder von dem. Von der würde de la heißen, also de la Wasch zum Beispiel, von der Kuh. Ja. Ja? Und wenn ich von sagen würde, de le fromage zum Beispiel, also vom Käse, dann sagt man nicht de le fromage, sondern man sagt du fromage. Also du ist das gleiche wie de le. De le gibt es nicht. Okay, aber erklärt er das halt natürlich nicht. Das erklärt es dir nicht, genau. Und dann guckst du halt so, du lernst vorher das Wort für ich, du lernst das Wort für Essen, du lernst das Wort für Käse und dann heißt es, ich esse Käse und dann kommt da plötzlich noch ein Wort rein und dann denkst du, ja, das hat aber keine Entsprechung im Deutschen und das ist der Moment, wo du einen Lehrer bräuchtest. Genau das, was du gerade gemacht hast, wo irgendjemand kommen müsste und sagen, also die Wortbildung, bla bla bla, hier funktioniert es so und so. Und so in dieser App ist es dann einfach nur so, ja, das heißt so, das musst du da halt rein. Und wenn du das nicht eintippst, dann sagt das Ding Fehler, falsch, Dings. Und, ja, genau, und du weißt gar nicht, warum. Ja. Genau, warum. Und das ist auch sowas, wo ich, wo das Ding auch den Zweck, warum ich lerne, nicht, also mir zum Beispiel ist das egal, ob ich das richtig schreiben kann. Wie man Monsieur schreibt, ist mir vollkommen wurscht. Da habe ich heute was erfahren, weil durch meinen Sohn, der Englisch macht, der übrigens das Problem hatte, ein ganz ähnliches Problem, er ist Lehrer. Und da hat er einfach nicht geschafft, dass das im Englischen halt verlangt, dass man einen Artikel schreibt, dass man immer he's a teacher. Ja. Und dann hat er gesagt, ich schreibe doch, er ist Lehrer. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist im Englischen so und so. Da musst du immer einen Artikel, ja, ist bei Berufen halt so. Und da braucht er halt auch einen Lehrer, der es ihm sagt, gell? Sonst weiß er es halt nicht. Das S bei der dritten Person Singular, das ist auch viel leichter, wenn es dir mal jemand gesagt hat, als wenn du es herausfindest darüber, dass es halt, ja. Ja. Es gibt ganz viele so Sachen, auch die Artikel. Vor allem, wenn es die erste Fremdsprache ist, mit dem L und dem Apostroph im Französischen. Genau, ist auch so eine, im Französischen werden viel so zusammengezogen. Ja. Ja, so, zum Beispiel le, ja, das ist auch so ein Beispiel, das heißt O. Also dieses AU, das ist eine Zusammenziehung von le, also wo es sonst a la wäre, ja? Ja, zu der. Also wie bei de auch. Aber was mir mein Sohn beigebracht hat, ist, dass du bei diesen Sachen, wo du was schreiben musst mit der Tastatur und wo du ja immer einen Fehler machst, ja, also oder häufig, ist ja total schwierig, da kannst du häufig auch die Funktion wählen, dass du es reinsprichst. Und wenn du es dann halbwegs vernünftig reinsprichst, dann schreibt das dir rein. Das ist super. Ja. Ja. Das mache ich beim Spanischen jetzt. Das könnte beim Französischen auch helfen. Vielleicht, ja. Vielleicht würde ich mich da noch zwingen, es mehr auszusprechen und auszusprechen. Ja, genau. Aber das generell, das Schreiben, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie... voll nervig, ja. Ich will auch nicht schreiben lernen. Genau, also ich will sprechen und ich will lesen können. Ja. Aber Schreiben ist mir vollkommen egal. Na klar, wenn jemand mit einem anderen Ziel an die Sprache rangeht und auch gerne schreiben möchte, ich will halt Urlaubsfähigkeit herstellen und dafür muss ich nicht schreiben. Ja, und genau. Das kann ich der App nicht vermitteln, sondern die will mir dann immer alles beibringen und dann ist immer alles falsch und ich denke mir, nee, das war falsch,
aber es war gut genug. Ich muss dies nicht aufschreiben können, dieses komplizierte Wort, und wissen, ob das Ding an der Stelle zwei L's oder da hinten zwei K's oder was auch immer hat. Ist mir wurscht. Ich weiß, was das heißt. Ich habe das Wort verstanden. Das wäre für meine Art zu lernen jetzt vollkommen genug. Lass mich nicht schreiben. Du kannst ihm sagen, ich will nicht sprechen, weil du gerade in der U-Bahn sitzt und nicht in dein Handy reden willst und wie der Weirdo rüberkommen möchtest. Das versteht die App. Aber du kannst ihr nicht sagen, dass du nicht schreiben willst. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Naja. Und manchmal macht es so Sachen, wo du total super genau hingucken musst, welche Wortformen das sind. Oh ja, oh dann, ja, dann stimmt. Steht da irgendwie, er isst eine und dann Tomate oder Wurst. Und ja, aber nur eins davon ist halt weiblich. Nur eins davon ist weiblich, genau. Und, ja, genau. Und dann musst du genau da überlegen. Und mein erstes Ding ist immer so, boah, soll ich jetzt wissen, was der isst? Gibt's halt keine. Und dann so gucken, okay, welche Wortform ist das, welche Wortform? Und das ist mir schon wieder zu genau. Es ist so, auf der Ebene, ich verstehe, dass das dazugehört, aber auf der Ebene will ich nicht Französisch können. Da kommt es im Französisch dann noch viel schlimmere Sachen. Da kommen dann so Sachen wie seul, was seul schreibt sich einmal hinten mit S und einmal ohne S und heißt dann was vollkommen anderes. Das eine heißt alleine und das andere heißt, ist mir jetzt entfallen, irgendwas anderes. Also so, ey Leute, ist doch egal, es spricht sich beides soll und ich weiß, was es heißt, so bitte belästigt mich nicht damit. Aber ja, wollen es dann halt ganz genau wissen. Ja. Ja, aber von daher, also Spaß macht's schon und ich werde auch weitermachen, vielleicht dann. Jetzt holen wir uns erstmal die goldene Plakette die Woche. Da muss ich jetzt aber echt reinhauen, weil jetzt liege ich 5 Punkte hinten. Heute, 5 Punkte. Als ich zuletzt nachgeguckt habe, war ich noch 250 Punkte vorne, also hat jetzt aufgeholt. 3 Tage, 1100 Punkte vorne, das sollte klappen. Obwohl der auf Platz 2 heißt Victoire. Victoire ist natürlich gefährlich, gell? Wenn der schon auf Sieg mit seinem Namen spielt, dann. Aber es klingt so französisch, warum muss er eigentlich Französisch lernen? Er muss ja nicht, der macht irgendwas so anderes, keine Ahnung. Stimmt. Der lernt Englisch. Ah. Ja, vom Französischen, Englisch vom. Ja, ich muss auch sagen, die Menge an Sprachen, ich hätte gern noch mehr Sprachen gelernt. Ich hatte heute noch Lust, noch andere Sprachen anzufangen. Ich habe mir jetzt auch ein Buch Altnordisch 1 gekauft bei Amazon, weil ich jetzt endlich mal Altnordisch angehen will. Und sowas gibt es dann hier nicht. Tust du das nur aus so einem linguistischen Interesse? Oder? Ja, total. Das geht mir ja vollkommen ab. Ja, das ist der Kaninchenbau dann, gell? Also bei Memrise waren da noch mehr Sprachen. Hier sind schon, also sowieso vom Deutschen sind es ja echt wenige, gell? Also sind es ja nur 4 Sprachen oder so, gell? Ja, 4. Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch. Mehr kannst du nicht lernen als Deutschsprachiger. Und vom Englischen sind es dann zwar so ein paar abstruse, also auch so diese Game of Thrones Sprache und Klingonisch und Navajo. Aber halt sonst, also ich finde, es ist nicht mal isländisch. Ich hätte gedacht, dass ich wenigstens mal isländisch, weil das hätte mich auch gereizt. Also schon ziemlich eingeschränkt. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die irgendwie so klein sind oder ob sie so gut sein wollen. Keine Ahnung. Tja. Also es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, die ich noch lernen wollen würden. Ja, Türkisch würde ich noch. Ah, Türkisch will ich schon noch angehen. Das wollte ich auch schon immer mal lernen. Das hat ja tatsächlich mal eine praktische Anwendung. Da kannst du hier in jedem Döner-Imbiss kannst du da loslegen mit. Das war der Grund, genau. Ich dachte so, es sprechen so viele Deutsch-Türkisch. Ja, absolut. Also das ist wirklich omnipräsent. Schon naheliegend. Und ich habe es einmal erlebt, wie der Christian aus der Oba, da war ich mit dem Einkaufen, beim Türken, als wir uns vorbereitet haben für die. Habe ich schon mal erzählt, ja. Habe ich schon mal erzählt, gell? Und wie er dann so fließend Türkisch mit dem Türken gesprochen hat. Und ich dachte, das ist cool. Ich meine, klar, war nur Einkauf Türkisch, ja, aber selbst das, es hat schon was. Ja. Ja, muss ich auch noch machen bei Duolingo. Alright, damit machen wir jetzt aber wirklich einen Deckel drauf. Ach, das ist gerade erst knapp über 3 Stunden, ich bitte dich. Also ich war bei Folgt uns auf Duolingo, Mastodon, heißen wir sneakpod@podcasts.social oder ansonsten natürlich gerne bei Facebook oder
diesem komischen Netzwerk, was es mal gab von diesem wahnsinnigen Space Heini. Vergessen, wie das hieß. Und schreibt uns gerne Kommentare auf unserer Seite. Genau, das ist überhaupt das Beste, was man machen kann. Auf sneakpot.de gehen, das hier war die 776. Mhm. Und da könnt ihr Kommentare in die Drukos, so heißt das doch, ne? Oh Gott, das ist ein furchtbares Wort. In die was? Die Drukos, die drunter Kommentare. Oh Gott, das habe ich nie gehört. Das habe ich nicht gehört. Da schaudert es mich auch jedes Mal, wenn ich das Wort irgendwo lese. Genau, könnt ihr da hinschreiben und die werden auch alle von uns gelesen. Und ansonsten danken wir natürlich fürs Zuhören. Und in der nächsten Woche geht's ins Disneyland und wir schauen Strange Worlds. Bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss. Stunden 11, genau. 3 Stunden 11 ohne Thema. Fantastisch.